alles. Der Herr von 134, der hat die Rechnung bezahlt. Da brauchst du dich nicht mehr darum kümmern. Das ist der Urlauber. Das ist mir eine große Erleichterung. Ja. Der Mensch war mir immer ein bisschen unheimlich. Ich weiß nicht, warum wir Urlauber immer unheimlich sind. Du, ab morgen bin ich auch ein Urlauber. Moment, bin ich dir dann auch unheimlich. Du bist mir schon seit jeher unheimlich. Wohin geht denn die Urlaubsreise? In die Kuranstalt nach Baden ins Esplanade. Was, Kuranstalt? Hat das der Doktor verordnet? Ja, mit Hilfe meiner Schwester. Die meckert doch schon seit Jahren, dass ich zu dick bin. Ja, du bist auch seit Jahren zu dick. Dankeschön. Dazu brauche ich keine Schwester, keinen Arzt und schon gar nicht einen Hotelportier. Der zu den Arzt hineingeredet, bis der mir Angst und Bang gemacht hat. Sag mir, wie der Arzt heißt, damit ich ja nicht zu ihm gehe. Na, das ist ein ausgezeichneter Arzt und der hat im Grunde genommen recht. Ich bin zu dick, nicht? Aber ich wollte es eigentlich ein bisschen weniger radikal wegkriegen. Also ich habe mir sagen lassen, beim Abnehmen, beim Rauchen und bei Frauen gibt's nur eins, radikal weg. Naja, also in dieser Kuranstalt, da soll es gar nicht so radikal sein. Weißt du, man macht so eine Art von Kaltwasserkur und sowas wie eine Abmagerungskur dazwischen. Nicht? Das ist so ein Mittelding zwischen Hungerturm und Treffelbad. Schau nur zu, dass du nicht zu viel abmagerst, dass man dich am Ende gar nicht mehr erkennt. Bei uns in Reichenberg, da war einer, der war so dick wie du und der hat eine radikale Abmagerungskur gemacht. Stell dir vor, der war so abgemagert, dass man ihn an der Grenze verhaftet hat, weil man geglaubt hat, er hat einen falschen Pass. Also ich fahre ja nicht ins Ausland, brauche ich keinen Pass. Ich fahre ja nur eine Stunde nach Baden. Aber vorher gehe ich noch in den Pariser Keller. Da ist das beste Gesäuchte mit Kraut und Knödel. Da esse ich noch so viel davon, wie mit aller Gewalt in mich hineingeht. Danke. Na, damit werden Sie doch zufrieden sein, Herr Huber, nicht wahr? Ja, für den Anfang schon. Sie müssen nämlich wissen, ich gehe in die Kuranstalt Esplanade. Ja, das weiß ich. Das haben Sie mir in den letzten 8 Tagen x-mal erzählt, oft 3 bis 4 Mal am Tag. Deswegen hat Ihnen der Chef auch eine extra Portion hergerichtet. Das haben wir übrigens letzte Woche auch gemacht. Da war der Herr Hanowitz hier und hat sich auch verabschiedet mit einem gesäuchten Kraut und Knödel. Ist der auch in die Kuranstalt? Nein, ins Gefängnis. Ins Gefängnis? Ja, aber nur für 6 Monate. Unschuldig, sagt er. Dafür hat er auch 2 Portionen mit gesäuchten Kraut und Knödel gegessen. Zur Vorsorge. Naja, 6 Monate. Ah, da sind Sie ja, Herr Huber. Guten Tag. Mahlzeit. Ja, Herr Klar, wie kommen denn Sie hierher? Ja, ich suche Sie. Hm. Jetzt bringen Sie mir auch sowas. Ja, aber nicht zu viel. Ja, sowieso nicht. Bitte nehmen Sie ruhig Platz. Wieso suchen Sie mich hier? Naja, man hat mir im Hotel gesagt, dass Sie hier sind und dass Sie morgen auf Urlaub fahren. Aber das passt mir überhaupt nicht in den Kram. Das verstehe ich nicht. Es handelt sich um ein großes Geschäft, Herr Huber. Ein guter Bekannter von mir möchte etwas kaufen und Sie sollen sozusagen dabei als Vermittler auftreten. Bitte, wenn er die Sache kaufen will, das ist unverkäuflich. Nein, davon ist natürlich keine Rede. Obwohl es sich auch um ein sehr wertvolles altes Gebäude handelt. Sie erinnern sich doch hoffentlich an meine Tante Martha, der das Schloss Einödstal gehört, nicht? Weil ich erinnere mich an beide Damen. Na, die Tante Henny ist ja jetzt in Amerika. Und Ihre Tante Martha, sehen Sie die gelegentlich? Nein, ich habe einen Krach gehabt mit ihr. Sie hat mich seinerzeit rausgeworfen, enterbt, ist böse auf mich, was weiß ich alles. Aber völlig zu Unrecht. Zu Unrecht? Ja, natürlich. Aber das ist ja jetzt ganz egal. Es ist Folgendes. Ein gewisser Baron Korff möchte ein Schloss kaufen. Vor einiger Zeit ist er zufälligerweise an Schloss Einödstal vorbeigefahren. Das Schloss hat ihm so gut gefallen, dass er sich jetzt einbildet, dieses Schloss muss er kaufen. Na, wie das Leben so spielt, habe ich zufälligerweise den Baron kennengelernt, habe ihm gesagt, dass ich der Neffe der Schlossbesitzerin bin und er hat gesagt, dass doch nichts naheliegender wäre, als wenn ich diesen Kauf vermittle, nicht? Also, dann fass doch einfach hin zu Ihrer Tante. Sie wird mich nicht empfangen, die Tante. Warum nicht? Schließlich ihr Fleisch und Blut, ihre Mama war doch auch eine geborene Kämpf. Ja, aber mit meinem Papa waren sie beide böse, die Zwillingsschwestern. Sie sind nämlich Zwillingsschwestern, die Henny und die Martha. Das weiß ich. Ich weiß noch nicht, was ich bei der ganzen Sache soll. So, da ist ihr Gesicht mit Kraut und Knödel. Dankeschön. Wollen Sie noch etwas, Herr Huber? Ja, und nur ein Scheibenbier. Ja, aber gern. Also hören Sie zu, Herr Huber, ich will offen mit Ihnen reden. Meine Tante Martha hat mich seinerzeit im Verdacht gehabt, dass ich sie bestohlen hätte. Sie hat mir gedroht, wenn ich mich noch einmal zeige, dann wird sie zur Gendarmerie gehen. Na gut, die werden wir nicht viel anhaben können, denn erstens hat die Sache nie gestimmt und zweitens ist sie verjährt. Ist aber gut, das Geschäft. Herr Huber, Sie können also 1.000 Schilling verdienen, wenn Sie zu meiner Tante hinfahren. Ausgeschlossen, Herr Klar. Ich gehe morgen auf Urlaub.
Außerdem, ich bin ja kein Geschäftsvermittler, nicht? Ihr Bekannter soll jemand anderen zu Ihrer Tante hinschicken. Wie komme ich dazu? Ich weiß, dass meine Tante Sie sehr gemocht hat, Herr Huber. Vielleicht mag sie heute auch noch, ne? Man erzählt sich ja scheußliche Dinge über meine Tante Martha. Sie soll ein Menschenfeind geworden sein, eine richtige Hexe. Und da soll ich hin in meinem Urlaub? Ausgeschlossen. Ich denke ja gar nicht dran, Herr Klaff. Ich könnte mein Angebot auf 1500 Schilling erhöhen. Und wenn Sie es auf 5000 Schilling erhöhen? Nein, das ist ganz ausgeschlossen. Deswegen habe ich es ja gesagt. Bitte, ich möchte mit Geschäften dieser Art überhaupt nichts zu tun haben. So, da ist noch ein extra Stückchen vom Chef zum Abschied. Kostet nichts. Der Knädel ist aber ein bisschen klein. Aber wie gesagt, 1000 Kalorien und Kaltwasseranwendungen, damit sich Ihre Nerven beruhigen. Das wird auch nötig sein. Sie werden diese Anstalt als neuer Mensch verlassen. Du warst eigentlich mit dem alten Menschen ganz zufrieden. So, kommen Sie mal herein. Das sind Ihre Leidensgenossen. Lassen Sie sich von den Minen nicht täuschen. Es schmeckt Ihnen allen ausgezeichnet. Ja, das kann ich mir vorstellen. Da ist Ihr Platz. Da haben Sie einen sehr netten Kurgast als Tischgenossen. Ja, jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Aufenthalt, viel Vergnügen und einen guten Heilerfolg. Heilerfolg. Ja. Was für Menü kriegen Sie denn? Bitte? Menü, ja. Sekunde, bitte. Menü Nummer 5. Was denn? Da war ich schon auf lustigem Begräbnis. Ja, was sehe ich denn da? Wie haben Sie mir denn da beschert, den lieben, guten, alten Freund Huber? Nehmen Sie doch Platz. Danke sehr. Wie kommen denn Sie hier, Herr Becker? Ja, mein Arzt hat mir nur die Wahl gelassen zwischen dieser Anstalt und dem Tod. Gelegentlich tut es mir schon leid, dass ich nicht den Tod vorgezogen habe. Sie machen aber ganz einen vergnügten Eindruck, Herr Becker. Sie werden es auch noch merken, wie man sich den Aufenthalt hier verschönern kann. Na, hoffentlich. Wissen Sie, bei mir war ja meine Schwester schuld. Die hat den Arzt beeinflusst. Ja, bei mir ist nicht die Schwester, sondern meine Tochter. Aber das kommt ja aufs selbe raus. Da haben eigentlich gar nichts davon, dass Sie Witwer sind und ich Junggeselle. So, bitte. Tja, das gibt's vor jedem Essen. Einen großen Teller mit grünem Salat. Ja, wenn er gut angemacht ist. Na, da machen Sie mal keine Hoffnungen. Kein Öl, nur ein bisschen Essig. Probieren Sie mal. Ja. Na, was sagen Sie zu dem Salat? Jetzt kann ich verstehen, warum das Rind wie immer so mürrisch ist. Es interessiert dich also gar nicht, dass mich die Zermanik auf Ehrenbeleidigung geklagt hat. Um Gottes Willen, du bist doch erst das letzte Mal zu 2000 Schilling verurteilt worden. Na, no, diesmal wird's mehr. Aber mich stört weder eine Ehrenbeleidigungsklage von der Zermanik noch von der Wewerka. Was hat das mit der Wewerka zu tun? Sie haben sich zusammen einen Anwalt genommen, die beiden Weiber, damit's billiger wird. Was? Hat dich die Wewerka am Ende auch auf Ehrenbeleidigung geklagt? Na, was denn? Also, das kann man sich ausrechnen, dass dich das mindestens 4000 Schilling kosten wird. Mindestens. Schrecklich. Aber da ist ja wohl nichts mehr zu ändern. Nein. Aber ich möchte dich um was bitten. Ja, bitte, was denn? Dass du so eine besondere Begabung, den Menschen etwas in aller Ruhe beizubringen. Hm? Ich verstehe. Ich gehe sowohl zur Zermanek wie auch zur Wewerka. Untersteh dich. Nein, ich würde dich bitten, dass wenn der Oswald zurückkommt, dass du ihm beibringst, dass ich schon wieder auf Ehrenbeleidigung geklagt bin. Zweimal zur Abwechslung. 45 Haferflockensuppen habe ich in dieser Strafanstalt bekommen. Stellen Sie sich vor, wie viele Haferflockensuppen ich gegessen habe. Ja, ja, gut, gut. Dabei sind Sie immer gut gelaunt. Ich bin ja ein Sunnyboy. Nein, da ist was dahinter. Da haben Sie wahrscheinlich etwas im Ort gekauft und haben es auf Ihrem Zimmer. Das wissen Sie doch ganz genau, dass das nicht möglich wäre. Es gibt doch immer diese überraschenden Zimmerkontrollen. Ja, Zimmerkontrollen, Haferflockensuppen. Na Gott sei Dank, am Freitag ist er aus. Herr Huber? Ja, Herr Windisch? Eben ist angerufen worden, Ihre Schwester ist angekommen und wohnt im Stern. Was? Ich weiß nicht, da ist was passiert. Ja, offenbar. Sie sagt, sie muss sie unbedingt heute noch sprechen. Ja, also ausnahmsweise gebe ich Ihnen einen Ausgang für den Stern. Aber selbstverständlich dürfen Sie dort nichts essen. Aber wo werde ich? Wie wird er? Der ganze Erfolg Ihrer Kur wäre in Frage gestellt. Ja, ja. Das wäre doch wirklich schade. Erzählen Sie bitte noch einmal. Ja, erzählen Sie. Noch 10 Tee? Na, von mir aus. Bringen Sie mir auch erzählt. Ja, ja, ich habe auch nur zwei Hände und zwei Füße.
guten Tag. Bitte schön, mein Name ist Hubert. Ja, Sie werden schon erwartet. Was? Ja, Herr Hubert. Entschuldigen Sie, dass ich mich als Ihre Schwester ausgegeben habe, damit man Sie hierher lässt. Was, meine Schwester ist gar nicht da? Nein, Ihre Schwester ist nicht da. Es war eine kleine List von mir, aber Sie nehmen mir es nicht übel. Gell? Ich zahle dafür das Mittagessen. Sehr freundlich, aber ich darf ja keins essen. Ja, aber irgendetwas Trinkbares darf ich Ihnen anbieten. Ja, bitte, von mir aus. Ein Viertel Wein werde ich trinken. Ja, gut. Also. Sagen Sie mal. Ja? Warum haben Sie mich eigentlich hierher gebracht? Setzen Sie sich mal nieder, Herr Huber, bestellen Sie Ihren Wein und dann reden wir in der Ruhe, ja? Handelt es sich womöglich wieder um das Schloss? Ja, es handelt sich um das Schloss. Meine Auftraggeber haben mich ermächtigt, Ihr Honorar auf 2000 Schilling zu erhöhen. Kommt über... Sogar auf 3000 Schilling. Und wenn Sie mal 4000 Schilling bieten? Ich biete Ihnen 5000 Schilling. Da trinke ich erst einmal meinen Wein. Hallo, Fräulein, ein Viertel Roten. Ja, ich komm schon. Schließlich habe ich auch nur zwei Hände und zwei Füße. Was für welche? Also schießen Sie los. Herr Huber, die Sache ist die. Mein Auftraggeber hat sich in das Schloss verliebt. Ich verstehe nicht ganz. Es gibt so viele Schlösser in Österreich, ein schöner wie das andere. Ja, schon, aber ein so reicher Mensch wie mein Auftraggeber, der will eben gerade das haben, was nicht zu haben ist, nicht? Ja. So, da ist das Viertel Wein. Ja, danke. Was möchten Sie denn essen? Sie, wenn ich Ihnen erzähle, was ich essen möchte, dann sitzt man morgen früh noch da, aber ich darf ja nicht. Ich bin ja von der Kuranstalt. Von den Verrückten, die das Gas fressen. So oft. Da schaue ich ja. Also haben Sie es endlich ausgerissen, dass Sie hier Stammgast sind. Selbstverständlich. Sehen Sie mein Essen. Ja, Herr Becker, kommt gleich. Das ist Herr Klar, das ist Herr Becker, einer meiner Leidensgenossen. Das heißt, sehr viel hat er nicht gewesen. Sagen Sie mal, Herr Becker. Wie haben Sie das eigentlich gemacht? Das war ganz einfach. Im Garten von der Kuranstalt gibt es eine Hintertür. Und der Hausmeister hat die Schlüssel für diese Hintertür. 6 Schlüssel. Und diese Schlüssel kann man von ihm mieten. Ja, warum haben Sie mir das nicht gesagt? Hätte doch auch so einen Schlüssel gemietet. Tja, leider. Es waren schon alle 6 Schlüssel für diese Hungerperiode vergeben. Da, gucken Sie mal hin. Gottes Willen, der Besitzer von der Kurenstadt, wer der uns hier sieht. Keine Angst, der sieht und hört nichts. Dem gehört doch dieses Wirtshaus auch. Die ist nicht zu sprechen. Vielleicht für mich doch. Ich bin ein alter Bekannter von ihr. Ach, für alte Bekannte ist sie überhaupt nicht zu sprechen. Und trotzdem möchte ich Sie bitten, dass Sie ihr sagen, der Herr Huber, der Chefportier vom Hotel Sacher, lässt Sie bitten, Ihnen auf einige Minuten zu empfangen. Was, der Huber vom Hotel Sacher? Ja, kennen Sie mich? Ja, natürlich. Ich bin doch die Ina, das Stummmädchen von den Damen. Die Ina? Na, Sie haben sich ein bisschen verändert. Ja, ja, sagen Sie ruhig, dass ich sehr alt geworden bin. Wir sind hier für Offenheit. Also dann kommen Sie. Ja, aber bitte der Hund. Der tut Ihnen nichts. Na gut, ich tue ihm auch nichts. Also kommen Sie. Was ist denn los? Warum beten der Haras so? Was ist denn? Wer ist denn da? Der Huber vom Hotel Sacher. Was denn das reinlassen? Ja, hätte ich nicht so. Nein. Das ist ja wirklich der Herr Huber. Ja, wenn er nicht mehr schon gesagt, Sie sollen nicht so viel essen. Ich bin nicht die Einzige, die mir das gesagt hat, gnädiges Fräulein. Ich komme gerade von einer Hungerkur. So. Na, davon sieht man nichts. Ja, was führt Sie denn hierher? Ich wollte Sie bitten, ob Sie mich ein paar Minuten anhören könnten. Bitte, ich weiß, ich hätte mich telefonisch anmelden sollen. Ich habe kein Telefon. Ja, bitte, bitte, kommen Sie weiter. Ich darf Sie da zum Essen einladen. Ja, wirklich, mir geht's vorne. Also, Ina, er ist eingeladen. Ja, ist gut. Ja, also bitte, nehmen Sie Platz hier rüber. Bis dann, danke, Frau. Und wer jetzt? Fast 20 Jahre her sein, nicht, dass ich das letzte Mal im Sacher war. Ja, so es wird schon sein. Bei Ihrer Frau Schwester, da ist es noch länger. Ja, ja, die Henny, die hat 55 in die USA geheiratet. Ja, und sie ist reich verheiratet, nicht? Ja, ja.
scheint ihr sehr gut zu gehen. Und, ne Frau, Sie sind mit ihr in brieflicher Verbindung? Selbstverständlich. Wir sind doch Zwillingsschwestern. Wir haben uns immer sehr gern gehabt. Und wenn ich mir die Frage erlauben darf, Sie haben nie daran gedacht, auch zu heiraten? Mein lieber Herr Huber, es hat eine Zeit gegeben, da habe ich überhaupt nur daran gedacht. Aber, naja. Und wissen Sie, dann habe ich auch das Beispiel unserer älteren Schwester vor Augen gehabt. Von Frau Klar. Das war ein feiner Kerl. Ja, und dann hat's den Klar kennengelernt, diesen Verbrecher. Und dann ist unglücklich geworden, bis zu ihrem frühen Ende. Naja, und ihr Sohn, mein Herr Neffe, das ist auch ein Verbrecher geworden. Genau wie sein Vater. Gnädiges Fräulein, sind Sie da nicht ein bisschen zu streng? Nein, ganz im Gegenteil, viel zu wenig. Der hat mich nämlich bestohlen. Ja, aber lassen wir das. Sie sind ja nicht seinetwegen hergekommen, ne? Nein, ich bin aus geschäftlichen Gründen hier. Ach, seit wann hat ein Hotelportier mit Geschäften zu tun? Ja, es handelt sich um dieses Schloss. Was? Wollen Sie mir das vielleicht abkaufen? Na, ich natürlich nicht, aber ich kenne einen Herrn, der sich sehr dafür interessiert. So? Tja, sehen Sie, Herr Huber, dieses Schloss ist seit über 80 Jahren im Besitz unserer Familie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hier mal weggehe. Denn sonst... Sonst? Na, sonst hätte ich schon längst verkauft. Na, es geht mir nicht gut, Herr Huber. Ihr habt mich verspekuliert. Ihr habt nichts. Gar nichts. Um Gottes Willen. Nur ganz, ganz. Tun's nicht so. Man sieht's mir doch an, was ich hier für ein Leben führe. Glauben Sie, ich hab nicht gemerkt, wie entsetzt Sie waren über mein Aussehen. Ich war nicht entsetzt. Ich mein, älter werden wir alle. Ja, es kommt darauf an, wie man älter wird. Bitte zum Essen, meine Herrschaft. Danke, kommen Sie, Herr Huber. Bei uns gibt es jeden Tag als Vorspeise eine große Schüssel grünen Salat. Also, vielleicht ist Ihnen das ein bisschen ungewohnt. Aber... Das ist mir gar nicht ungewohnt. Nein? Salat. Also, ich muss sagen, ich hätte mir nicht träumen lassen, dass ich heute noch so einen charmanten Tischherrn haben werde. Bis jetzt haben Sie mir keine Gelegenheit gegeben, charmant zu sein. Na, wenn Sie von Geschäften reden. Ich muss erklären, warum ich hergekommen bin. Nicht? So, also zuerst die guten Vitamine. Bitte, gnädiges Fräulein, muss ich das essen? Nein, müssen tun's nicht. Aber es ist sehr gesund. Bitte, gnädiges Fräulein. Das hat man mir jetzt wochenlang eingeredet. Im Sanatorium Esplanade in Baden. Bitte, es war sehr schön dort, es war sehr hübsche Unterkunft und gute Behandlung. Und die Kur hat mir auch gut getan, aber Salat kann ich jetzt jahrelang nicht essen. Ach so, da kann ich ja gleich die Suppe bringen, wenn der Herr Huber keinen Salat isst. Ja, ja, bringen Sie es mir. Was gibt's denn heute für eine? Haferflockensuppe. Bitte, Haferflockensuppe kann ich noch weniger essen als Salat. Aha, Sie wollen also nichts Gesundes, hm? Bitte, gnädiges Fräulein, es kommt ja nicht aufs Essen an. Ich möchte Sie gern um Ihre Antwort bitten. Wollen Sie das Schloss jetzt verkaufen? Ha, mein Lieber, das ist nicht so einfach. Die Hälfte gehört meiner Schwester Henny. Aber ich könnte natürlich schreiben und Sie fragen. Vielleicht kommt es sogar her. Wäre schön, Sie wieder mal zu sehen. Wie die jetzt wohl ausschaut. Herr Portier, also ich weiß nicht, wie Sie heißen, aber ich weiß, dass ich Sie kenne. Ich bin entzückt, gnädige Frau, dass Sie nach all den Jahren... Oh, um Gottes Willen sprechen Sie nur nicht von den Jahren, die vergangen sind. Nicht, dass Sie nicht schön gewesen wären, aber man hat Sie vergessen. Hoffentlich. Ich habe Sie nicht vergessen, gnädige Frau. Reizend. So, und jetzt weiß ich auch, wie Sie heißen. Ja. Ja, Huber. Sie sind der Herr Huber. Nein, der bin ich nicht. Ich bin der Breuer. Der Huber ist auf Urlaub, bis heute. Morgen ist er dann schon wieder hier. Natürlich, der Huber war doch der mit diesem kleinen Bärtchen, nicht? Und so ein bisschen dicklich. Ja, inzwischen ist er noch dicklicher geworden. Ja, ja, wir haben ein Apartment bestellt. Darling, please. Yes, sweetie, here I am. Mein Mann. Hello, how do you do, sir? Bitte geben Sie ihm den Schlüssel, ja? Sofort. Zimmer 244. Schön hier, ne? Yes.
Ihr Fräulein Schwester wird sich auch freuen, dass Sie da sind. Ja, ja, ganz sicher. Ich habe ihr telegrafiert, dass Sie hierher kommen. Ja, dann wird sie ja sicher bald da sein. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt, gnädige Frau. Dankeschön. Komm mal, Marie. 2 Kilo nur, das verstehe ich nicht. Nach unserer Waage habe ich sogar 3 Kilo abgenommen. Da steht doch die ganze Hungerei überhaupt nicht dafür. Sag ich ja auch, ich werde es auch nie mehr tun. Darauf kannst du dich verlassen, mein Liebe. Aber ich verstehe es trotzdem nicht, dass du nur 3 Kilo abgenommen hast. Ich kenne sogar Leute, die haben dort 2 Kilo zugenommen. Geil. Ja. Ja, küsst die Hand, Frau, das ist aber schön, dass man sie wieder sieht. Ja, im Moment weiß ich... Ach, der Huber! Nein, tatsächlich der Huber. Ja. Aber vervierfacht. Ja, leider. Ja. Frau, ich kann ein Kompliment machen, liebe Frau. Sie sehen glänzend aus. Oh, danke. Haben Sie mir etwas zu sagen? Ja, liebe Frau, wir haben die Adresse, um die Sie gebeten haben, von Ihrem früheren Mann, vom Herrn Steinacher. Oh, danke. Den haben Sie auch gekannt, was? Ja, leider. Entschuldigen Sie, Frau, das leider ist mir nur so herausgerutscht. Danke, Herr Huber. Da bin ich. Sie sagten, Ihre Frau, Ihre Frau Schwester erwartet Sie schon und ich hätte baldigst und dringend mit Ihnen zu sprechen. Ja, und ich mit Ihnen. Haben Sie das Zimmer für mich? Selbstverständlich, wie bestellt. Und Ihre Frau Schwester 244. Ja, geh gleich zu ihr. Wissen Sie, dass ich ein bisschen aufgeregt bin? Wie schaut's denn aus? Glänzend. Ja, ja. Und ich? Ja, auch gut. Aha. Also bitte, geben Sie mir den Schlüssel. Ja, bitte sehr. Zimmer 114. Danke. Also, bis auf gleich. Bin richtig aufgeregt. Herein. Martha! Da bist du ja endlich. Ja. Endlich. Ich bin aber schon sehr glücklich, dass du wieder da bist. Na, ich doch auch. Du bist... Sag mal, du hast dich... Na, du bist völlig... Um Gottes Willen, Martha, sag nur nicht, dass ich völlig unverändert bin. Ich bin sehr verändert. Wie sagt man so schön? Das Leben hat mich verändert. Glaubst mich nicht. Mein Gott. Ist das eine Ewigkeit her, dass wir uns nicht gesehen haben? Du, warum eigentlich? Ja, ich weiß auch nicht. Ach, dieses verrückte Leben da drüben in Amerika. Und die Geschäfte. Und mein Mann, John. Wie geht's ihm denn? Ach, dem geht's gut. Aber über den reden wir später. Ach, Martha. Ach, Henny. Mr. Conan, I got your tickets. Willkommen. Bitte meine Schlüssel. Ja, die Kniefrau ist oben. Oh. Und die Frau Schwester ist auch angekommen. Martha? Ja? Oh, ist sie? Mhm. Well, dann will ich das nicht stören. Ich gehe noch ein bisschen in die Bar. Ein Whisky wird mir gut tun, bevor ich meinen Schwägerin wiedersehe. Oh, mein armer Liebling. Du hast dir eine schwere Zeit durchgemacht. Sag mal, warum hast du mir nie darüber geschrieben? Na ja, der blöde Familienstolz. Aber Gott sei Dank geht's dir wenigstens gut. Schon lang nicht mehr. Na, siehst du. Was? Dir geht's nicht gut? Nee, jedenfalls nicht so gut, wie du glaubst. Ja, aber was heißt denn das? Tja, also weißt du, John, er ist ein lieber, guter Kerl. Wir sind sehr glücklich miteinander. Sag mal, erinnerst du dich eigentlich, wie prachtvoll er damals in dieser Majorsuniform ausgesehen hat? Na und ob? Ich war sogar ein bisschen verliebt in ihn. Ich weiß. Und nicht nur du. Drüben hat er die Uniform ausgezogen und ist Geschäftsmann geworden. Aber das war nichts für ihn. Also, der hatte keine Ahnung von Geschäften. Seine gesamten Ersparnisse sind draufgegangen. Aber mir hat er das nicht gesagt. Nein. Gesagt hat er, dass ihm ein Posten als Warenhausdirektor lieber wäre, als selbstständig zu sein. Und das hast du ihm geglaubt? Vielleicht habe ich es glauben wollen. Ich war nur drauf aus, mein Leben zu genießen, ich dumme Gans. Ja, schöne Kleider, Vergnügungen, Reisen, Partys, bis es aus war. John hat seinen Posten verloren und ist arbeitslos geworden. Aber er hat nicht aufgegeben, das muss man ihm lassen. Du, zum Schluss hat er als Masseur gearbeitet.
Als Masseur? Ja, er hat damals beim Militär so einen Kurs als Heilmasseur gemacht. Das Einzige, was man ihm außer Schießen und Befehlen beigebracht hat. Aber sogar fürs Massieren suchen sie drüben in Amerika Jüngere. Ja, ja, meine Liebe, so ist das. Also so ist das. Und ich hab geglaubt... Du, aber sag mir um Gottes Willen, warum seid ihr dann im Sacher abgestiegen? Es gibt doch billigere Hotels. Oh, die paar Tage, die wir hier wohnen, kommt's auf ein paar Dollar mehr oder weniger auch nicht an. Naja, ich wohne ja auch da. Unsere Familie hat was Hochstaplerisches. Nicht erst, seitdem die Verena den Klar geheiratet hat. Apropos, weil mir gerade unser schürkischer Neffe einfällt. Also unter diesen Umständen muss ich ja, ich meine, müssen wir ja das Schloss verkaufen. Ja, vielleicht könnt ihr euch eine Existenz gründen mit dem Geld. Nein, nein, das kann ich nicht verlangen. Aber ehrlich gesagt, wenn du das Schloss nicht verkaufst... Na, die Hälfte gehört dir. Na, also gut, wenn wir es nicht verkaufen, dann müssen aber John und ich zu dir ziehen. Na, fürchtest du das? Ach, ich weiß nicht. Es ist wunderschön, dort draußen zu leben, glaub mir. Aber nicht mit Geld sorgen. Nein, nein. Nein, nein, wir müssen verkaufen. Aber woher soll man einen Käufer nehmen? Na, ich hab schon einen. Den sind so gut, Frau Worisch, hier spricht Huber. Ah, Sie haben mich an der Stimme erkannt. Gratuliere. Frau Worisch, sind so gut. Wenn das vor den Kämpf zurückkommt, dann sagen Sie ihr, sie soll mich dringend anrufen. Ja, bitte, es handelt sich um Ihren Neffen, sagen Sie. Den Herrn Klar, um den Horst Klar, sagen Sie. Ist das klar? Ja, so heißt er. Dankeschön. Machen Sie das dringend, gell? Schön, wiedersehen. Ist dieser Horst Klar ein junger Mann, mittelgroß, dunkel und trägt eine Lederjacke? Ja, warum? Den kenne ich. Wieso? Der war bei mir im Amt. Stell dir vor, erst vorgestern. Er wollte Verschiedenes wissen über ein Grundstück. Schloss Einödstal. Schloss Einödstal? Ja, er wollte einige statistische Angaben. Es soll nämlich eine Autobahn gebaut werden. Weißt du das genau? Ich habe wegen diesem jungen Mann nachgeschaut und deswegen weiß ich das ganz genau. Schloss Einödstal wird von der Autobahn irgendwie einbezogen. Das ist ja großartig. Ja, dadurch wird die Straße nach Salzburg um einige Kilometer länger. Ja, kürzer. Ja, das auch. Guten Abend. Endlich. Guten Abend. Bitte behalt Platz. Wir wollen das so kurz wie möglich machen. Wie du befiehlst. Auch meine Erinnerungen an unsere Ehe sind nicht die besten. Deswegen hat es mich besonders gewundert, dass du dich nach all den Jahren nach mir erkundigt hast. Ich weiß nicht, ob dir bekannt ist, was inzwischen aus mir geworden ist. Nein. Was Besonderes? Wie man's nimmt. Jedenfalls bin ich einer der größten Importeure und Exporteure in Österreich. Vielleicht, wenn wir das damals gewusst hätten. Das hätte auch nichts geändert. Aber das sind ja alte Geschichten. Gut, lassen wir die alten Geschichten. Was gibt es? Was willst du von mir? Ja, also zunächst möchte ich dir danken, dass du gekommen bist. Stell dir vor, es sind Zweifel entstanden, ob wir überhaupt geschieden sind. Oh, das gibt es doch nicht. Wir haben doch die Scheidung in doppelter Ausfertigung jeder vom Gericht zugestellt bekommen. Du konntest von mir doch nicht erwarten, dass ich mir dieses Papier aufhebe. Nein, das konnte ich nicht erwarten. Mein Anwalt wird dir die Fotokopie der Scheidungspapiere zusenden. Aber dass du deswegen in Amerika Schwierigkeiten hast, liebe Henny, das glaube ich dir nicht. Da steckt doch etwas anderes dahinter. Was sollte dahinter stecken? Ich habe mir erlaubt, mich nach deinem jetzigen Gatten zu erkundigen. Wozu? Dein Mann könnte auf die Idee gekommen sein, aus dieser angeblichen Scheidungsschwierigkeit Kapital zu schlagen. In einer so verzweifelten finanziellen Situation ist einem jedes Mittel recht. Ich möchte mich von dir verabschieden. Und zwar für immer. Tu nicht so groß, ich weiß ganz genau, was mit dir los ist. Nein, das weißt du nicht. Das hast du nie gewusst. Na, ich bin froh, dass wir uns getroffen haben. Vergnügen war es keins. Aber es war wichtig. Sehr wichtig für mich. Gute Nacht. Oh, bitte, Herr Huber, setzen Sie sich. Ja. Oh, danke für mich. Danke. Ich bitte, kann man jetzt setzen. Ich bring's einfach nicht übers Herz. Tut mir furchtbar leid. Oh, Darling,
Martha hat mich gebeten. Ja, ich hab John heraufzitiert, Henny, weil etwas vorgefallen ist. Etwas sehr Wichtiges. Der Herr Huber. Einen Augenblick, bevor wir weiterreden. Oh, John. Darling. What's the matter? Nothing serious. Only I love you. So, und jetzt bin ich bereit anzuhören, was Herr Huber zu melden hat. Also, der Herr Huber hat etwas Erstaunliches herausgekriegt. Ich finde Herrn Huber selbst erstaunlich. Danke, Gnifa. Die Sache ist nämlich so, ich habe einen Schwager, der ist Beamter im Statistischen Zentralamt und der hat... Bitte, er ist nicht mein wirklicher Schwager, noch nicht. Er ist mit meiner Schwester verlobt, er ist Witwer und hat drei Kinder und die eine von den Töchtern... Also wie ich von diesem Hürtelschkattel rede, rede ich schon genauso umständlich wie er. Also bitte, um es kurz zu machen, dieser Hürtelschka hat amtlich mit ihrem Neffen zu tun gehabt und dabei ist herausgekommen, dass dort, wo ihr Schloss steht, eine Autobahn gebaut wird. Oh, das macht ja den Besitz unerhört wertvoll. Natürlich, fast so wertvoll, wie wenn man dort Öl finden würde. Also der Herr Huber, der kennt einen sehr integeren Realitätenhändler. Ja, Maschinek heißt er. Ja, und den werden wir hierher bitten. Huber, glaubst du, dass er auch kommt? Bestimmt, wenn Sie ihn zum Essen einladen. Er isst nämlich furchtbar gern und er ist furchtbar gern eingeladen. Herr Huber, Sie sind uns eine große Hilfe. Ein wirklicher Freund weiß gar nicht, wie wir uns revanchieren sollen. Na, seitdem die Phönizier das Trinkgeld erfunden haben... Also, Frau, darauf kommt es mir überhaupt nicht an, in diesem Fall. Sehen Sie, Frau, das ist so, ich habe alle Gäste gern, sie zu uns ins Hotel kommen, aber manche habe ich eben lieber. Und wenn ich mir erlauben darf, das zu sagen, dazu gehören Sie, meine Damen. Gesang mir, Frau. Gute Essen, oder? Also so einen Hotelportier findest du in ganz Amerika nicht. Auch in Europa sehr selten. Dieser Tafelspitz ist eine Spezialität des Hauses. Also Tafelspitz ist überhaupt eine Spezialität, aber im Sacher ist er eine Spezialität als Spezialität. Ich esse ihn ja furchtbar gern. Das sieht man. Man hört's auch. Sagen Sie, Herr Maschinek, Sie wissen, warum wir Sie eingeladen haben, nicht? Sie werden lachen, nein. Ja, der Huber hat mir gesagt, ich soll herkommen. Na, ich kenne doch den Huber schon seit Jahren. Ich esse ja sehr oft hier. Herr Ober, ja. Könnt ihr noch ein paar Kartoffeln nachhaben? Selbstverständlich, ja, gern. Ja. Na, und warum haben Sie mich eingeladen? Ich nehme doch nicht an meiner schönen Augenringe und auch nicht, weil Sie mein charmantes Geplauder so gern hören. Ja, ich glaube, es ist besser, wir sprechen vielleicht nach dem Essen, ja? In Ruhe. Nein, mit mir können Sie nie in Ruhe sprechen. Ja, ich bin dafür, das angenehme Essen mit dem nützlichen Geschäft zu verbinden. Also, um es kurz zu machen, uns gehört das Schloss Einödstal. Was Sie nicht sagen? Einen Moment bitte, Herr Ober, können Sie mir noch ein bisschen an Apfelcreme dazugeben? Sie haben mir halt so wenig Apfelcreme gegeben. Einödstal. Das ist ein sehr interessantes Objekt. Da war neulich schon ein junger Mann hier, ein gewisser Horst Klar. Kennen Sie den? Ja. Er hat mir keinen besonders seriösen Eindruck gemacht. Hat mir da irgendwas erzählt von einer Autobahn, die ganz in der Nähe von dem Schloss gebaut wird. Sogar durch den Park soll sie durchgehen, hat er gesagt. Ja, aber ich meine, erfahrungsgemäß, das dauert 10, 15 Jahre, bis so eine Autobahn gebaut wird. Ja, aber wieso? Sie wollen doch das Grundstück jetzt schon kaufen. Wer sagt das? Herr Ober, bitte, kann ich noch ein bisschen Schnittlauchsoße haben? Selbstverständlich. Ich habe kein Wort gesagt, dass ich ein Grundstück kaufen will. Aber der Huber hat doch gesagt. Ja, also dann soll der Huber das Grundstück kaufen. Nein, also daran bin ich wirklich nicht interessiert, ein Grundstück zu kaufen, durch das vielleicht in 15 Jahren eine Autobahn gebaut wird. Ich habe gehört, Sie kommen aus Amerika und dort baut man vielleicht eine Autobahn in ein paar Stunden oder über Nacht. Nein, aber bei uns dauert ja sowas Jahrzehnte. Nein, nein, daran bin ich überhaupt nicht interessiert. Ja, bitte, wenn Sie das Schloss verkaufen wollen, dann werde ich einen Interessenten dafür finden. Aber das muss ich Ihnen gleich sagen, also einen großen Preis werden Sie dafür nicht kriegen. Ich meine, schauen Sie, ein Schloss heutzutage. Ja, dazu braucht man Dienerschaft. Haben Sie Dienerschaft? Das steht hier nicht zur Debatte. Wir wollen ja schließlich keine Dienerschaft verkaufen. Ja, schade. Eine Dienerschaft braucht man heute mehr als ein Schloss. Und schauen Sie, das mit dem Park. Ich meine, wenn da eine Autobahn so mitten durchgeht, dann ist ja das Schloss nichts mehr wert. Schauen Sie,
Gerade haben Sie gesagt, es ist ganz unsicher, wann die Autobahn gebaut wird. Ja, schon. Aber ich meine, irgendwann mal wird sie ja gebaut. Es werden doch ununterbrochen Autobahnen gebaut. Ja, aber doch nicht in Österreich. Wenn Gott will, sogar in Österreich. Sagen Sie, was essen wir denn jetzt, meine Damen? Also danke, mir ist der Appetit vergangen. Na, das ist aber schade. Ach, es gibt hier so einen wundervollen Topfenstrudel. Na, den könnte ich Ihnen aber sehr empfehlen. Danke, danke. Ich muss auf meine Figur achten. Und mein Mann, der isst überhaupt nie was Süßes, nicht wahr, Darling? Du weißt ja nicht, was ihm da entgeht. Naja, also Herr Ober, zwei Topfenstrudel. Was, wieso denn zwei? Wir essen doch alle keinen. Ja, Sie werden doch nichts dagegen haben, dass ich zwei Topfenstrudel esse. Sie haben mich eingeladen. Sieht er, sehe ich gerade, da ist ein Dr. Hahn gekommen. Ist das vielleicht ein Kurarzt? Keine Ahnung, den habe ich noch nie im Leben gesehen. Das wäre jetzt, wenn es der wäre. Da war nämlich in der Kuranstalt, in dieser Hungerkuranstalt, wo ich war, da war ein Dr. Hahn. Vielleicht ist er das. Wie viel haben Sie eigentlich schon wieder zugenommen, seit Sie von der Kur zurückgekommen sind? Weiß ich nicht, habe nicht nachgeschaut. Ich wiege mich nicht, das ist die beste Methode, weiß man nicht, was man zugenommen hat. Oh ja, die Anzüge passen weniger. Okay, kann man weitermachen lassen. Unseren Schlüssel, bitte. Hat's nicht geklappt. Nicht geklappt? Das ist ja untertrieben, überhaupt gar keine Aussicht. Bitte. Danke. Ach, komm an. Yes, honey. Mein Schlüssel, Sie Realitätenkünstler. Haben meine Informationen nicht gestimmt? Gar nicht gestimmt. Und diesen Herrn Maschinek, Sie, den möchte ich nie mehr in meinem Leben sehen. Die Preise, die der bietet, sind ja unter aller Kanone, danke. Bitte, wo ist denn der Maschinek? Im Speisesaal, ich glaube, der isst sie bis zum Nachtmahl durch. Sehr peinlich. Oh, guten Tag, Herr Huber. Ja, guten Tag, Herr Doktor, Sie sind es also doch. Gerade habe ich zu meinem Kollegen gesagt, ich bin neugierig, ob der Dr. Hahn, der nette Doktor ist, der mich in der Kuranstalt hat hungern lassen und abspritzen wie ein geschlachtetes Kalb. Naja, das war ja schließlich mein Beruf. Was heißt wahr? Ist es denn nicht mehr? Doch, doch, aber nicht mehr in dieser Kuranstalt. Ich bin ja nicht blöd, dass ich für einen anderen arbeite. Ja, was wollen Sie denn machen, Herr Doktor? Na, selber mache ich mir so eine Kuranstalt auf. Das ist doch die beste Idee. Man annonciert, die Leute kommen, man sagt ihnen, sie dürfen nichts essen, sie dürfen nichts trinken, sie dürfen nur... Schauen. Das sehen Sie. Natürlich ist es für jeden Menschen, besonders für einen Dicken so wie Sie, gut, wenn er einmal tüchtig hungert. Nur ein bisschen kaltes Wasser schadet auch nichts. Und das wollen Sie in Wien machen? Ach, woher? Ich soll ein Objekt bekommen, so eine Art Schlösschen. Dort lässt sich sowas natürlich am besten machen, wenn die Leute einen schönen Park haben und große Räume, in denen sie wütend auf und ab gehen können, wenn sie der Hunger zu sehr plagt. Ich habe eine Verabredung mit einem Herrn Maschinek um 2 Uhr zum Essen. Hoffentlich ist er schon da. Der ist noch immer da. John wird sich eben um meinen Posten umschauen müssen. Und wir müssen halt das Schloss um jeden Preis verkaufen. Das willst du tun? Na, ich muss. Das Schloss wird eine immer größere Belastung. Diese ewigen Reparaturen, das kostet doch ein Heidengeld. Herein! Christian, allseits, bitte entschuldigen Sie, dass ich hier so hereinplatze, das ist etwas sehr Wichtiges. Ich habe nämlich eine glänzende Idee. Schon wieder? Nein, diesmal ist eine sehr wichtige Idee. So, da sind wir aber sehr neugierig. Bitte, wie wäre es, wenn Sie aus Ihrem Schloss ein Kurhotel machen würden? Na, jetzt ist er übergeschnappt. Wie kommen Sie denn auf die Idee? Aber ich meine, das ist doch so was sehr Modernes. Da stellt sich vor, eine Kuranstalt in dem Schloss mit dem Komfort, mit diesem herrlichen Park, da können die Leute spazieren gehen, wenn ihnen der Magen kracht. Natürlich muss ein Arzt dabei sein, ohne Arzt geht sowas nicht. Aber bitte, da habe ich wieder eine ganz besondere Idee. Also, es klingt eigentlich gar nicht schlecht und so modern. Ja, hungern ist modern. Ja, das sollten Sie auch mal tun. Ne? Habe ich gerade getan, aber ist nichts dabei herausgekommen. Außer die Idee, dass Sie aus Ihrem Schloss ein Kurhotel machen. Ja. Ja, ich finde diese Idee großartig. Naja. Also Zimmer hätten wir ja genug. Und ich habe noch eine Idee. John wird Chefmasseur. ja. Na, und ich könnte ja im Büro arbeiten. Ja, und ich könnte doch vielleicht die Empfangsdame machen. Sagen Sie, werden wir auch genügend Patienten bekommen? Keine Angst, meine Frau. Derzeit haben die Übergewichtigen das Übergewicht. Allein wenn ich Ihnen alle die Dicken schicke, die zu uns ins Hotel kommen, sind sie auf Jahre ausverkauft.
Na, ich hätte nicht gedacht, dass sich so viele anmelden. Nur wenn das der Huber sagt. Die Schürzen ist sehr praktisch, Gummi, da geht nichts durch. Da kann ich mit den Herrschaften britscheln, so viel ich will. Also ich bin soweit, das Hungern kann beginnen. Ach, und wenn unsere Gäste Sie sehen, Fräulein Doktor, dann werden Sie sehr gerne hungern. Zumindest die Herren. Der erste Gast, auf die Plätze. Ja, das ist mein, dann kann ich doch nicht gleich anspritzen. Ja, schnell, der erste Gast. Guten Tag. Willkommen. Ich bin von Herrn Huber empfohlen. Mein Name ist Becker. Wir freuen uns sehr, Herr Becker. Sie sind unser erster Gast und deshalb bekommen Sie von uns eine doppelte Portion Salat. Das wäre auch eine gute Idee gewesen. Nein, nein. Sie bekommen von uns 8 Urlaubstage gratis bei voller Pension. Da kann ich schon nicht erwarten, bis die Kur zu Ende ist. Bitte darf ich Ihnen Ihr Zimmer zeigen, Herr Becker? Gerne, gnädige Frau. Das war wirklich eine glänzende Idee, dieses Schloss als Kuranstalt zu adaptieren. Apropos Hungern, haben Sie einen verständnisvollen Arzt? Ja, wir haben eine Ärztin. Hier ist sie. Das wird ihr ein wunderbares Hungern geben. Gut, dem Schloss auch nicht? Ja, für Sie, Herr Becker. Ja. Ja, hallo Becker. Ja, das gefällt mir ausgezeichnet. Na, da wird Ihnen das Hungern ja auch leicht fallen. Ah, nicht? Na ja. Und Herr Becker, wenn es ganz hart wird mit dem Hungern, hinten im Garten zwischen einer Esche und einer Buche ist ein kleines Hintertürl. Mhm. Und das Wirtshaus im Ort soll ganz hervorragend sein. Ich wünsche einen guten Kurerfolg, lieber Herr Becker. Der wird sie wieder anfangen. Hallo, der Sacher, Portier. Mr. L. aus New York. Mhm. So, die Signora Rosanna hat wirklich bezahlt. Na siehst du, ich hab dir's doch gesagt. Du bist immer Optimist gewesen. Und die Frau Merita hat auch bezahlt und sogar der Mr. Maxwell, der hat diesmal ein Trinkgeld gegeben. Ist das die Möglichkeit? Ja, zuerst hat er mal einen Vortrag gehalten, dass es Millionäre gibt, die nur 20 Schilling Trinkgeld geben. Und wie viel hat er gegeben? 25 Schilling. Merkwürdige Gäste gibt schon auch. Also über Hotelgäste wundere ich mich schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Und in absehbarer Zukunft werde ich das Ganze sowieso nicht mehr mitmachen. Was heißt das? Ich habe beschlossen, so bald wie möglich in Pension zu gehen. Das gibt's nicht. Naja, zuerst habe ich mir es auch nicht recht vorstellen können. Aber dann, weißt du, der Gedanke, dass man einmal eine ganze Nacht durchschlafen kann und dass man die Welt auch einmal bei Tag sieht, das hat schon etwas Bestechendes an sich. Ist dir damals nicht eingefallen, vor 30 Jahren, wie du Nachtportier geworden bist? Ja, das war doch ein Zufall, erinnerst du dich nicht? Der Boller, der war doch so lang krank. Morning. Breakfast over there. Thank you.
So, ich werde jetzt gehen. Ja. Wo ist denn der Max heute? Kommt der jetzt wieder zu spät wie am Anfang? Nein, nein, der hat irgendwas. Ich habe ihm erlaubt, dass er heute einmal etwas später kommt. Ich glaube nämlich, der heiratet. Was, heute? Aber nein, er hat nur so viele dienstliche Wege, weißt du? Und dienstliche Wege hat man eigentlich nur, wenn man heiratet oder wenn man stirbt. Aber wenn man stirbt, muss man die dienstlichen Wege nicht selber machen. Guten Morgen, meine Herren Portiers. Es ist schön, dass ich gleich in der Früh zwei der weltbesten Hotelportiers sehe. Ja, ich werde gleich gehen und dann ist es nur noch einer. Besser als keiner. Sagen Sie, Herr Breuer, hat gestern Abend eine Dame angerufen? Gestern Abend haben viele Damen angerufen, aber keine für Sie. Sie haben so einen stillen Humor, Herr Breuer. Aber stille Humore sind tief. Dann werde ich mich jetzt ganz still zurückziehen. Wohin? Nach Haus, wenn Sie gestatten, mein Dienst ist zu Ende. Daran habe ich nicht gedacht. Und Sie legen sich womöglich nieder. Ja, natürlich muss ich auch einmal schlafen. Daran habe ich auch nicht gedacht. Also, dann schlafen Sie gut. Ich werde mich bemühen. Servus, Hubert. Servus, gute Nacht. Ja, guten Morgen. Ciao, ciao. Ein netter Mensch, der Breuer. Ja, Hotelportiers sind alle nett. Aber? Ja. Sagen Sie, wieso sind Sie eigentlich schon auf, Herr Kerzl? Ich bin immer auf um diese Zeit. Entweder ich trinke, dann komme ich um diese Zeit nach Hause, oder ich trinke nicht, dann gehe ich um diese Zeit weg. Und derzeit? Derzeit trinke ich natürlich nicht, wie meine Figura zeigt. Also momentan könnten Sie ein Glas Wasser und ein Glas Whisky vor mich hinstellen. Sie trinken das Wasser? Nein, aber den Whisky auch nicht. Das heißt, wenn Sie ihn nicht allzu lange vor mir stehen lassen. Das ist die Macht der Gewohnheit. Danke vielmals, gestanden, Frau. Sie haben mir den Schlüssel wieder oben lassen. Das brauchen Sie ja nicht so vorwurfsvoll zu sagen. Ich gehe ja gleich wieder rauf. Ich will ja nur was trinken gehen. Ein Kaffee. Ich erwarte einen Anruf aus Paris vom Hugel. Ach, von Ihrem tüchtigen Manager. Den mögen Sie nicht, was? Das steht mir nicht zu. Ich verstehe nicht, wozu Sie überhaupt einen Manager brauchen. Wieso? Er verkauft meine Bilder. Die haben es doch auch verkauft, bevor Sie diesen Hugel gehabt haben. Ja, aber nicht so teuer. Der treibt die Preise in die Höhe wie ein Ölscheich. In der letzten Zeit hat er mir überhaupt verboten, Bilder zu verkaufen. Wozu hat er dann die Preise in die Höhe getrieben? Höhere Spekulation. Er veranstaltet jetzt eine Ausstellung meiner Bilder in Paris. Meiner sämtlichen Bilder. Und nach dieser Ausstellung werden meine Bilder doppelt so viel wert sein als früher. Das hat er mir geschworen. Ja. Und wenn es nicht stimmt, dann können Sie ihn auf Meinheit klagen. Nicht machen Sie mich nervös in der Früh, jetzt wo ich mitten in meiner Abstinenz bin. Also ich gehe jetzt einen Kaffee trinken und wenn eine Dame anruft, ich bin im Kaffeehaus. Aber nur wenn eine Dame anruft, sagen Sie das. Für Herren bin ich heute nicht zu sprechen, außer für den Hugel. Aber das ist ja kein Herr. Guten Morgen. Wie kommen Sie auf sowas? Ja, bitte. Ja, Frau, momentan habe ich wahnsinnig viel zu tun. Ich komme sofort, wie ich ein bisschen Luft habe, gell? Ja, man muss bei der gnädigen Frau immer den Eindruck erwecken, man ist voll beschäftigt. Sonst denkt sie immer, es reif für die Pensionierung. Wenn Ihnen das genügt, Frau Grieser, mehr habe ich leider nicht. Ach, das ist mehr als genug. Ich will ja nur ein paar Zwetschgenknödel machen. Die hat mein Selige immer so gern gegessen. Mein Bruder isst die auch so gern. Ein Bruder ist kein Mann. Ich meine, kein Ehemann. Ehemänner sind sekant. Brüder nicht? Haben Sie einen Streit mit ihm gehabt? Noch nicht, aber ich werde bald einen Streit mit ihm. Ich habe nämlich einen Hund gefunden. Ein Hund? Was für ein Hund? Kommen Sie ins Zimmer, ich zeige Ihnen. Ah. Da ist er. Was, so groß? Mhm. Da möchte ich mich aber fürchten vor dem. Aber der tut doch nichts. Der ist froh, wenn man ihm nichts tut. Gell, Ederbauer? Wie heißt er? Ederbauer. Wie kommen Sie auf das? Und gesagt hat er mir's nicht, aber ich habe ihn vor dem Geschäft vom Herrn Ederbauer gefunden. Von unserem Delikatessenhändler? Mhm. Und Sie meinen, dass Ihr Bruder damit nicht einverstanden sein wird? Sicherlich. Er ist ja so ein Tierfreund, mein Bruder. Aber er sagt, in der Großstadt soll man keine Hunde halten. Er sagt, er hat keine Zeit, mit dem Hund äußern zu gehen. In der Früh muss er ins Geschäft. Mhm. Wenn er am Abend aus dem Geschäft nach Hause kommt, ist er müde und in der Nacht will er schlafen. Na, wie gesagt, dann gehe halt ich mit dem Hund äußern. Hat er gesagt, und wenn du krank bist? Darauf habe ich natürlich keine Antwort mehr gegeben. Da wüsste ich auch keine Antwort drauf. Sehen Sie, so ist er, mein Bruder. Er sagt immer irgendwas, wo man keine Antwort drauf weiß. Meinem Mann habe ich immer eine Antwort gewusst. Also jedenfalls, Frau Nesi, danke Ihnen schön für das Mehl, das Sie mir gebracht haben. Und wissen Sie, mein Mann war wegen dem Essen so heikel wie Ihr Bruder wegen dem Hund. Mein Bruder ist wegen dem Essen auch heikel. Alle gleich, die Männer. Also auf Wiederschauen, Sie brauchen sich nicht bemühen, ich finde schon allein hinaus. Wiederschauen. Auf Wiedersehen, Frau Grieser. Na, Ederbauer, wie geht's dir? Gut? Das freut mich. Hat dir dein Fressi geschmeckt, ja? Ausgesprochen verhungert warst du ja nicht, aber einem Hund
Schmeckt dir das Fressi immer. Hm? Müsstest dich eigentlich mit dem Oswald gut verstehen, Ederbauer. Der Baron Königswart, da warten Sie mal, gnädige Frau. Mehr, da bleibt nichts übrig. Da, ja, wir könnten ihm interimistisch das Zimmer vom Herrn Kerzel geben. Der fährt nämlich demnächst nach Paris. Was macht er in Paris? Ausstellung seiner sämtlichen Bilder, das hat sein tüchtiger Manager, der Herr Hugel, hat es arrangiert. Angeblich erzielt der Hugel für den Kerzel die besten Preise. Ja, hoffentlich. Der Kerzel ist uns nämlich seit 6 Wochen die Miete schuldig. Das gibt's nicht. Ja, leider. Aber bei einem Stammgast, der so lange bei uns wohnt, muss man natürlich ein Auge zudrücken. Na ja, aber nach 6 Wochen sind es eigentlich schon beide Augen, die man zudrückt. Aber er wird zahlen, der Kerzel. Ganz bestimmt, mir Vater, er wird zahlen, das schwöre ich Ihnen. Ja, aber wenn er nicht zahlt, kann er mich nicht auf Meinheit klagen. Yes, sir, the money. Thank you. Keep it for yourself. Thank you, sir. You're welcome. So, ich zieh mir nur andere Sakko an und wende das. Servus, lieber Freund. Du, entschuldige, dass ich mich ein bisschen verspätet habe. Servus, Herr Kollege. Guten Tag, Herr Blecher. Darf ich dienen, mein Herr? Wir möchten gerne heute in die Oper gehen. Könnten Sie uns vielleicht noch 2 gute Karten verschaffen? Es wird schwer sein, aber ich glaube schon. Heute ist die Bohème. Na, da haben wir Glück gehabt. Die Bohème haben wir nämlich auf Schallplatten zu Hause. Und es tut mir aber leid, dass ich heute zu spät gekommen bin. Aber das spielt der Quarkarole ein paar Minuten auf oder ein paar Minuten ab. Ne? Ja, jetzt über 30 Jahre miteinander hier tätig. Also ich glaube, wenn man da die Minuten auf- oder abrechnet, da kommt ganz ein schönes Sümmchen von Stunden zusammen, wo der eine oder der andere zu spät gekommen ist. Ne? Ich glaube, das gleicht sich über die Jahre aus. Ja. Du, sag einmal, hast du mit deiner Frau wieder Krach gehabt? Naja, ich glaube, das ist derselbe Krach, der damals begonnen hat, vor 35 Jahren, gleich nach den Flitterwochen. Mhm. Aber ich habe sie heute noch gern, meine Frau. Ja, das sagst du mir immer. Sagst du doch einmal ihr. Das ist eine gute Idee. Ich werde es ihr sagen, wenn der derzeitige Krach vorbei ist. Und wenn sie wieder gut ist. Wenn ich wieder gut bin. Du, aber du hast doch mit deiner Schwester auch immer gelacht. Ja, mehr oder weniger. Aber derzeit ist Ruhe. Aber ich halte es für Ruhe vor dem Sturm. Weißt du, da ist irgendwas in der Luft. Ich weiß nicht. Also, servus. Servus. Wiedersehen, Herr Kollege. Danke, Herr Huber. Sie, weil wir gerade davon gesprochen haben, Flitterwochen ist was Wunderbares. Aber ich rate Ihnen, lassen Sie sich sehr viel Zeit dabei. Ja, sowieso. Da war bei uns in Reichenberg ein gewisser Hochberger. Der hat 7-mal geheiratet. Und zwar nur, damit er die Flitterwochen richtig immer wieder genießen kann. Und leider bei seiner 7. Hochzeit ist er dann gestorben. Vor Aufregung? Nein, die Hochzeitskutsche ist über ihn drüber gefahren. Der arme Kerl, naja. Wer weiß, wie oft er noch geheiratet hätte. Wir haben unsere Flitterwochen damals in Karlsbad verbracht. Das war gesund und billig. Bitterwasser haben wir getrunken. Mein Gott, ich habe das genossen. Ich meine nicht das Bitterwasser, sondern die Flitterwochen. Und dann später war ich noch einmal in Karlsbad. Nicht wegen der Flitterwochen, sondern wegen der Leber. Das war dann schon nicht mehr so schön. Sie, weil wir gerade von der Leber gesprochen haben, da war in Reichenberg ein Fleischhauer, ein gewisser Fiedler. Und der hat jeden Donnerstag gelebt. So, Freunde, da bin ich. Ah, Herr Direktor Hafner, das ist eine Überraschung. Hoffentlich haben Sie ein Zimmer für mich. Ja, ich werde sofort. Sie haben sich ganz plötzlich entschlossen, nach Wien zu kommen. Ja, ich hatte die Absicht. Ich wusste nur nicht, wann. Bitte, ich brauche ganz dringend ein sehr schönes Zimmer für Herrn Direktor Hafner. Bitte? 324, ist in Ordnung. Ja, Dankeschön. So, hier ist der Schlüssel, Herr Direktor. Dankeschön. Ich hätte gern dringend den Huber gesprochen. Der ist aber erst morgen wieder hier. Ah, hat der Telefon zu Hause? Ja, natürlich. Ich kann Ihnen die Nummer geben. Das müssen Sie sogar so. Das kann ich ja nicht anrufen. Ist richtig. So, bitte. Ich rufe vom Zimmer aus an. Ja, der wird sich sehr freuen. So, Ederbauer, komm. Jetzt muss ich dich dem Onkel Oswald schön nach und nach beibringen. Komm, komm. Aber schön ruhig sein. Schön. Ja, servus, Resi. Servus, Oswald. Wieso bist denn du schon da? Ich bin doch immer um die Zeit da. Komisch, manchmal vergeht die Zeit so geschwind. Mhm. Huba? Ja, einen Moment, bitte. Ein Herr Hafner. Ach so, der ist in Wien? Ja, das weiß ich nicht, am Telefon ist er.
Ja, hallo? Ja, Herr Direktor Hafner, grüß Gott, wie geht's Ihnen? Also keine Höflichkeitsfloskeln, dafür haben wir gar keine Zeit. Ich muss Sie umgehend sprechen. Was, essen müssen Sie? Wer muss denn schon essen? Also gut. Gut, dann in einer halben Stunde treffen wir uns im Butterfass, da können Sie ja immer noch was essen. Ja, aber Herr Direktor, ich kann doch nicht jetzt... Ja. Also gut, ich komme. Ja, bitte. So, ich muss sofort weg. Der Direktor Hafner besteht darauf, mich jetzt zu treffen. Und was ist mit meinem Mittagessen? Mit deinem ist mein Mittagessen. Erstens steht auf dem Standpunkt, ein Mensch muss überhaupt nicht essen und dann treffe ich mich mit ihm im Butterfass. Das ist sehr gut. Bei uns ist es auch sehr gut. Ja, aber ich habe ihn doch nicht hierher einladen können, ne? Um Gottes Willen. Nur siehst du es. Was ist denn das? Was denn? Da hat doch was gequietscht. Auf der Straße, das war eine Sirene. Na, hier? Na, also, da hast du es. Es war hier. Was? Das? Ja. Na, das. Das ist der Wasserhahn in der Küche. Der quietscht den ganzen Tag. Der Wasserhahn quietscht doch nicht. Unserer schon. Hm. Na, schön. Schau jetzt, was der Direktor Hafner von mir will. Der hat das so dringend gemacht. Resi. Hm, was ist? Der Wasserhahn hat gerade gebellt. Ja. Was heißt ja? Nein. Was heißt nein? Das war der Mufti. Was ist ein Mufti? Ein Hund. Hm? Der Hund vom Bellinger. Von unserem Nachbarn, der bellt. Was, der Bellinger bellt? Der Mufti, vom Nachbarn der Hund. Kennst du nicht den Mufti? Nein, ich kenne nur den Bellinger. Ich habe gar nicht gewusst, dass der einen Hund hat. Natürlich hat er einen Hund. Na, hast du nicht gehört? Gerade hat er gebellt. Ja, aber bis jetzt hat er noch nie gebellt. Ja, ununterbrochen. Aber du hörst ja schlecht. Aber jetzt beeil dich, der Hafner wartet schon auf dich. Servus, Oswald. Ja, servus. Moment, hast du gebellt? Warum denn? Hm? Naja, wahrscheinlich hat dich die Stimme vom Onkel Oswald nervös gemacht. Naja, das verstehe ich ja. Fräulein, bringen Sie mir noch einen doppelten Wodka. Für Sie auch, Huber? Nein, um Gottes Willen. Na, dann bringen Sie mir um Gottes Willen einen. Seit einer halben Stunde essen Sie ununterbrochen. Ich habe Ihnen zwar gesegneten Appetit gewünscht, aber so ein Appetit ist ja ein bisschen übertrieben. Seit 6:30 Uhr früh nichts gegessen. Bis jetzt. Ist ja gut, ist ja gut. Einmal werden Sie ja aufhören. Ne? Ja, natürlich. Nur dieses Resterl da noch. Resterl. Ja. Also, was ist eigentlich geschehen? Gar nichts. Nur eine Katastrophe. Danke. Nun hören Sie zu, Huber. Ich war in Linz. Wir hatten eine Sitzung der Stahlvereinigung. Es ging um einen Komponenten, der... Naja, das verstehen Sie ja gar nicht. Das geht Sie auch gar nichts an. Das tut nichts zur Sache. Also jetzt zu der Sache, bei der Sie mir helfen sollen. Ah, ich soll Ihnen helfen? Warum, glauben Sie, sitze ich hier und höre seit einer halben Stunde Ihnen zu beim Essen? Es waren schwere Sitzungen in Linz. Abends haben wir uns natürlich erholt. Niedergelegt? Natürlich nicht. Ja, pardon, ich war noch nie bei einer Stahlsitzung. Es waren nette Menschen dabei und abends waren wir dann eingeladen oder wir haben uns sonst wie... Sie verstehen. Sonst wie verstehe ich nicht. Das ist ja auch egal. Also der verhängnisvolle Abend, der begann eigentlich ganz harmlos. Wir waren eingeladen zum Essen beim Kommerzialrat. Reis, Essen war fantastisch. Ich hatte damals noch Appetit. Nee, nicht so wie Sie. Aber zu trinken gab es in rauen Mengen. Also wenn ich sage, ich war besoffen, dann ist das ein bisschen zu viel gesagt. Beschwipst? Ein bisschen zu wenig gesagt. Und was hat die Frau Gemahlin dazu gesagt? Die war nicht mit, das war ja das Malheur. Oje. Ganz richtig, oje. Ich bin es nicht mehr gewöhnt, viel zu trinken. Seit wann? Das ist eine blöde Frage, seitdem ich wieder verheiratet bin, seit 2,5 Jahren. Da hatte ich das Gefühl, ich müsste alles nachholen, was ich in der Zeit versäumt habe. Alles, verstehen Sie? Nein.
Sie verstehen auch nur, ob ein Gulasch scharf oder mild ist. Was? Bei der Party war eine Dame, eine gewisse Frau Zallinger. Vom ersten Moment an hat die mir gefallen. Aha. Aha ist gar kein Ausdruck. Sie hat mir gefallen und ich habe offenbar auch ihr gefallen. Ah ja? Ja, ja. Ich gefalle Frauen noch. So sehr, das ist gar nicht zu fassen. Wir haben uns verlobt. Wer? Die Frau Zallinger und ich. Aber Sie sind doch verheiratet. Sagen Sie mal, Uwe, wollen Sie nicht noch was essen, damit Ihre Auffassungsgabe größer wird? Habe ich das noch nicht gesagt? Habe ich das nicht gesagt in meiner Besäufnis? Um Gottes Willen. Jammern Sie nicht. Das tue ich ja schon die ganze Zeit. Übrigens habe ich die dunkle Erinnerung, dass ich vor Zeugen ein regelrechtes Eheversprechen abgegeben habe. Also, ich verstehe sowas nicht. Ja. Wenn Sie weniger essen würden und mehr trinken, dann würden Sie mich verstehen. Außerdem, diese Frau Zallinger ist eine bezaubernde Frau. Ja, aber Ihre Frau... Ja, ist auch bezaubernd. Nur anders, nicht wahr? Ich bin ja nicht beschwipst, wenn ich mit meiner Frau... Ich meine, also jedenfalls habe ich eine große Angst, dass sie von der Sache erfährt. Natürlich. Wenn da Zeugen dabei waren... Oh, die waren ja noch betrunkener als ich. Und diese Frau Zallinger, ich habe mit ihr kurz telefoniert und dann bin ich von Linz sofort hierher geflüchtet. Also, entschuldigen Sie, aber das war fein. Selbstverständlich. Was haben Sie denn von mir erwartet? Sie hätten zu der Dame hingehen sollen und ihr alles erklären. Das kann ich nicht. Wer weiß, wie die das aufgenommen hätte. Na, nicht gut. Aber keine Angst vor meiner Frau. Ah, nein? Nein. Gucken Sie mich nicht so niederträchtig an. Ich liebe meine Frau. Und wenn ihr das zu Ohren kommt, dann kränkt sie sich. Und ich will nicht, dass sie sich kränkt. Übrigens, ich habe Angst vor Frauen. Vor allen Frauen. Vor meiner Frau, vor der Zallinger überhaupt. Nein, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Also, Huber, kurz und gut, Sie fahren nach Linz. Und was soll ich dort? Die Frau Zallinger heiraten? Das Beste wäre es. Aber die wird nicht wollen, eine Frau, die mit mir verlobt ist. Naja, also genug der Scherze. Huber, Sie fahren nach Linz. Sie sind doch so ein halber Diplomat. Aha, jetzt schmeicheln Sie mir. Zuerst haben Sie mir vorgeworfen, dass ich zu viel esse. Im Speisewagen, da können Sie essen, so viel Sie wollen. Ich komme dafür auf. Selbstverständlich. Und was soll ich sonst noch tun? Sie suchen diese Frau Zallinger auf und stellen fest, wie sie sich verhält. Versuchen herauszukriegen, ob sie diese blöde Verlobung ernst nimmt. Was ich fürchte. Fräulein, noch ein Wodka. Herr Direktor, das ist der fünfte Wodka. Sie sollten nicht so viel trinken. Das hätten Sie mir in Linz sagen sollen. Aber das ist doch nicht möglich, dass Sie sich verlobt haben, Ricky. Warum ist das nicht möglich? Sie sind ein eleganter Herr, ein gut aussehender Mann, ein offenbar sehr wohlhabender Mann. Ja, das bin ich aber auch. Und ich habe schon jahrelang... Es ist nicht gut, wenn man sich jahrelang um eine Frau bewirbt. Wie Sie sehen, ist das sehr schnell gegangen. Ist mir egal. Auf jeden Fall bin ich am Boden zerstört. Sowas. Aber habe ich immer fest damit gerechnet, dass wir zwei, dass Sie und ich... Ich habe Ihnen aber die ganze Zeit keine Hoffnungen gemacht, Lixl. Ja, das schon. Aber man gibt halt die Hoffnung nie auf, wissen Sie? Wie ist denn das passiert? Naja, während der Tage des Internationalen Stahlvereins. Ich habe doch Aktien. Das auch noch. Er ist Direktor eines großen Werkes und im Stahlverein sehr bekannt. Ich habe mich einfach verliebt in ihn. Das gibt's nicht. Sie sagen immer, das gibt es nicht. Aber wenn man verlobt ist, will man doch beisammen sein. Und da er in Wien ist und ich hier, muss ich eben zu ihm fahren. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, Ricky. Das geht nicht. Sie dürfen einfach nicht zu diesem Mann nach Wien fahren. Ich wüsste nicht, wer mich daran hindern sollte. Na, da ist ja das Taxi. Ich darf doch mit Ihnen fahren. Ja, wenn Sie glauben, aber ich fahre noch vorher zum Friseur und in die Bank. Und dann habe ich noch ein paar Einkäufe in der Stadt zu machen. Ich fahre nämlich erst mit dem 2 Uhr Zug. Ja, also bitte, darf ich dann wenigstens bis zum Friseur mitfahren? Ja, aber ich fahre vorher zur Bahn und dann erst zum Friseur. Ich bringe den Koffer zur Bahn. Gut, dann fahre ich auf die Bahn mit und zum Friseur. Hat der auch einen Herrn Friseur, der Friseur? Nein, es ist ein ausgesprochener Damenfriseur. Auch gut, dann gehe ich eben ein anderes Mal zum Friseur. Morgen oder irgendwann. Eilig ist es ja nicht.
Was ist denn? Was wollen Sie denn? Bitte, ich möchte zu Frau Zahlinger. Die ist nicht da, gratis wegfahren. Pardon, entschuldigen Sie. Hallo, Sie! Was wollen Sie denn noch? Wo ist denn hingefahren, die Frau Zahlinger? Auf die Bahn und nach Wien. Und jetzt lass es mich in Ruhe, ich hab zu arbeiten. Die Mondzeitung. Französischer Außenminister mit seiner Mission gescheitert. Nicht der Einzige, der mit seiner Mission gescheitert ist. Was heißt das? Sie war nicht da? Ja, sie war gerade weggefahren. Wo ist sie hingefahren? Das weißt du eh nicht, wo die hingefahren ist. Hierher. Was heißt das? Da ist sie. Was? Die ist das? Ja. Da bist du ja, mein Lieber. Da bin ich ja, meine Liebe. Guten Tag. Willst du dich nicht setzen? Danke. Es ist mir recht, dass du da bist. Na, hoffentlich. Ich habe hier in Wien beim Anwalt zu tun, noch immer wegen dem Nachlass meines Mannes. Nach der Sitzung des Stahlvereins hat sich so manches ergeben. Ja, hat sich manches ergeben. Da ist es aber nicht sehr gemütlich. Nein. Gehen wir ins Rendezvous, das ist doch sehr schön. Übrigens, ich wohne hier. Ja, nein. Das heißt so, ja. Ja? Hast du was dagegen? Nein, natürlich nicht. Ich wundere mich nur. Ach, du wunderst dich? Wodurch du hier wohnst? Wo du bist, will auch ich sein. Das ist schrecklich, ist das. Und was hast du in Linz gemacht? Ja, ich weiß nicht, ob ich dir das sagen kann. Und ich weiß nicht, ob es mich überhaupt interessiert. Grax. Mein Name ist Dr. Weiß. Aber Herr Doktor, ich kenne Sie doch. Sie sind doch der Schwiegersohn vom Herrn Direktor Hafner. Ja. Guten Tag, Herr Hubert. Guten Tag, Herr Doktor. Ich habe gehört, dass mein Schwiegerpapa hier ist. Nein, der ist nicht hier. Doch, er ist da. Ja, er ist da, aber er ist nicht hier. Aber gerade habe ich ihn gesehen. Mir scheint, er ist ins Rendezvous gegangen. Ach so, na dann schaue ich ins Rendezvous. Ob er dort ist. Ich habe doch nicht wollen, dass der Vater, sein Schwiegervater, im Rendezvous ist. Ach so, hat er ein Rendezvous im Rendezvous? Ja. Und sie wird ihm keine Freude machen, wenn sein Schwiegersohn da dazukommt. Köpper. Ich will dir etwas sagen, liebe. Jetzt wirst du lachen, ich habe deinen Vornamen vergessen. Das ist nicht zum Lachen, wenn man verlobt ist. Naja, das ist sicher eben. Es war wohl eine etwas übereilte Verlobung, nicht wahr? Ja, aber du hast doch gesagt, es war Liebe auf den ersten Blick. Ja, weil ich besoffen, ich meine, das waren die Umstände. Ja, du warst ein bisschen beschwipst. Ein bisschen, ist ein bisschen untertrieben. Ja, aber du hast doch immerhin so viel Beherrschung gehabt, um vor aller Welt, ich meine vor allen Damen und Herren der Gesellschaft zu erklären, dass ich mich als deine Braut betrachten soll. Ja, das ist richtig. Jetzt hör mal zu, ich will dir etwas sagen. Um Gottes Willen. Warum um Gottes Willen? Was ist denn passiert? Mein Schwiegersohn. Dein Schwiegersohn? Ja, hast du denn eine Tochter? Drei. Ich habe vergessen, dir das zu erzählen, aus meiner ersten Ehe natürlich. Natürlich. Ah, da bist du ja. Guten Tag. Guten Tag. Siehst ja glänzend aus. Was du nicht sagst. Ja, wirklich. Hm? Was ist? Willst du mich nicht der Dame vorstellen? Nein, das heißt, ja, natürlich will ich dich vorstellen, aber du wirst dann irgendwo auf mich warten. Aber warum denn, Otto? Wir haben uns doch momentan nichts so Wichtiges zu sagen. Ich nehme an, ihr habt etwas Familiäres zu besprechen und es ist doch noch ein bisschen zu früh, wenn ich da dabei bin. Wieso zu früh? Das wird Ihnen Ihr Schwiegervater erklären. Auf Wiedersehen, Otto, wir sehen uns später. Auf Wiedersehen, mich sehr gefreut. Auf Wiedersehen, mich ebenfalls, gnädige Frau. Hm? Eine sehr hübsche und sehr nette Frau. Ja, reizend. Hübsch, nett. Ja. Willst du dich nicht setzen?
Ja, aber ich habe nicht viel Zeit. Das ist gescheit. Wie bitte? Ich habe auch nicht viel Zeit. Ja, ich wollte mich eigentlich nur melden, schauen, wie es dir geht, was es zu Hause gibt. Deine Ehe geht ja gut, hm? Ja, noch. Oje, oje. Na, mir scheint, ist es vielleicht diese Dame, die da eben weggegangen ist. Ich meine, steht sie dir irgendwie nahe? Zu nahe. Aber? Muss entfernt werden. Hm. Es ist nichts. Ja, ja. Meine Ehe tankiert das nicht. Ja, ich weiß. Erinnere dich, dass ich diesbezüglich einige Erfahrungen habe als Scheidungsanwalt. Lass deine gemeinen Anspielungen. Servus, Rezi. Stell dir vor, ich war in Linz und... Was ist das? Das ist ein Hund. Der Ederbauer. Was will der? Wer ist der? Er ist bei uns und bleibt bei uns. Also, du weißt, das ist doch völlig ausgeschlossen. Ausgeschlossen ist nur eins, dass ich ihn je wieder auf die Straße jage. Das habe ich ja nicht von dir verlangt. Nicht? Ich habe auch nicht verlangt, dass du einen Hund hierher bringst. Ich habe sogar von dir verlangt, dass du keinen Hund hierher bringst. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen? Schau, der Ederbauer... Wer? Der Hund. Wann begreifst du endlich, dass der Hund Ederbauer heißt? Ach, woher weißt du das? Ich habe ihn so getauft, weil ich ihn zum ersten Mal beim Delikatessengeschäft Ederbauer gesehen habe. Da sitzt dieser liebe Hund vor dem Geschäft und schaut mich an. Ich sage zu ihm, ja, wem gehörst denn du? Und habe ihn gestreichelt. Und er hat mich nur angeschaut. Dann bin ich weitergegangen. Aber er mir nach. Und wie ich dann ins Haus da hineingegangen bin, ist er mir schon wieder nach. Habe ich zu ihm gesagt, geh schön zu deinem Frauli zurück oder zu deinem Herrl. Nix, er hat mich nur angeschaut. Und wie ich dann die Wohnungstür aufgemacht habe, wie der Wind war er drin. Und da habe ich ihn nicht mehr auf die Straße jagen können. Ja, aber der Hund muss doch irgendwas gehabt haben, einen Halsband, eine Hundemarke. Vielleicht hat er es irgendwie verloren oder vielleicht ist er schon von zu Hause ohne Marke weggerannt. Ja, also eines ist klar, dass dieser Hund hier nicht bleiben kann. Ich glaube, du bist so ein Tierfreund. Voriges Jahr, wie wir beim Stifter im Garten waren, warst du so entzückt von seiner Schildkröte. Eine Schildkröte ist kein Huhn. Schau, Resi, sei doch vernünftig. Die ganze Last würde doch nur auf dir liegen. Schau, dass du den Hund so bald wie möglich zu seinem Besitzer bringst. Die Polizei... Ja, na, so gescheit bin ich selber. Ich war ja auf der Polizei, aber bis jetzt hat sich niemand gemeldet. Schau ihn an. Er ist doch so ein liebes Tier. Ich will kein liebes Tier anschauen, nicht? Du weißt, dass es strengstens verboten ist, in diesem Haus einen Hund zu halten. Der Hausbesitzer und der Hausverwalter und der Hausbesorger. Ja, ich weiß. Aber ich kann ihn jetzt nicht auf die Straße jagen. Und jetzt habe ich einen Hunger. Gott sei Dank. Es gibt nichts auf der Welt, das dir den Appetit verderben kann. Ja. Na, gehen wir halt essen. So, darf ich bitten, meine Herren? Guten Tag, lieber Herr Breuer. Ist der Hund, gnädige Frau? Ist vielleicht mit der Nachmittagspost was für mich gekommen? Leider auch nicht, gnädige Frau. Naja, wahrscheinlich hat er drüben viel zu tun, mein Sohn. Er hat doch so eine wundervolle Position, er ist Ich weiß, gnädige Frau, Sie haben mir es erzählt. Öfters. Naja, ich bin eben ein schwatzhaftes altes Weib. Ich habe eben nichts auf dieser Welt als meinen einzigen Sohn. Er schreibt leider so selten. Naja, dann gehe ich eben noch ein bisschen spazieren. In Graz haben wir auch schöne Spaziergänge. Aber hier erinnert mich alles an ihn. Hier hat er studiert. Von hier aus ist er hinübergeflogen. Das sind jetzt schon 10 Jahre her. Eine schrecklich lange Zeit, nicht wahr? Auch die längste Zeit geht einmal vorbei, gnädige Frau. Auf 1, 2, 3 wird Ihr Herr Sohn wieder da sein. Ja, dafür lebe ich noch. Wissen Sie, nur dafür. Schön, dass Sie gekommen sind. Naja, Sie haben es ja so dringend gemacht. Es ist auch dringend. Ja. Es ist sehr dringend. Fräulein, Kellnerin, ja. Kommen Sie her. Ja. Bitte, was soll ich? Nein, der Herr. Ja.
Ja, also bitte bringen Sie mir einen Wodka. Was? Ja. Einen Wodka? Ja. Sie trinken einen Wodka? Es gibt keine Kinder mehr. Ja, ja, also bitte schön, einen Wodka, nämlich ein Bekannter von mir. Ah ja, das war der Herr. Ja, ist gut, bringen Sie den Wodka. Ja, gleich zwei zur Sicherheit, damit ich nicht verdurste. Sagen Sie, Herr Huber, wollen Sie nicht auch etwas essen? Nein, nein, danke schön, nur den Wodka. Gell? Zwei Wodka also? Ja, ja, ja. Was heißt, Sie essen nichts? Es gibt wirklich keine Kinder mehr. Ja gut, ich trinke auch nichts mehr. Ja. Bitte, obwohl es jetzt überhaupt gar keinen Sinn mehr hat. Was heißt das? Was ist das für ein pessimistisches Gerede? Herr Huber, ja? Der Hugel ist durchgegangen. Was sagen Sie da? Verschwunden ist er, der Gauner. Mit all meinen Bildern, mein Lebenswerk nach Südamerika oder nach Südafrika. Die Polizei weiß es nicht, wie immer. Ich bin ruiniert. Ich kann mich nur erschießen. Ich habe nicht einmal Geld für einen Revolver. Vielleicht finde ich irgendwo einen herrenlosen Strick, wo ich mich aufhängen kann. Gehen Sie ganz auf mit dem Gerede. Ja, aber Sie haben den Kerl immer durchschaut, diesen Verbrecher. Aber was nützt das, wenn ich den jetzt hier hätte? Ich würde ihn... Das sind ja alles nur Wunschträume. Die Wirklichkeit ist real. Wo soll ich zum Beispiel ab morgen wohnen? Na, bei uns natürlich. Ich habe doch kein Geld. Ich werde auch in absehbarer Zeit keins haben. Diesen nervlichen Zustand kann ich nicht malen. Ja, hoffentlich fangen Sie nicht wieder zu trinken an. Ich habe noch gar nicht aufgehört. Ich meine, ich habe ja auch kein Geld dazu. Die zwei Wodka, die das Fräulein bringt, müssen ja Sie bezahlen. Ich meine, vorläufig. Sie bekommen es wieder zurück, Herr Huber. Später. Ja, alles später, Karol. Das sind die zwei Wodka, bitte. Dankeschön. Sagen Sie, Herr Huber, wollen wir nicht noch zwei bestellen? Wieso? Ich habe die zwei noch nicht drum. Ein Vorrat. Vorrat ist heute das Wichtigste. Also bringen Sie noch zwei, Schatzeli. Ja. Schauen Sie, in der Ölkrise hat sich's gezeigt, dass die Bevorratung das Wichtigste ist. Ja, aber Herr Huber, das wollte ich ja gar nicht. Ich wollte ganz was anderes. Ich wollte Sie bitten, dass Sie mit Ihrer Chefin sprechen. Ist nicht so einfach, lieber Freunde. Hotel hat seine Prinzipien. Ja gut, ich werde wieder malen, ich werde wieder zahlen. Aber wo soll ich denn hin? Kann sie nicht einladen, dass sie bei mir wohnen? Um Gottes Willen. Nein, ich meine, es wäre sehr nett, aber ich bin so an der Sache gewöhnt, ich könnte gar nirgends mehr anders wohnen. Ich bin schon ein armer Hund. Er hat bestimmt ein Frauerl gehabt und kein Herrl, weil er dich nicht begrüßt. Aber das wird sich schon ändern. Er wird dich schon auch gern haben. Du weißt nicht, der schaut mich immer so komisch an. Wahrscheinlich, weil du ihn so komisch anschaust. Er weiß, dass du ihn weghaben willst. Aber ich will ihn doch nicht weghaben. Der Hausbesitzer will ihn weghaben und der Hausverwalter und der Hausbesorger. Immer redest du dich auf andere aus. Der Hund von Baskerville. Das muss ich mir anschauen. Es gibt doch nichts Lieberes auf der Welt als so einen Hund. Und kosten tut er fast gar nichts, der frisst doch alles. Ja, gestern hat er sogar meine Hausschuhe gefressen. Und wenn du sie immer herumliegen lässt? Dann hat er zu mir ins Bett wollen. Also das verstehe ich nicht. Begrüßen tut er dich nicht, aber bei dir schlafen will er. Ich habe ihn natürlich nicht hineinlassen. Der Hund gehört nicht ins Bett. Das wäre auch Kamale. Na, du möchtest deinen Hund schön verwähnen. Ich weiß, wie man meinen Hund erzieht. Meine Hausschuhe hat er noch nicht angerührt. Da bin ich froh, dass ich meine geschmeckt habe. Ja, also wie auch immer. Leider, leider, der Hund muss weg. Sonst wird uns der Hausbesitzer kündigen. Bitte? Wenn du darauf bestehst, dass der Hund weg muss, dann werde ich dir kündigen. Komm, Ederbauer. Das ist ein Hundeleben. Und zeichne mit vorzüglicher Hochachtung. Dankeschön, Fräulein Zemmernick. Und schreiben Sie das bitte gleich, dass ich es unterschreiben kann. Haben Sie den Brief von heute früh? Ja, gnädige Frau, hier ist er. Ja. Sehr schön, danke vielmals. Bitte sehr. Ja, herein. Gestern, Frau, entschuldigen Sie, wenn ich so formlos hier eintrete. Ich komme sonst nur, wenn Sie mich hierher befehlen oder bestellen oder bitten, je nachdem, wie die Lage ist. Ja, und wie ist die Lage? Mir, es handelt sich um den Herrn Kerzel. Ja, ich habe schon gehört. Sein Manager ist ihm durchgegangen, er hat kein Geld und jetzt steht er da. Ja, jetzt steht er da und ich wollte Sie bitten, Ihr Frau, ob er nicht weiter bei uns stehen, weiter bei uns wohnen kann, auch wenn er nicht zahlt. Sie haben eine merkwürdige Ansicht über die Art, wie man ein Hotel lukrativ führen soll. Ja, bitte. Bei jedem Gast kann man es natürlich nicht machen, nicht? Aber gerade beim Herrn Kerzel. Ihr Frau, bitte, schmeiß uns den Kerzel nicht raus. Tja, mein lieber Herr Huber, ich habe dem Kerzel gerade einen Brief geschrieben. Was, wegen der Kündigung? Sie kennen mich noch immer nicht nach all den vielen Jahren. Da haben Sie. Lesen Sie. Ja. Der Kerzel, das ist unverschuldet, wirklich unverschuldet, Frau. Können Sie bei uns wohnen?
bis Sie wieder in der Lage sind zu bezahlen. Ach, das ist großartig, meine Frau. Also das hätte ich Ihnen selbstverständlich zugetraut. Sie fahren also entweder mit der Straßenbahn oder mit der Stadtbahn? Danke, wir nehmen ein Taxi. Ja, das dauert etwas länger, aber Sie sehen mehr von der Stadt. Danke, Herr Portier. Wiedersehen. Wiedersehen. Herr Huber, ja. Der Herr Direktor Hafner lässt Sie bitten. Ach, dass immer der Hafner, der hat immer die... Oh Gott, was ist denn die Frau Hafner, die Frau vom Direktor Hafner? Grüß Sie an, meine Frau. Guten Tag, Herr Huber. Ich bin Frau Hafner. Natürlich. Natürlich kenne ich Sie, Frau. Ich muss nur dringend telefonieren, muss ich. Ja, ich halte Sie nicht auf. Brav, danke für das Gestern. Ist mein Mann zu Hause? Ja, der Herr Direktor ist... Moment, ich werde nachsehen. Ja, er ist oben. Nein, ich glaube nicht, dass er oben ist. Sind Sie da, Herr Premierminister? Bitte, das ist eine peinliche Überraschung, Herr Premierminister. Sie sind wohl völlig verblödet. Was heißt ein Premierminister? Ich kann nicht anders, Herr Premierminister. Ne, Frau, gleich rufe ich den Herrn Gemahl an. Ja? Nicht nötig, ich gehe gleich hinauf. Wie ist die Zimmernummer? 324, bitte. Dankeschön. Jetzt geht sie hinauf. Ich habe Ihnen nur gesagt, Herr Premierminister, weil Ihre Frau ist angekommen und kommt hinauf. Jetzt ist ihm der Hörer aus der Hand gefallen. Hoffentlich findet sie nichts. Herein. Grüß dich. Das ist eine Überraschung, was? Guten Tag, Lieblinge. Schön, dass du da bist. Ja, Michel, du bist gar nicht überrascht. Oh, doch, das ist eine Überraschung. Was für eine Überraschung. Aber warum bist du wirklich da? Ich habe mich ganz plötzlich entschlossen, herzufahren. Aha. Aber Michel, du freust dich gar nicht. Oh ja, doch, ich kann das... Vielleicht nicht so ausdrücken, so am Vormittag. Na, dann vielleicht ein bisschen später. Ja, sicher. Das kommt noch. Aber warum bist du so plötzlich... Naja, ich wollte wieder mal zu meinem Wiener Zahnarzt. Der kennt mich doch schließlich am besten. Und dann ist da auch noch eine alte Jugendfreundin von mir aufgetaucht. Halt, da stimmt etwas nicht. Wenn sie alt ist, kann sie keine Jugendfreundin von dir sein. Und wenn sie eine Jugendfreundin von dir ist, kann sie nicht alt sein. Hoppla! Wieso hoppla? Wenn du mir solche Komplimente machst, dann hast du immer ein schlechtes Gewissen. Also gesteh, was hast du ausgefressen? Gut. Nämlich, das war in Linz. Was war in Linz? Da habe ich einen Schwips gehabt. Ja, damit habe ich gerechnet. Und? Und? Sonst nichts? Na, ich weiß nicht. Um Gottes Willen, schon 11.15 Uhr. Na und? Ich habe mich doch mit meiner Jugendfreundin verabredet. Kommst du mit? Natürlich. Ja, und gelegentlich erzählst du mir dann, was in Linz wirklich passiert ist. Nie. Nie glaubst du mir, wenn ich dir sage, dass nichts passiert ist. Das ist sehr ungerecht von dir. Guten Tag, Herr Holzer. Ja, Herr Huber, grüße. Beinahe hätte ich gesagt, was machen Sie da? Ich habe gerade erst erfahren, dass Sie uns heute die Ehre geben. Ja, ich treffe mich hier mit dem Schilcher zum Essen. Ah, das trifft sich gut. Das trifft sich ausgezeichnet. Das hätte sich gar nicht besser treffen können. Das verstehe ich nicht. Ja, nämlich, wissen Sie, meine Schwester, die hat einen Hund gefunden und nach Hause mitgenommen. Jetzt haben Sie als Hausbesitzer ein ausdrückliches Hundeverbot erlassen. Ich nicht, der Schilcher. Na eben, sehen Sie, meine Schwester möchte den Hund halt so gern behalten und... Ehrlich gesagt, ich auch. Ich habe den Hund zuerst nicht mögen, aber jetzt will ich ihn gar nicht mehr hergeben. Ja, geht in Ordnung, Herr Huber. Ich werde mit dem Schilcher reden. Behalten Sie den Hund. Danke vielmals. Bitte sehr. Danke sehr. Und wenn irgendjemand im Haus noch sagt, dass Sie ein schrecklicher Geiz... Ich wünsche guten Appetit. Danke. Da ist sie ja. Wer ist das? Na, meine Jugendfreundin, die Ricky Schulz, wie sie jetzt heißt, weiß ich nicht. Ich weiß das auch nicht. Woher sollst denn du das wissen? Da bist du ja, meine Liebe. Du siehst blendend aus. Du auch. Darf ich dir meinen Mann vorstellen? Nein. Das ist deine Jugendfreundin? Ja, das ist die Ricky Schulz. Wie heißt du jetzt, Ricky? Zahlinger. Guten Tag, Herr Direktor. Wieso denn? Ach so, natürlich.
Ja, was hast du denn? Er ist halt schon den ganzen Tag so merkwürdig. Du musst ihm verzeihen. Ich habe ihn schon verziehen. Jedenfalls freue ich mich, dass wir uns wieder einmal sehen. Wir haben uns ja so viel zu erzählen. Nein, nein, das geht leider nicht. Wir werden jetzt einen Kaffee trinken und dann müssen wir nach Hause. Schätze. Aber ich denke überhaupt nicht daran. Ich bleibe so lange hier, solange meine Jugendfreundin hier bleibt. Wenn es dir nicht passt, kannst du ja heimfahren. Meinetwegen nach Linz. Nicht nach Linz. Einmal Linz genügt mir. Die Menschen sind oft treulos, die Hunde sind es nicht. Ein Hund sagt stets die Wahrheit, auch wenn er gar nicht spricht. Servus, Reserl. Das Ausweisessen ist aber noch nicht fertig. Macht nichts, geht aber hinein zum Ederbauer. Du. Hund? Was für ein Hund? Was für ein Hund? Wie viele Hunde haben wir denn nun? Der Ederbauer, unser Hund. Er ist nicht mehr da. Was heißt jetzt nicht mehr da? Wo ist er? Die Schwägerin von der Frau Griese hat ihn genommen. Hat ihn genommen? Den Hund? Na, wen denn? Den Hürdlitschka vielleicht? Ich habe der Frau Griese von dem Hund erzählt und sie hat mit ihrer Schwägerin gesprochen. Und die wollte ja schon immer einen Hund haben. Ich wollte ja auch schon immer einen Hund haben. Aber du warst ja dagegen. Ich war dagegen, der Hausbesitzer war dagegen, nicht? Aber jetzt. Ja? Was ist jetzt? Jetzt habe ich einen Hunger. Ich sag's ja immer, es gibt nichts, das dir den Appetit verderben könnte. Ja, ein Hobby muss man halt haben, wenn man in Pension ist. Ich habe bis jetzt nur ein Hobby gehabt. Und das war das Hotel hier und mein Dienst. Ich muss mir halt ein anderes suchen. Ach, das findet sich ja. Hauptsache ist, man geht in Pension. Ja. Also, ich freue mich schon so auf die Pensionierung. Was, du in deinen Jahren? Ich freue mich schon seit dem 18. Lebensjahr auf die Pension. Herr Breyer! Herr Breyer! Wissen Sie, was geschehen ist? Wenn ich immer wüsste, was geschehen ist, wäre ich ein gescheiter Mensch. Sie sind ein gescheiter Mensch. Sie sind ein lieber Mensch. Auch Sie sind ein lieber Mensch, Herr Sickerer. Bitte, ob Sie gescheit sind? Da gehen die Meinungen auseinander. Immer macht der Witze, der Herr Kerzl. Das war jetzt kein Witz, aber lassen wir das. Ich bin halt so glücklich um. Also stellen Sie sich vor, meine Herren, den Gangster, den Hugel, meinen sogenannten Manager, der mit dem Geld und mit den Bildern durchgegangen ist. Die Polizei hat ihn erwischt. Ausgeschlossen. Das habe ich auch geglaubt, ausgeschlossen. Aber so etwas passiert ihm. Allerdings haben sie ihn nicht hier erwischt. Ah, drum. Soll das eine Spitze sein? Heute gibt's keine Spitze. Heute gibt es nur Freude. Wird der Kerl wirklich erwischt? Und die Bilder? Und das Geld? Sowas muss begossen werden. Herr Kerzl, sind Sie vorsichtig. Sie haben in letzter Zeit sehr wenig getrunken. Sie irren sich. Weniger nicht, nur billiger. Ciao. Ja, also, da ist ja das mit dem Kerzl wieder gut ausgegangen. Was ist denn, Frau Ebsinger, ja gesagt? Ja, ja, aber da ist leider schon wieder eine unangenehme Sache. Natürlich, sonst hätten Sie dann gesagt, ich soll mich gleich nach Dienstantritt bei Ihnen melden. Also, mit welchem Gast haben wir denn jetzt wieder Schwierigkeiten? Es handelt sich um keinen Gast, sondern um einen Portier. Das gibt's nicht. Na, Frau, also bitte, mit Portiers gibt's keine Schwierigkeiten. Frau, um wen soll es denn handeln? Um den Breuer. Ja, also, Frau, ich habe vorhin gesagt, dass es ausgeschlossen ist, dass ein Portier irgendwelche Schwierigkeiten macht. Aber beim Breyer ist es noch ausgeschlossener als ausgeschlossen. Was soll er denn getan haben? Einen Brief, der für einen Gast gekommen ist, hat er aufgemacht und dann verschwinden lassen. Also jetzt muss ich ein neues Wort für ausgeschlossen finden. Gefahr ist doch unmöglich. Ein Stubenmädel hat's gesehen, die Wehwerker. Sie schwört, dass es so war. Sie wollte zur Polizei gehen. Deshalb muss die Sache erledigt werden. Das ist ja strafbar. Eigentlich müsste man die Polizei einschalten. Also, was soll jetzt geschehen? Ganz einfach. Schmeißen Sie die Wehwerker raus. Ah, du bist es. Kommst noch einen Moment zu mir herein? Ja, das habe ich sowieso tun wollen. Was gibt's denn? Ich hätte gern einen Rat von dir. Ja, und zwar? Ja. Ist nicht in zwei Worten gesagt. Nun sag's in dreien. Ich habe etwas Unüberlegtes getan. Mit einem Brief. Woher weißt du das? Also doch. Stubenmädel hat dich bei der gnädigen Frau verklampfelt. Ist natürlich ganz außer sich. Es tut mir sehr leid, aber die Sache war nämlich die,
Du kennst doch diese liebe alte Dame aus Graz, diese Frau Schnabel. Ja, natürlich. Das ist die mit dem Sohn, auf den sie so stolz ist. Ja. Manchmal abends, wenn ich ein bisschen Zeit gehabt habe, hat sie mir Briefe ihres Sohnes vorgelesen. Briefe eines Menschen, der scheinbar tüchtig und liebenswert war. Und da ist dann gestern dieser Brief gekommen. Von ihrem Sohn? Nein, vom Staatsgefängnis in Chicago. Ein offizieller Brief. Ich habe förmlich gerochen, was da drin steht. Ich habe dann den Brief in die Lade gesteckt und der alten Dame gesagt, dass nichts für sie da ist. Später habe ich den Brief dann aufgemacht und es war so, wie ich vermutet habe. Die Nachricht von seinem Tod im Gefängnis. Schrecklich. Nee, also 57. 57, sofort Linie. Bitte sehr. Sehr. Na, wenn die den Brief bekommen hätte, das wäre ein Schock für die arme Frau gewesen. Was wird das für ein Schock für meine arme Frau sein, wenn ich im Gefängnis landen werde? Ja, auf, das ist doch kein Verbrechen, das ist höchstens ein Vergehen. Das ist egal, die Frage ist nur, was soll jetzt mit dem Brief geschehen? Ich habe nicht das Herz, in der Frau Schnabel zu geben. Ich werde ihn ihr geben, gib her. Was, wirklich? Ja. Du, sag einmal, da war ein Siegel drauf, hast du das auch? Ja, natürlich, sonst hätte ich ja den Brief nicht aufgebracht. So, na, dann müssen wir gleich versiegeln. Wir haben ja eh da drin ein Siegelwerk. Ist also gut. Hast du vielleicht Streichhölzer? Ein Feuerzeug. Feuerzeug ist noch besser. So, hoffentlich geht's auch schon. Es ist ja gescheiter, die Frau erfährt das hier als in Graz, nicht, wo sie zu Hause ist. Normalerweise, wer weiß, wen sie dort kennt, ob sie überhaupt jemanden kennt, ob sich überhaupt jemand um sie kümmern kann. Und hier erfährt sie es halt von uns. Achtung, der Brief brennt. Aber nein, das ist ja nur das Siegel. Oh je, das ist heiß. Na sowas, so ein Pech. Naja, es hat halt nicht sein sollen, dass sie es erfährt, die Frau Schnabel. Du wirst ihr ja nichts sagen, nicht wahr? Ich werde keinem Menschen davon erzählen. Und das tut mir sehr leid. Denn so kann ich niemandem sagen, was für ein Prachtkerl mein Freund Huber ist. Susan heißt sie. Ist in Ordnung. Ich habe die Verträge durch meine Anwälte prüfen lassen. Es ist alles in bester Ordnung. Sie sind einverstanden. Und wenn Sie nun auch einverstanden sind, dann können wir uns heute oder morgen treffen. Und ja, bitte? Ja. Gut, bin einverstanden. Also morgen beim Notar, dann können wir die Sache fixieren. Ich danke Ihnen, Senior. Es war mir eine große Freude. Herzlichen Dank. So, jetzt muss das andere auch erledigt werden. So, da bin ich wieder. Da bist du wieder, mein Schätzchen. Das ist schön, dass du da bist. Denn es ist immer schön, wenn du da bist. Wolltest du jetzt nicht was anderes sagen? Nein. Wie war's denn sonst? Oh, sehr nett. Dirk ist ja reizend. Ja, ja. Ja, du solltest sie näher kennenlernen. Natürlich nicht zu nahe, weil da bin ich schon eifersüchtig. Du und eifersüchtig, das glaube ich dir nicht. Ich wünsche es dir nicht, dass ich eifersüchtig bin. Ich kann sehr unangenehm werden. Bis jetzt hatte ich ja keinen Grund, auf dich eifersüchtig zu sein. Nein, bis jetzt nicht und in Zukunft auch nicht. Schließlich bin ich aus dem Alter heraus, wo man... Kennst du nicht das Sprichwort, Alter schützt vor Torheit nicht? Und wie ich das kenne. Wir haben uns für heute Nachmittag um 4 Uhr im Lusthaus auf einen Kaffee verabredet. Kommst du mit? Nein, das geht nicht. Geschäftlich geht es nicht. Ich stehe vor dem Vertragsabschluss mit den Südamerikanern und da... Ja, umso besser. Wir tratschen ohnehin nur von der Vergangenheit und von einer Vergangenheit, die leider, leider schon vergangen ist. Aber dann ist ja alles in Ordnung. Wieso? Weil alles in Ordnung ist, was du machst. Merkwürdig. Meine Mama hat immer gesagt, wenn ein Mann alles in Ordnung findet, was eine Frau macht, dann hat er ein schlechtes Gewissen. Das mag bei deinem Papa zugetroffen haben, aber bei mir... Zugegeben, Papa war ein großer Gauner, was Frauen anbelangt. Aber er hat Mama sehr geliebt. Und ich liebe dich auch und bin kein großer Gauner. Aber vielleicht ein kleiner. Mit Kleinigkeiten habe ich mich nie abgegeben. Was ist das? Was ist das? Wie kommt der her? Wieso bringst du den mit? Ja, das sollte
eine Überraschung sein. Der ist süß. Wie heißt sowas? Sowas heißt Susa, das ist ein Pudel. Ich habe ihn nicht für einen Königstiger gehalten. Komm, Suseli, komm bitte schön zum Frauli. Ja. Nun sitzt es. Das ist der Ederbauer. Schau, jetzt müsst ihr zusammen. Nichts zusammen, ich habe die Erlaubnis, einen Hund zu halten. Ich auch. Was heißt das? Die Schwägerin von der Frau Griese hat den Hund zurückgebracht. Sie hat Rheumatismus und kann ihn nicht behalten. Da habe ich mir ein Herz gefasst, bin zum Direktor Holzer gegangen, zum Hausbesitzer. Der hat mir erlaubt, einen Hund zu behalten. Mir hat er auch erlaubt, einen Hund zu behalten. Nein, sondern dann ist doch die Sache ganz einfach. Er hat dir erlaubt, einen Hund zu halten, hat mir erlaubt, einen Hund zu halten. Nun, können wir uns doch zwei Hunde halten. Das ist ausgeschlossen. Was ist das? Komisch, um die Zeit ist Dr. Hrdlitschka noch nie gekommen. Mhm. Na, Susanne, wie gefällt's dir bei uns? Gut, ja? Was ist denn da los? Na, was sagst du? Das Frauen vom Ederbauer. Von wem bitte? Ach so, entschuldigen Sie, aber ich habe ihn Ederbauer genannt. Wie heißt er denn eigentlich, der Hund? Gogo heißt er. Gogo? Auf das wäre ich nie gekommen. Ja, bitte treten Sie näher, gnädige Frau. Nehmen Sie Platz. Wieso kommen Sie eigentlich erst heute, Frau? Klar ist mein Name. Ich werde Ihnen eine Legitimation zeigen, ja? Ist nicht nötig, mir Frau. Wohnen Sie hier in der Gegend? Ja, eben nicht. Ich wohne auf der Wieden. Meine Freundin, die Frau Regierungsrat Kreindl, wohnt auf Nummer 32. Ja, sie ist krank, ich habe sie besucht und Herr Koko war natürlich mit. Und so kam ich in das Geschäft. Vom Ederbauer? Es waren sehr viele Leute in dem Geschäft und wie ich herauskomme, war er weg. Aus dem Halsband geschlupft. Ja, aber warum sind Sie nicht auf die Polizei gegangen? Ja. In der ersten Aufregung. Erst heute bin ich hingegangen und habe Ihre Adresse erfahren. Und ich bin Ihnen ja so dankbar. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr. No, es war uns eine Freude. Er ist ja so ein lieber Hund, der Koko. Ja, mein Koko. So, und jetzt wollen wir Sie nicht länger stören. Wir freuen uns für Sie. Sie sind sehr lieb. Menschen lernt man erst durch die Tiere kennen. Ja, das stimmt. Ich habe meine Schwester auch erst. Empfehle mich, Gnifa. Auf Wiedersehen und nochmals vielen, vielen Dank. Ich bringe Sie hinaus. Ja, komm. Servus, Ederbauer. Ja, Susan, jetzt bist du unser einziges Kind. Hm. Ich habe lange überlegt, ob ich es dir sagen soll. Was? Ich weiß nämlich nicht, wie du es aufnehmen wirst. Ja, aber... Was darf ich denn damit bringen? Ja, was denn? Heißen Sie so? Na, nimm mal einen Kaffee, nicht? Ja. Also, wir bringen uns einen großen braunen. Großen braunen. Ich nehme eine Melange. Eine Melange. Ja? Also, es hat mich ja beinahe umgeworfen, wie ich draufgekommen bin, dass du die Frau Hafner bist. Oha. Was heißt Oha? Nix, sei still. Ich verstehe das alles nicht. Was soll das eigentlich heißen? Also, die Sache ist so. Ich kenne deinen Mann. Na, natürlich, ich habe den doch vorgestellt. Ich meine, ich kenne ihn schon von früher. Was? Und ihr beide habt getan, als... Ich habe so getan, meine Liebe. Aber ich habe ja schon in Linz geahnt, dass er... Was war in Linz? Wir haben uns verlobt. Bist du wahnsinnig geworden? Es war aus einer Schwipslaune heraus. Ich habe das gar nicht ernst genommen. Dieser Gauner, dieser Niederträchtige. Reg dich nicht auf. Es war wirklich nur eine dumme, beschwipste Geschichte. Bestellt doch einen Kaffee, ich muss weg. Was ist denn? Nix ist, ich muss weg, es geht auf Leben und Tod. Für dich? Da wäre ich ja da geblieben, für einen Gast. Was sagst du, Susan, was du für ein verrücktes neues Herrli bekommen hast? Hm? Da fällt mir so eine lustige Geschichte ein. Bei uns in Reichenberg damals, da also war ein gewisser... Das wird mir fehlen, bei uns in Reichenberg. Was heißt das? Wenn ich in Pension bin, meine ich. Ach so. Es wird mir auch noch anderes fehlen. Ja. Es wird nicht ganz leicht sein. Na, wer weiß. Gibt's noch etwas? Nein. Servus. Servus. Gute Nacht. Gute Nacht. Na, Herr Breuer, wie fühlt man sich vom letzten Dienst? Ich könnte es nicht sagen. Ich glaube, ich habe es noch nicht recht erfasst. Haben Sie sich vom Blecher verabschiedet? Nein, ich habe ihm nicht gesagt, dass ich morgen Abend nicht mehr komme. Ich werde es auch dem Huber nicht sagen. Warum denn? Es ist nicht meine Art. Wir werden es alle bedauern, auch die Gäste. Mein Gott, gnädige Frau, die Gäste.
Zuerst wird's heißen, da war doch der Breuer ein netter Mensch. In 2, 3 Jahren werden sie sagen, da war doch dieser Nachtportier, wie hat der bloß geheißen? Und wie lang wird's dauern? Und niemand wird wissen, dass ich überhaupt hierher war. Da kommt er. Nichts anmerken lassen, ja? Also nur richtig hereinschlittert. Ich freue mich schon unbändig darauf. Na, meine Freude ist nicht unbändig, aber vielleicht kommt das noch. Schönen guten Tag, die Damen. Schätzchen. Sie sehen ja zauberhaft aus, Frau Zallinger. Genauso zauberhaft wie damals in Linz, wo wir uns verlobt haben. Was heißt das? Schätzchen, ich wollte es dir schon längst gestehen. Ich kenne Frau Zallinger schon von Linz aus. Ich habe mir mit ihr einen ganz schlechten Scherz erlaubt, den sie gütigst verziehen hat. Es war sehr liebenswürdig von Ihnen, dass Sie meiner Frau von der Geschichte nichts erzählt haben. Oder haben Sie? Natürlich nicht, nein. Kein Wort. Eine reizende Person, deine Jugendfreundin, kann einen Scherz verstehen. So. Genau wie du. Ich weiß nicht, ob ich solche Scherze verstehe. Aber wieso hast du dich plötzlich entschlossen, diesen Scherz zuzugeben? Weil ich ein wahrheitsliebender Mann bin. Oh nein. Da steckt doch irgendwas oder irgendwer dahinter. Siehst du, Susel, man muss gar nicht besonders gescheit sein. Mit den Jahren kommt die Erfahrung. Allerdings, manche lernen es nie. Schon erwartet. Ist die Frau Gemahlin nicht mitgekommen? Nein, ist nicht mitgekommen. Die Rezeption hat aber das Zimmer, das Sie immer haben. Auch wenn die Frau Gemahlin da ist, reserviert. Das große Zimmer. Macht ja nichts. Kann mir eine Dame einladen zum Wohnen. Das glaube ich nicht. Das war der Witz. Jetzt muss ich vor allem was essen. Glauben Sie, kriege ich noch was? Aber selbstverständlich. Ist ja noch nicht so spät. Und um meinen Hunger zu schließen, ist es wahnsinnig spät. Hier, tragen Sie es dabei hin. Ja. Bitte. Einen Moment. Bitte. Danke. Guten Morgen, Max. Morgen. Ist der Herr Huber nicht da? Nein, der ist im Speisesaal, ein Telegramm. Ja, aber da kommt er ja. Ah ja. Guten Morgen, Herr Huber. Herr Huber, es ist etwas Furchtbares passiert. Ja? Ich habe gewusst, wenn ich nicht mehr trinke, dann passieren die furchtbarsten Sachen. Ja. Wie Sie getrunken haben, sind auch die furchtbarsten Sachen passiert. Was ist denn geschehen? Ich muss zum Arzt. Ja? Ich habe diese... Na, wie nennt man das? Sie haben es immer angedroht. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber ich weiß, was es ist. Ja, ich weiß nicht, was es ist und ich weiß nicht, wie es heißt. Was habe ich Ihnen angedroht? Ja, jetzt weiß ich's. No. Halluzinationen. Ich habe etwas gesehen. Herr Huber, wenn ich nicht wüsste, dass es in diesem Hotel so etwas nicht gibt, ich hätte geschworen, ich habe weiße Mäuse gesehen. Da kann ich Sie beruhigen. Mäuse haben wir keine, zumindest keine weißen. Bitte, Mäuse ging ja noch. Aber ich habe gelesen, da hat einer Elefanten halluziniert. Das möchte ich nicht. Außer Sie geben mir ein größeres Zimmer.
Wer hat dieses Bett gemacht? Meine Kollegin, bitte. Aber das Bett ist ja in Ordnung. Das nennen Sie ein Bett, das in Ordnung ist? Da schauen Sie her, da ist noch eine Falte drin. Wissen Sie, wie das einen drücken kann? Na, was ist los? Was stehen Sie hier herum? Ach so, das habe ich ganz vergessen. Was kriegen Sie? Sie werden schon wissen, gnädiges Fräulein. Nein, ich habe noch nie. Ich meine, ich war noch nie. Also, da nehmen Sie. Sophie? Ja, das gebe ich immer. Adieu. Christian, gnädiges Fräulein. Christian, danke. Auf eines mache ich Sie aufmerksam. Ich lege Wert auf die größte Ordnung. Und wenn nur das Geringste vorkommt... Ach, jetzt kenne ich dich erst. Was heißt das? Sind Sie verrückt geworden? Nein, du bist doch die Lilian. Das Stubenmädchen von der Baronin Drohl. Sie, Fräulein, wenn Ihnen noch so ein freches Wort über Ihre Lippen kommt, werde ich mich über Sie beschweren. Beschwer dich ruhig. Dann werde ich der Chefin einfach sagen, dass du nichts weiter bist, als wie ein Stubenmädchen, das... Ich bin kein Stubenmädchen mehr. Das heißt, ich war nie eins. Na gut, das wird die Polizei ja feststellen. Um Gottes Willen, nein. Ich bin schon. Na endlich. Aber ich bin ganz legal hier. Nämlich die Baronin Trull ist gestorben und hat mich zu ihrer Universalerbin eingesetzt. Nicht möglich. Das hat die Familie auch gesagt. Aber ich habe den Prozess gewonnen. Über 1 Million Schilling. Tatsächlich, gratuliere. Aber wieso ich da bin? Kannst du es nicht verstehen? Ich habe auch einmal wirklich fein wohnen wollen. Und nicht in dem einzigen Zimmer ohne Bad, das Sie da haben. Und eine Gnädige sein. Und ich bitte dich nur um eines. Sag ja niemand das. Herein. So, bitte. Hier ist das bestellte Dinnerquota. Danke. Stellen Sie es nur dahin. Bitte sehr. Hätte ich dem auch ein Trinkgeld geben sollen? Na, eigentlich schon. Kannst du mir das nächste Mal mehr geben? Das geht ganz schön ins Geld. Das schmeckt aber gar nicht gut. Ja? Scheußlich. Wenn du magst, kannst du es austrinken. Ich hab's eh nur bestellt, weil es die Baronin immer getrunken hat. So, bitteschön. Für Sie, Herr Huber, Frau Resch. Die Frau Resch? Ja. Ist doch gar nicht mitgekommen, soviel ich weiß. Huber? Ja, gestandene Frau, sprechen Sie aus Innsbruck? Nein, von einer Telefonzelle beim Stadtpark. Jetzt ist keine Zeit zum Stammern, Herr Huber, hören Sie zu. Mein Mann darf auf keinen Fall wissen, dass ich ihn bin. Aber, meine Frau, willst du Ihnen Herrn Gemahl was sagen? Ich sehe ihn doch gar nicht. Herr Huber! Da ist er. Moment, bitte. Ja, sofort. Entschuldigen, die Frau, da. Ja, gleich. Bitte schön. Darf man Schlüssel noch bitte geben, mal den Brief ab, ja? Selbstverständlich, Herr Resch. Meine Herren, Herr Resch, wiedersehen. Bitteschön. Hallo, meine Frau, ja, der Gemahl war es. Er ist schon außer Sichtweite und hört nicht. Bitte, einen Brief hat er mir gegeben für Sie, meine Frau. Soll ich Ihnen vor? Bitte, meine Frau, ich stehe Ihnen zur Verfügung. Gut. Wann sind Sie mit Ihrem Dienst fertig, Herr Huber? Ich möchte Sie nämlich treffen. Na, dann rufen Sie zu Hause an und sagen Sie einfach, dass Sie später kommen. Aber sagen Sie niemandem, dass ich... Schön, ich werde Sie aufpassen. Abpassen. Sie werden schon sehen. Adieu. Ja, bitte. Sie. Ja. Ah, Herr Kerzl. Jetzt habe ich Sie gar nicht erkannt. Bitte. Und, guten Tag. Dann ist der Herr Huber da? Nein, leider. Er hat gerade angerufen. Er kommt heute ein bisschen später. Zu blöd. Ich brauche nämlich einen Rat von ihm. Ich war beim Arzt. Hat Ihnen der keinen Rat geben können? Ja, einen Wahnsinnigen. Er hat gesagt, ich soll 6 Wochen in ein Sanatorium gehen. Wahrscheinlich, weil Sie so viel trinken. Was fällt Ihnen denn ein? Ich trinke doch nicht mehr. Ich habe doch aufgehört damit. Das ist ja das Malheur. Ich hätte gar nicht sollen anfangen mit dem Aufhören. Stellen Sie vor, 6 Wochen Sanatorium. Ich komme wieder. Ich brauche unbedingt den Rat von Ihrem Bruder. Der Blecher bleibt ja sonst immer sehr bünd. So, da ist der Schlüssel. Ich gehe ein bisschen promenieren. Bitte sehr, gnädige Frau. Ich bin ein Fräulein. Bitte, wie Sie befehlen, gnädiges Fräulein. Was ist denn das für eine Type? Bis heute gekommen, wie Sie gerade nicht da waren. Ich habe aber schon irgendwo gesehen. Die kommt mir so bekannt vor, aber damals war sie eine andere. War sie anders. Der Blecher. Ja, ja, ich komm schon. Das wird wieder der narrische Maler sein. Ja, Willi! Willi! Servus, liebe Tante, entschuldige, aber ich muss es mal hinstellen. Das ist nämlich sehr schwer, besonders wenn man schon die ganzen Stirn aufgetragen hat. Wie bist du verrückt geworden? Nicht, dass ich wüsste, liebe Tante. Bitte, warte, das ist gut. Danke schön.
Das auch, danke. Grüß dich Gott. Was willst du mit dem Moped hier? Das werde ich dir sofort erklären, aber komm bitte weiter. Danke für die freundliche Einladung. Übrigens, Kompliment, Tante Resi. Du schaust brillant aus. Das freut mich, aber was machst du mit dem Moped hier? Das werde ich dir sofort erklären. Eine andere Frage. Ist der Onkel Oswald zu Hause? Nein. Das ist wunderbar. Er ist nämlich sehr merkwürdig. Weißt du, mit dem ist es gelegentlich sehr schwer mit dem Onkel Oswald. Ich glaube nicht, dass es mit mir leichter ist. Was willst du hier? Schau, ich habe schon so lange nichts mehr wollen, weder von dir noch vom Onkel Oswald, dass ich mir gedacht habe, ich müsste... Sag jetzt, haben Sie diese alte Uhr da am Tisch? Aber nein, der Herr Wallner, unser Nachbar, der war vorhin da und hat gesagt, er möchte gerne die Uhr kaufen. Der sammelt alte Uhren, weißt du? Mhm. Aber ich kann mich von diesem schönen Stück nicht trennen. Aber was reden wir von der Uhr? Reden wir vom Moped? Schon wieder. Schau, also die Idee ist folgende. Ich möchte ein Foto machen. Wieso? Wieso? Na, weil das mein Beruf ist, nicht? Und ich habe ein neues Gebiet entdeckt, das Werbefoto. Jetzt habe ich eine fabelhafte Idee, nämlich ein Reklamefoto von diesem Moped zu machen. Aber doch nicht hier. Na, gerade hier, das ist das Reizvolle. Verstehst du, wenn man ein Reklamefoto von einem Moped auf einem Berg oder an einem See oder auf einer Straße, das kann ja jeder machen. Aber in einer Wohnung, in einer ganz gewöhnlichen, nicht besonders hübschen Wohnung. Dankeschön. Bitte. Schau, das Ganze geht also folgendermaßen für sich. Das ist das Moped, dann darauf sitzt die Mary. Für eine Mary? Die kommt ein bisschen später. Ein Fotomodell, aber ein sehr nettes Mädchen sonst. Und die hat also einen Bikini. Einen Bikini? Ja, aber die ist sehr fesch im Bikini. Da brauchst du keine Angst haben, Tante. Das ist die geringste Angst, die ich habe, dass die nicht fesch ist im Bikini. Das geht ja alles blitzschnell für sich. Ich mach das Büdel, schnapp die Mary, schnapp das Moped und weg bin ich. Was sagst du dazu, liebe Tante? Dazu kann ich nur eines sagen, hier nicht. Na, wo denn? Na, warum machst du das nicht in deiner Wohnung? In meiner Wohnung, in meinem Kabinett. Das geht nicht. Ich hab doch das Kabinett vom Trompeter von Säckingen. Wer ist der Trompeter von Säckingen? Das ist der, der gesagt hat, es ist im Leben hässlich eingerichtet. Und wenn etwas so hässlich eingerichtet ist wie mein Kabinett, dann kann man drin keine Foto. Das ist ja eure Wohnung, ist ja da noch schön dagegen. Ja, wenn dir unsere Wohnung sowieso nicht gefällt. Aber sie gefällt mir ja. Das, was an eurer Wohnung gefällt mir, dass sie mir nicht gefällt. Weißt du, dass es eine ganz gewöhnliche Wohnung ist. Ich muss nämlich mit Blitz arbeiten. Hier nicht. Du sagst dauernd dasselbe. Ich muss immer dasselbe sagen. Du überfällst mich hier, sagst, du kommst mit einem Modell, noch dazu im Bikini. Kommen tut sie natürlich nicht im Bikini, kommen tut sie mit dem Straßenkleid. Sie ist eine sehr fesche Person, diese Mary. Sie ist mit meinem Freund Sindela praktisch verlobt. Weißt du, aber wenn sie die geringste Schwierigkeit mit dem hat, bin ich jederzeit bereit, sie zu übernehmen. Meinetwegen, aber hier nicht. Danke, Frau. Das ist nicht vergessen, du, der Stankovic, das ist 423, der kriegt einen Leihwagen. Und der Mr. Weid auf 121 kriegt auch einen Leihwagen. Mhm. Aber der Weid kriegt einen großen Leihwagen und der Stankovic kriegt einen kleinen Leihwagen. Gib auch, dass du das nicht verwechselst. Ich werde mich bemühen. Servus. Servus. Also, Tante Rich, mit einem Auto kann wirklich immer ein Irrtum passieren. Ja, indem man zu schnell fährt und bestraft wird. Jetzt ist er ein Witzbold, wisst ihr? Nein, ich meine, wenn man aus Irrtum einen falschen Wagen bekommt. Da war bei uns in Reichenberg ein gewisser Polak und der hat irrtümlich einen falschen Wagen bestiegen, der ihm gar nicht gehört hat und ist einfach damit losgefahren. Na, weit wird er nicht gekommen sein. Haben Sie eine Ahnung, bis Udine ist er gekommen, bis er bemerkt hat, dass er im falschen Wagen sitzt. Wir nämlich hat einen Schnaps trinken wollen und es war keiner da im Handschuhfach, weil der Wagen hat nämlich den hochwürdigen Herrn Pfarrer von Gablons gehört, einen gewissen Pater Wilberger. Das war so ein kleiner Wagen wie für den Stankovic. Jetzt weiß ich nicht, war das ein großer oder ein kleiner Wagen? Man hat mit den Autos immer Schwierigkeiten. So, Tante, das ist sie, die Mary. Küss die Hand. Guten Tag. Ja, und Schluss mit den Höflichkeiten, dann müssen Sie mich beeilen. Komm. Das ist ein Hetz mit dem Willi. Immer hat er so eine Eile in ihm. Weil du aber auch immer zu spät kommst, Mary. Mary heißen Sie? Ja, Mary Sardou. Das heißt, bei Ihnen brauche ich ja den Schmäh nicht. Ich heiße Mrs. Svoboda. Sardou ist nur mein Künstlername. Mein Herr Bräutigam hat mir den Namen gegeben. Angeblich ist das ein französischer Dichter. Haben Sie schon einmal von dem was gehört? Ja. Das wundert mich. Der ist nämlich schon tot. Yeah, da steht ja ein Moped. Wozu brauchen Sie denn ein Moped im Zimmer? Das wird fotografiert von mir, weißt du? Wieso? Ich hab geglaubt, du fotografierst mich. Im Bikini. Ja, dich im Bikini auf dem Moped. So, jetzt sei bitte so lieb und geh dich umziehen. Du hast nichts dagegen, Tante, wenn es bei dir im Zimmer umzieht, gell? Was bleibt mir denn übrig? Okay. Bitte mach dich fertig, aber beeil dich bitte. Okay. Na, die, doch sehr nett, ne? Ich hab so eine Angst, dass der Onkel Oswald kommt. Ja, der Onkel Oswald ist dagegen haben, wenn ein fesches Mädchen im Bikini sieht, ne? Aber nicht hier. Also fotografier sie schnell. Ja, gut.
Du musst mir bitte den Blitz dann halten. Ich? Ja, weil das Ganze muss, wenn es fertig ist, so einen unwirklichen Eindruck machen. Auf mich macht das Ganze jetzt schon einen unwirklichen Eindruck. Der Onkel Oswald. Der Onkel Oswald, der klingelt ja nicht. Und vielleicht hat er seine Schlüssel vergessen. Lass mich nur reden, gell? Ja, Frau Friesner! Gott sei Dank, dass Sie da sind, Frau Friesner. Sie stellen sich noch vor, es rinnt bei mir. Was? Sie müssen gleich mit mir kommen. Ich kann jetzt nicht. Aber Sie müssen kommen, bei mir rinnt das Wasser. Was für Wasser? Im Badezimmer. Ich habe einen Wasserrohrbruch. Wer ist der Herr? Das ist mein Neffe. Macht nichts. Ein Mann ist in jedem Fall eine Hilfe. Das Wasser rinnt nämlich schon in Strömen. Und dann drehen Sie halt den Haupthahn ab. Das wollte ich ja, so gescheit bin ich auch, aber das geht nicht. So geht es nicht. Der Haupthahn klingt. Ich kriege ihm nicht zu. Wahrscheinlich hat ihm der Installateur zu fest angezogen. Bitte, Frau Resi, kommen Sie mit mir. Jeden Moment kann das Rohr platzen. Und dann geht's womöglich durch die Wand in Ihr Badezimmer. Na, da möchten Sie schön mit mir schimpfen. Also kommen Sie, schauen wir, vielleicht kriegen wir den Haupthahn doch zu, nicht? Natürlich, Sie sind ja sozusagen ein Mann. Der Neffe sind Sie, haben Sie gesagt? Ja, ich bin da. Also komm, Willi, machen wir halt einen Sprung hinüber. Sie muss sich ja erst umziehen. Ja. Wer muss sich umziehen? Das interessiert doch jetzt niemand. Ah, mich schon. Ich hab glaubt, bei Ihnen rinnt's. Ah ja, richtig. Also, Frau, ehrlich gesagt, bin ich sehr neugierig. Sie waren die ganze Fahrt hierher so geheimnisvoll. Sie sind so ungeduldig. Ich werde es Ihnen gleich erklären. An Schwarzen. An Weißen. Also, mein Mann betrügt mich. Das ist ausgeschlossen. Erstens ist sowas nie ausgeschlossen und zweitens weiß ich es ganz genau. Und Sie müssen mir dabei helfen, dass ich ihn erwische. Das kann ich doch nicht mehr, Frau. Sie müssen sich einen Privatdetektiv nehmen. Sie sind mir lieber. Also er muss eine Geliebte in Wien haben. Manuela heißt sie. Ich habe nämlich gehört, wie er telefoniert hat und gesagt hat, dass er sich freut, dass er die Manuela sehen wird. Außerdem hat er ihren Namen im Schlaf gemurmelt. Ist ja kein Beweis. Man murmelt doch im Schlaf alles Mögliche. Mein Mann hat bisher in 24 Jahren Ehe noch nie etwas im Schlaf gemurmelt. Auf einmal murmelt er, noch dazu Manuela. Er bleibt bis zum Sonntag hier und bis Sonntag müssen wir herauskriegen, was wirklich mit ihm los ist. Mir Frau, ich sage Ihnen noch einmal, nehmen Sie sich einen Privatdetektiv. Nein, ich will Ihnen die Wahrheit sagen, Herr Huber. Ich habe schon einmal einen Privatdetektiv angeheuert, dass er meinen Mann beobachten soll. Aber mein Mann hat das bemerkt und hat ihn so gehaut, dass er in Spitalsbehandlung hat müssen. Was? Ja, aber nur auf 3 Tage. Also bei Ihnen wäre mein Mann sicher nicht so rabiat. Ja, möglicherweise käme ich mit einem Tag Spitalsaufenthalt davon. So, da bin ich. Wo sind denn die? Hallo, Willi, Dame. Die sind nicht da. Ist das gestattet? Na, sowas. Die Küche. Was? Scheint, ich bin in der falschen Wohnung. Resi! Hier bin ich. Was ist denn das? Das ist die Mary. Mary Sardou, wenn Sie gestatten. Eigentlich mit Mrs. Woboda. Sagen Sie mal, wie kommen denn Sie hierher? Ja, das wissen Sie nicht. Nein, sonst hätte ich ja nicht gefragt. Und wieso haben Sie nichts an? Ja, wieso habe ich nichts an? Das frage ich ja nicht. Sie haben doch praktisch außer dem Bikini nichts an. Ja, und der Bikini ist nichts. Da sollten Sie mich einmal ohne sehen. Um Gottes Willen. Bitte, ich will Ihnen nicht nahe treten. Und das möchte ich Ihnen auch nicht raten. Da haben schon einige Männer einige Unannehmlichkeiten erlebt. Wollen Sie mir jetzt endlich erklären, wieso Sie hier hereinkommen? Na, der Willi hat mich ja bestellt. Was für Willi? Ach so, mein Herr Neffe, das hätte man denken können. Da setzt er Sie einfach hierher und gibt Ihnen eine Cola zu trinken? Und das Cola habe ich mir selber genommen. Und wenn Sie gestatten, werde ich es bezahlen. Das spielt doch gar keine Rolle. Aber was soll das Ganze bedeuten? Na was? Ein Foto. Ein Werbefoto. Für Bikinis oder Mopeds. Was weiß ein Fremder. Ja, Oswald, du bist da? Na, das siehst du ja. Aber wo kommst denn du auf einmal her? Ja, ich war bei der Frau Grieser, die hat einen Wasserrohrbruch, weißt du, und da habe ich ihr helfen wollen, der Willi auch. Aber der ist so fest zugedreht, der Hahn, weißt du? Wir wollten ihn aufdrehen, aber der...
Ich habe das Gefühl, ich bin in einem Narrenhaus. Was hat denn der Wasserhahn von der Grisa mit dem Moped? So, lass mich doch ausreden. Die Grisa ist hinunter zur Hausmeisterin, damit die den Haupthahn im Haus abdreht. Einstweilen hält der Willi das Wasser fest. Was für Wasser? Na, das, was bei der Grisa ausrennt. Können wir jetzt endlich fotografieren? Ich muss nämlich bald weg. Ja, wie der Willi da ist. Kommen Sie hinüber ins Zimmer. Das Cola zahle ich. Ja, ja, ist schon gut. Ich bitte, ich mach dem Willi keinen Krach. Ich hätte große Lust dazu, aber solange er nicht von mir verlangt, dass er mich auf dem Moped fotografieren lässt. Wir könnten sich ja zusammen fotografieren lassen. Ich und Sie. Sie im Badeanzug. Das wäre ein originelles Foto. Ja, das stelle ich mir sehr originell vor. Wissen Sie, dass es schon langsam kalt wird in dem Bikini? Haben Sie nicht irgendein Tüchel oder was? So, alles in Ordnung. Der Haupthahn ist abgedreht und... Servus, Onkel Oswald, mit dir habe ich nicht gerechnet. Ja, mit dir auch nicht gerechnet. Und nicht mit einem Moped und schon gar nicht mit einer Dame im Bikini. Naja, aber gefällt sie dir nicht? Darüber gebe ich keine Auskunft. Schade, ich hätte Ihnen so gern gefallen. Ja, komm, du flirt nicht mit meinem Onkel. Sie, pass auf, du setzt dich aufs Moped und ihr zwei stürzt euch daneben. Welche ihr zwei? Naja, du und die Tante, ihr markiert zwei Passanten. Was sollen wir markieren? Na, schau, ihr markiert zwei Leute, die dem Mädchen auf dem Moped zuwinken. Also ich winke niemandem zu. Ja, bitte, Onkel Oswald, das ergibt einen ganz tollen, surrealistischen Effekt. Stell dir das einmal vor. Das Moped, die Mary, die Tante Resi und du. Das ist doch was Ausgefallenes. Und jeder wird fragen, wer ist der alte Trottel, der einem Mädel im Bikini in sein Zimmer zuwinkt? Nein, sondern jeder wird fragen, was ist das für ein Moped, das alle Leute so in Begeisterung versetzt? Also komm, bitte, Mary, setz dich auf das Moped. Und ihr beiden seid so lieb und winkt. Naja, meinetwegen, es tut ja nicht weh. Also mir tut sowas weh. Hallo, mir ist kalt. Entweder wir fotografieren oder ich fahr zu Hause. Also bitte, wenn ihr kalt ist. Ne? Danke. So, bitte, jetzt seid ganz locker und freundlich, ja? Locker. Es ist doch nichts dabei. So wenig. Ja. Gleich noch einmal. Ich gehe ins Sanatorium. Entschuldigung, vielmals. Schon wieder unpünktlich. Also ich bin immer pünktlich auf die Minute. Die Männer sind ja meistens pünktlich. Unpünktlich sind eigentlich nur die Frauen. Also meine nicht. Das heißt, ich habe da eine in Reichenberg gekannt. Ja, wo denn sonst? Was heißt, wo denn sonst? Ich bin in der Welt sehr viel herumgekommen. Ja, aber erzählen uns Sie nur von Reichenberg. Also, was haben Sie? Ich wollte ganz was anderes erzählen. In Reichenberg? Ja. Ich wollte ja. Also pass auf, meine Herren, jetzt werde ich euch einmal was sagen. Ich muss weg. Was weißt du nicht? So, hier ist mein Schlüssel. Ich komme heute Abend später. Bitte sehr, viel Vergnügen, Herr Recht. Danke. Aber das macht doch nichts. Die Hauptsache, dass Sie überhaupt gekommen sind. Vielen Dank. Die Speisekarte bitte. Nein, danke. Haben Sie sich nie. Aber trinken wir mal was, ne? Ja, bringen Sie bitte eine Flasche. Gerne. Ja, guten Abend, Herr Risch. Ja, das ist aber eine Überraschung. Ich bin wirklich überrascht. Wie kommen Sie denn hierher? Ja, zufällig. Ganz zufällig. Das ist der Huber, Chefportier vom Hotel Sacher. Ich kenne ihn sowieso. Ah ja? Ja, natürlich. Ich glaube, ich kenne die gnädige Frau auch. Ich weiß nur momentan den Namen nicht. Ja, also Wiedersehen, Herr Ober. Hat mich sehr gefreut. Wiedersehen. Was, Sie wissen überhaupt nicht, dass Sie kommen? Nein, eigentlich nicht. Ja, sagen Sie, was wissen Sie eigentlich? Sag mal, was willst du von dem Max? Lass ihn in Ruhe. Ja, aber der weiß ja nicht mehr, wer die Rita Casani ist. Ah, da kommt sie ja. Guten Tag, mein Name ist... Aber den brauchen Sie doch nicht zu sagen, Ihr Frau. Den Namen Rita Casani kennt man in ganz Europa. Ich hoffe, auch außerhalb Europas. Ja, außerhalb Europas war ich noch nicht. Ihr Frau, Ihre Appartements sind bereit. Mein Kollege hat mich schon darauf aufmerksam gemacht, dass Sie heute kommen. Ganz bereit sind von ihm. Ja, bitte, meine Frau. Darf ich gleich einen Gebiet machen? Nein, bitte nicht jetzt, im Moment, lieber Freund. Ich komme dann später herunter und gebe eine Pressekonferenz. Auf Wiedersehen. Bis dann. Na,
Herr Huber, ja, was ich sagen wollte, machen Sie mir eine Rechnung zurecht, bitte. Ja. Ich reise morgen ab. Ja, morgen wann denn bitte? Am Abend. Aha. Am Nachmittag gehe ich noch zum Trabrennen. Zum Trabrennen? Ja, na, was ist da so sonderbar dabei? Na, Sonntag gehen viele Leute zum Trabrennen. Ja, ich auch. Mhm. Aber sagen Sie was anderes, Herr Huber. Ja. Wissen Sie vielleicht, warum sich meine Frau in Innsbruck nicht meldet? Ich rufe sie an, sie ist nicht zu Hause. Ja, da kann ich nichts dazu sagen. Wird da nichts passiert sein? Nein, bis jetzt ist nichts passiert. Ich wünsche viel Vergnügen zum Trabrennen. Guten Tag, Herr Resch. Bitte kommen Sie gleich mit mir, ja? Da dürfen Sie nicht durch. Das ist nur für Rennstallbesitzer. Meine Herren, der Kommerzialrat. Ist der Bürger drauf? Was mache ich jetzt? Ja, besorgen sich vielleicht ein Fernglas. Wo kriegt man so ein Fernglas? Beim Schür. Ich werde Ihnen besorgen. Bitte. Achtung, Achtung! Das nächste Rennen, der große Preis von Österreich, wird in circa 2 Minuten gelaufen. So, wie Frau, bitte schön. Dankeschön. Zum Start, bitte. Das schaust du, was? Ja, eigentlich nicht. Der Huber war so merkwürdig, da habe ich gedacht, da steckt irgendwas dahinter. Übrigens darf ich bekannt machen, Herr und Frau Wieser, meine Frau. Ich habe Ihnen soeben ein Traberpferd abgekauft. Was? Ja, du hast doch gesagt, du möchtest immer ein Pferd haben. Dann habe ich eins gekauft. Das ist aber... Das ist nett von mir, nicht? Er kann aber ganz gut handeln, der Herr Gemahl. Dabei hat das Pferd eben das Rennen gewonnen. Sehen Sie, da ist es. Sagen Sie, wie heißt denn das Pferd eigentlich? Das wissen Sie nicht? Manuela! Bitte so. Danke, mein Schatz. So. Darf ich? Frau Lillin, Sie haben mich sprechen wollen. Was gibt's denn? Etwas Erfreuliches. Ich komme zum Film. Was heißt das? Naja, ich bin entdeckt worden. Das gibt's nicht. Wieso? Das liest man doch täglich in den Illustrierten. So, wie heißt denn Ihr Entdecker? Zwiesel. Heribert Alfonso Zwiesel. Haben Sie von dem schon was gehört? Den kenne ich sogar. Ja, also ich soll in seinem nächsten Film die Hauptrolle spielen. Ja, können Sie den überhaupt spielen? Naja. Er sagt, das ist egal. Die größten Karrieren haben Mädchen gemacht, die nie Film oder Theater oder sonst was gespielt haben. Aber natürlich habe ich mich mit meiner Million an dem Film beteiligt. Ja, er sagt, das ist so üblich. Aber Schatzi, sei doch vernünftig. Ja, sag nicht Schatzi zu mir, Untermensch.
Also hast du nun diesem Weibsbild einen Vertrag gegeben oder nicht? Du weißt doch selbst, was ein Vertrag von mir wert ist. Nichts. Das habe ich eben gemerkt. Da habe ich nun einen Vertrag für diesen Film. Und jetzt lese ich, dass diese Kuh die Rolle spielen wird. Aber ich musste das doch in die Zeitung geben, wenn sie mir Geld gegeben hat. Sie hat dir Geld gegeben? Ja, 1 Million. Was, sie hat dir 1 Million gegeben? Ja. Auf was hinauf? Auf mein ehrliches Gesicht. Auf dein ehrliches Gesicht bekommst du keine Million, sondern 2 Jahre schweren Kerker. Deine leise Ironie zieht bei mir nicht. Natürlich werde ich sie die erste Szene spielen lassen, dann werde ich zu ihr sagen, liebes Fräulein, Sie sind leider nicht talentiert genug für diese Rolle. Ich muss diese Rolle leider umbesetzen. Und dann spielst du diese Rolle. Na also, damit beweist du wenigstens, dass du weißt, was eine gute Schauspielerin wert ist. Natürlich weiß ich das. Ich habe schon bei der Knef, bei der Kotschern, bei der Rücker, bei der Kral und bei der Kubitschek anfragen lassen. Keine hat Zeit. Du bist also die Beste. Wo ist das Weib? Wo ist dieses Siegel? Ich zerreiß sie, wenn sie kommt. Was heißt 30 Komparsen? Am Ende bildet er sich ein, er ist das Cecil Bemille. Ja. Wo ist mein angeblicher Star, den Sie aus dem Nichts geholt haben? Da kommt sie, aber sind Sie freundlich mit ihr? Wenigstens bis Mittag, dann schmeiße ich Sie sowieso heraus. Dann ist ja alles in Ordnung. Entschuldigen Sie bitte, dass ich mich verspätet habe, aber bei mir wird es leider Gottes immer zu spät. Das müssen Sie sich beim Film abgewöhnen bis Mittag. Ich meine, bis Mittag haben wir nicht Zeit, auf Sie zu warten. Also halten wir es nicht mit Aphroditen auf, wir müssen drehen. Passen Sie auf, Fräulein. Haben Sie das Drehbuch gelesen? Was ist das? Ist das, um was wir uns nicht kümmern. Seien Sie froh, dass Sie kein Drehbuch bekommen haben. Das macht nur nervös. Also, alles auf die Plätze. Alles auf die Plätze. Dann. Guten Tag, Herr Kerzel. Was darf sein? Das Übliche, vielleicht ein Whisky? Nein, lieber Freund, bringen Sie mir etwas ohne Alkohol. Bitte gern. Was darf sein? Tja, da bin ich überfragt. Ohne Alkohol kenne ich eigentlich gar nicht. Also, mein liebes Fräulein, wir haben sich das gründlich überlegt, der Herr Regisseur und ich. Es geht nicht. Sie können die Rolle nicht spielen. Aus Ihrer Filmkarriere wird leider nichts. Naja, kann man nichts machen. Sie werden mir einfach das Geld zurückgeben. Also, und davon kann keine Rede sein. Wissen Sie, ich brauche das Geld. Was ich nicht brauche, sind Sie, liebes Fräulein. Aber es ist doch mein ganzes Geld. Ja, natürlich. Aber wenn der Film halbwegs ein Geschäft wird, kriegen Sie ja sowieso das ganze Geld wieder retour. Bitte, wenn es eine Pleite... Verliere ich womöglich die Million? Kann passieren. Aber schauen Sie, es gibt so viele Menschen, die keine Million haben. Was? Wer ist denn das? Was, also die kennen Sie nicht? Das ist die Rita Casani. Die spielt die fragliche Rolle. Ach so, das war wohl von Anfang an geplant, was? Ja. Nein, also man muss natürlich vorsorgen, nicht? Jetzt durchschaue ich das Ganze. Wissen Sie, was Sie sind? Ja, aber wenn Sie mir das sagen, klage ich Sie. Ein Betrüger sind Sie, ein Gauner, ein niederträchtiger Schuft. Das gute Kind ist ein bisschen nervös. Das Stubenmädelkostüm muss sie mir zurückstellen, sonst sehen wir sich vor Gericht wieder. So, und du schnell vor die Kamera und agieren. Ein bisschen übertreiben, aber nicht zu viel. Es geht um das Prädikat besonders wertvoll. Herein. Grüß die Hand, Kollege. Pardon, ich wollte zu Fräulein Lilian Graf. Was wollen Sie denn von der? Das geht doch Sie nichts an. Sie sind doch hier nur ein... Aber Sie sind kein Stubenmädel von da. Nein. Das habe ich mir gedacht, wenn Sie ja alle anders angezogen. Hat das Fräulein Graf schon ein eigenes Stubenmädel? Das ist interessant. Aber wo ist sie denn eigentlich, das Fräulein Graf? Die ist jetzt nicht in der Laune, sich von Ihnen fotografieren zu lassen. Aber, das ist typisch. Kaum ist denn ein bisschen was beim Film, schon hat sie Allüren. Wahrscheinlich hat sie eine ganz nette Larve und jetzt... So eine Frechheit, was heißt Larve? Und schauen Sie doch an, diese Mädel, die zum Film bin, wie die ausschauen. So vorne ein bisschen gepolstert, das sind Sie ja auch, aber Sie haben noch was, so im Gesicht. Was habe ich im Gesicht? So was Nettes, Menschliches. Ja, aber Sie will ich ja nicht fotografieren. Und warum nicht? Keine Zeit. Aber vielleicht später, am Abend, wenn wir miteinander im Prater spazieren gehen. Ach so, wir sind heute Abend im Prater miteinander. Ja, das wussten Sie nicht. Natürlich sind wir heute Abend im Prater miteinander. Tanzen und so weiter. Also und so weiter kommt überhaupt nicht in Frage. Sie sind doch ein frecher Kerl. Ich kenne Sie doch erst seit 2 Minuten. 3.
Aber was ich in diesen 3 Minuten schon alles von Ihnen weiß? Einen Schmarrn wissen Sie von mir. Ich bin gar kein Stubenmädchen. Ich bin nämlich das Fräulein Lilian Graf. Oh je. Da bin ich jetzt wohl in etwas getreten. Möglicherweise in ein Fettnäpfchen. Aber gnädige, schauen Sie nicht so ungnädig. Ich verstehe, dass Sie ein bisschen verärgert sind, aber ich bin berühmt dafür, dass ich verärgerte Mädchen in den siebten Himmel hebe. Sie sind ein unverschämter Frechdachs. Aber das gefällt mir an Ihnen. Danke. Also, ich hole Sie um 6 ab und wir gehen in den Prater. Und Sie werden sich ganz bestimmt anständig benehmen? Ganz bestimmt nicht. Sagen Sie, Minderwertigkeitskomplexe haben Sie nicht. Sie vielleicht? Haben Sie vielleicht gehört, dass ich geerbt habe? Ja, natürlich, von der Baronin Troll. Die habe ich auch einmal fotografiert, für die Salonzeitung. Das war eine entzückende Dame. Schade, dass die so früh gestorben ist. Naja, immerhin war sie 82. Ja, ihr war sicher zu früh. Und sie haben sie geerbt. Alles. Eine ganze Million. Das stört mich aber nicht. Ich habe sie aber nicht mehr. Man hat sie mir wieder abgejagt. Auch das stört mich nicht. Sehen Sie, Unrecht gut gedeiht nicht. Ach, was heißt Unrecht gut? Ich habe doch kein Unrecht gut erworben. Sie nicht, aber die Baronin Trull. Glauben Sie mir, ich kenne ja Ihre Vergangenheit. Oh, guten Tag, Herr Kerzel. Womit kann ich dienen? Ich weiß im Moment nicht. Sagen Sie, was ist denn eigentlich mit dem Huber los? Der ist ja im Krankenstand seit 3 Tagen. Er hat Schnupfen. Was? Ein Schnupfen jetzt im Sommer? Ja, bei Gott, beim Huber und beim Schnupfen ist alles möglich. Aber bedrückt Sie etwas? Kann ich vielleicht irgendwie... Erstens einmal bedrückt mich nichts. Ich habe mich fest entschlossen, nicht ins Sanatorium zu gehen. Und zweitens, wenn mich etwas bedrücken würde, Herr Brecher, Sie sind ein netter Mensch, Sie sind auch bescheiden, sympathisch. Ihre Intelligenz hält sich in gewissen Grenzen. Aber Huber, Huber sind Sie keiner. Auf Wiedersehen, Herr Brecher. Auf Wiedersehen, Herr Kerzel. Sagen Sie, Theo, was ist eigentlich mit diesem Fräulein Graf los? Lilian Graf, vorhin ist angerufen worden, man will Sie sprechen. Ja, sie schläft mehr oder weniger nur hier. Mhm. In der Früh nach dem Frühstück geht sie weg, oft bis tief in die Nacht hinein, hat mir der Taverne erzählt. Aber wo sie sich aufhält und mit wem sie sich herumtreibt, das weiß er natürlich nicht. Du nicht weiter, Willi? Erstens ist es zu heiß, zweitens bin ich zu faul und drittens finde ich, wenn es höchste Zeit ist, du mir wieder mal sagst, dass du mich liebst. Das habe ich dir heute aber schon einige 100 Mal gesagt. Ich weiß aber, wie du mir es ganz einfach sagen könntest. Wie? Du sagst, wir heiraten. Wenn du das noch einmal sagst, dann springe ich ins Wasser. Wieso ist diese Vorstellung so schrecklich? Vor Freude. Aber sag, ist das nicht ein bisschen schnell? Mein Vater hat auch schnell geheiratet. 4 Mal. Nein, aber ich möchte bei diesem einen Mal bleiben. Das schwöre ich. Das hast du sehr lieb gesagt. Ja, Herr Dr. Kretschmeier. Guten Tag, Herr Doktor. Hier spricht Huber. Huber, Ihr Patient Hubert. Also, wir haben viele Patienten, Huber. Ja, ich bin der Dicke. Sind alle dick. Ja, ich bin Chefportier erkältet. Ja, Huber. Herr Doktor, bitte, ich habe eine Bitte an Sie. Sie kommen ja morgen zu mir. Ja, und da möchte ich Sie bitten, dass Sie mich gesund schreiben. Gesund schreiben. Ja, Herr Doktor, ich weiß, ich verstehe das natürlich selber am besten, aber meine Schwester, Herr Doktor, meine Schwester, die will, dass ich noch 1-2 Tage liegen bleibe und die könnte Ihnen das einreden. Ja, Herr Doktor, schon. Bitte, Herr Doktor. Ja, Herr Doktor. Gut. Ja, danke, Doktor. So besser kenne ich dich. Hast du dem Herrn Huber Bescheid gesagt? Ja, da kommt er schon. Herr Huber, ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Ich möchte mich nämlich mit Ihnen beraten. Ja. Der Herr Zwiesel hat mich angerufen und er will mich dringend sprechen, aber ich bin sehr misstrauisch gegen ihn. Das glauben Sie, wie recht Sie haben. Na und
Könnten nicht Sie mit mir zu ihm gehen? Ja, gnädigste, ich kann jetzt nicht hier weg. Na, könnten Sie keinen Ersatz? Naja, den Blech, aber den müsste ich erst anrufen. Na, das ist zu spät. Ich soll nämlich schon um 11 bei ihm sein, beim Zwiesel. Was? Ist ja schon 11:45. Ach, leider Gottes, bei mir wird's immer zu spät. Na dann, auf Wiedersehen. Ist ja an. Herr Huber, einen Moment. Herr Bamberger, was machen Sie eigentlich in Wien? Machen Sie hier einen Film? Ja, erraten. No. Und zwar, wissen Sie, ist da ein Produzent, den werden Sie sicherlich kennen, ein gewisser Zwiesel. Na, und ob ich den kenne? Ist der seriös? Naja, soweit beim Film jemand seriös ist. Also nicht? Naja, macht auch nichts. Ich bin ja auch nicht auf der Wassersuppe dahergeschwommen. Der hat nämlich jetzt die Rita Casani im Vertrag und die ist plötzlich beim Verleih sehr beliebt und darum habe ich auch das Geld bekommen beim Verleih. 1 Million hat er ja schon von einer Dame. Das wird er zurückgeben müssen, das Geld, weil der Verleih, der besteht nämlich darauf, dass nur der Verleih und ich in das Geschäft einsteigen. Ja. Das ist ausgezeichnet. Das Geld ist nämlich von einer guten Bekannten von mir. Donnerwetter, solche Bekannte haben Sie? Das werden wir merken müssen. Dann werde ich nächstens, wenn ich wieder einen Film mache, mich an Sie wenden. Stehen gern zur Verfügung, allerdings nur für Ratschläge und Auskünfte. Aber jetzt entschuldigen Sie mich bitte, ich habe zu tun. Verzeihen. Bitte, mein Herr, was darf ich bringen? Eine Milch, warm. Mit Zucker? Nein, danke. Zucker habe ich selber. Ja? Entschuldigen Sie, Herr Zwiesel, dass ich mich verspätet habe. Aber das spielt ja überhaupt keine Rolle. Liebes Fräulein, bitte nehmen Sie Platz. Wollen Sie irgendetwas trinken? Nein, ich habe sehr wenig Zeit. Ich habe eine Verabredung mit meinem Bräutigam. Also, um es kurz zu machen, ich löse den Vertrag mit Ihnen auf und gebe Ihnen das Geld zurück. Nein. Ja, wir haben sich das gründlich überlegt und sind zu dem Entschluss gekommen, wir machen diesen Film ohne Ihr Geld. So bitte, da haben Sie Ihren Vertrag retour, Sie brauchen nur da unterschreiben, dass Sie ihn annullieren, dann bekommen Sie Ihr Geld zurück und die ganze Angelegenheit ist erledigt. Sie, da steckt doch was dahinter. Was soll denn da dahinter stecken? Ich bin doch kein Gauner. Das hätten Sie nicht sagen sollen. Herr Zwiesel, ein Herr Huber besteht darauf. Verlieren! Nicht unterschreiben, nicht den Vertrag auflösen. Ja, ich wollte sowieso nicht. Sie hätten es wahrscheinlich doch getan. Sie wird es auch tun. Sie wird doch nicht 1 Million in das unsichere Filmgeschäft stecken. Ich bin doch ein anständiger Mensch und gebe das Geld zurück. Sie sind weder das eine, noch tun Sie das andere. Heute ist nämlich bei uns im Hotel ein gewisser Herr Bamberger gestiegen. Habe ich mir's nicht gedacht, dieser Bamberger. Immer muss er das machen. Ich meine, immer muss er was offen haben. Also ich verstehe das alles nicht. Ich erkläre es Ihnen später. Hauptsache, der Herr Zwiesel versteht's. Ich verstehe überhaupt niemanden. Was wollen Sie eigentlich? Ich? Nichts. Das Fräulein. Was will ich? 5% Zinsen und eine Beteiligung am Reingewinn des Films. Also erstens hat es bei dem Film noch nie einen Reingewinn gegeben und zweitens 5% Zinsen für ein Geld, das ich erst ein paar Tage habe. Behalten Sie es? Herr Huber! Keine Angst, er kann es nicht behalten. Sonst steigt nämlich der Bamberger und der Verleih vor allem nicht in den Film ein. Also Herr Zwiesel, wie haben wir es denn? Was soll ich tun? Immer bin ich ein Opfer meiner Anständigkeit. Wenn ich Zeit habe, werde ich um Sie weinen. Aber zunächst schlage ich vor, dass Sie den Brief diktieren, in dem Sie sich verpflichten, dem Fräulein Graf die Million mit 5% Zinsen zurückzuzahlen und Sie am Reingewinn des Films zu beteiligen mit, na, sagen wir... Das ist zu viel. 10%. 2% ist das Höchste. Also, sagen wir, mit 5% beteiligen Sie sich. Na? Sie hätten nicht Portier werden sollen, sondern Haifisch. Ich gehe den Brief diktieren. Ich verstehe noch immer nichts. Aber die Hauptsache ist, ich kriege das Geld zurück. Mit Zinsen sogar. Ich bin Ihnen ja so dankbar. Onkel Oswald. Was ist das, meine Provision, dass Sie mich zum Onkel machen? Nicht ich habe Sie zu meinem Onkel gemacht, sondern Ihr Neffe Willi. Was, Sie kennen den Willi? Noch viel mehr sogar. Ich heirate ihn heute um 1 Uhr. Es ist aber schon 12:30. Um Gottes Willen. Er hat gesagt, wenn ich heute zu spät komme, dann nimmt er die erste Beste. Also das darf auf keinen Fall passieren. Wer weiß, wer die erste Beste ist. Kommen. Thank you.
wartet denn da? Das weiß ich auch nicht, aber ich glaube, ja, da kommt ja die Braut. Ja, Huber heiratet? Wieso rennen denn die so? Na hören Sie, bei ihm ist es ja höchste Zeit. Sacha Portier? Ja, meine Frau, bitte, für wann sollten das Zimmer reservieren? Was, für heute? Nein, meine Frau, das ist völlig ausgeschlossen. Da brauchen Sie gar nicht erst mit der Rezeption verbinden. Nein, meine Frau, es ist Messezeit. Wir sind völlig ausverkauft. Ja, bitte, wenn Sie wünschen, verbinde ich Sie mit der Rezeption. Glaubt man nicht, die Dame. Herr Pawlicek, da ist eine ungläubige Dame, die nicht glauben will, dass bei uns heute kein Zimmer zu haben. Haha, ja, das habe ich nicht gesagt, das können Sie tun. Herr Huber, ja? Darf ich etwas Privates sagen? Natürlich, ist ja niemand da. Ich heirate am 15. Das ist eine Überraschung. Ja, mehr oder weniger. Ja, gratuliere. Danke. Wie geht's denn eigentlich Ihrer Schwester in der Ehe? Glänzend. Wünsche Ihnen, dass es Ihnen so gut geht, wenn Sie verheiratet sind. Mir geht's natürlich gar nicht gut. Ich merke jetzt erst, wie sehr sie mich verwöhnt hat, Therese. Ist die angefangen? Jetzt habe ich die verwechselt mit der Baronin Königswarte, aber die ist ja schon tot. Die Baronin. Jetzt bin ich neugierig, welchen von den beiden die heiraten wird. Herr Huber, warum heiraten Sie eigentlich nicht? Ich meine, jetzt eben, wo Ihre Schwester nicht mehr für Sie sorgt und Sie... Naja, wissen Sie, mit dem Heiraten, das ist eine Sache bei mir. Ich glaube, ich könnte mich nicht mehr dran gewöhnen, dass eine Frau um mich ist. Ich meine, in der Beziehung war ja meine Schwester keine Frau. Naja, die waren Sie eben schon gewöhnt. Sehr richtig, aber eine, die ich jetzt heiraten würde, nicht? Das ist doch mehr oder weniger eine wildfremde Person. Und wenn die mir dann vorschreiben würde, was ich essen soll, was ich anziehen soll, mit wem ich verkehren soll... Das wäre. Servus, meine Herren. Danke, Herr Blecher. Gnädige Frau, der Herr Gemahl wartet bereits in der Halle. Bitte schön. Na, und wann wirst du heiraten? Ihr fragt alle dasselbe. Ich hab doch überhaupt keine Ursache zu heiraten. Die Frau Trischler kommt jeden zweiten Tag zu mir und räumt mir auf und kochen tue ich mir selber. Und isst du das auch selber? Ich koche sehr gut. Weiche Eier, harte Eier, Rühreier. Gulasch, Reis, Fleisch. Gefüllte Paprika, Seuchfleisch mit Linsen. Na, du bist ja die lebende Speisekarte. Naja, wenn du mal in Pension gehst, da wird das alles viel einfacher. Was heißt das? Wie kommst du auf sowas? Das ist ja nicht so ausgefallen. Die Jahre hast du schon, genau wie ich. Ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich mich nicht pensionieren lasse. Das heißt, um die Wahrheit zu sagen, meine Frau bedrängt mich. Ist das auch ein Grund, dass ich nicht heiraten möchte? Ne? Frau würde mir doch zureden.
mich pensionieren zu lassen, damit sie mehr von mir hat. Ach so, du meinst, meine Frau will mehr von mir? Daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Also das ist alles. Servus. Guten Tag, meine Herren. Guten Tag und adieu. Servus, Blechert. Servus, koche wohl. Jetzt kocht sich der Huber das Essen selber, seit was seine Schwester verheiratet ist. Da war bei uns in Reichenberg ein Architekt, Hanslik hat er geheißen. Der ist in späten Jahren Witwer geworden und hat zu kochen angefangen. Und er hat so glänzend gekocht, dass er sich auf Anraten seiner Freunde in der Jeschkenstraße ein Gasthaus aufgemacht hat. Im Volksmund hat man das genannt zur blauen Birne. Weil der Hanslik hat nämlich so eine Birne gehabt und der war meistens blau. Und da, oh Herr Professor, die Schlüssel bitte für den Herrn Professor. Folgen Melodien aus der Oper Die Zauberflöte von Wolfgang Amadeus. Nicht, wenn ich koche. Zauberflöte ist sehr schön, aber wenn Kuchen geht, ganze Zauberflöten. Das Kuchen ist besonders schön, das wird ein jeder gleich verstehen. Was koche ich, was koche ich, was koche ich, was koche ich? Och, ich nur. Guten Abend. Ja, Kiste an. Pardon. Meine Frau, wohnen Sie bei uns? Nein, noch nicht, aber ich möchte gern. Ich suche nämlich dringend ein Hotelzimmer. Wei. Ich war schon in allen möglichen Hotels, nirgends was zu finden. Sie haben Messe, nicht? Natürlich, ich bin ja zur Messe gekommen, aus Wels. Wir haben dort eine Maschinenfabrik. Griffel und Gruh, kennen Sie die? Leider nein. Und der Herr Gemahl? Der ist nur mehr der Co. Wir sind geschieden. Ja, ich habe ja im Grand Hotel ein Zimmer bestellt, aber angeblich haben die meinen Brief nicht bekommen. Jetzt stehe ich da mitten in der Nacht ohne Zimmer. Wir haben leider auch keins, beim besten Willen. Oh, gehen Sie aber, die schauen Sie noch einmal nach. Ich bin ja schon todmüde. Das ist wirklich nichts für... Also nicht einmal ein Chauffeurzimmer. Das heißt... Ja? Naja, der Herr Kerzel ist in Paris. Oh gut, das Zimmer geben Sie mir. Moment. Ja, der 22.50er aus Paris, der ist schon da. Also heute kann der Herr Kerzel nicht mehr kommen. Aber morgen geht das erste Flugzeug aus Paris, kommt um 11. Der erste Zug um 13 Uhr. Naja, also gut. Ich kann Ihnen das Zimmer geben. Gott sei Dank. Ich bin ja schon todmüde. Liebe Frau, aber die Sachen vom Herrn Kerzel sind noch im Schrank. Das macht doch nichts. Das Einzige, was ich brauche, ist ein Bett. Das ist für Sie. Danke vielmals, aber deshalb habe ich es nicht gemacht. Natürlich nicht, danke. Bis der Abend, gute Nacht. Bitte, dort ist der Aufzug. Bitte, nach. Hotel Sacher, Nachtportier. Hallo. Hallo, Taxi. Auch das noch. Ja, servus. Ja? Servus. Kennst mich nicht? Ich bin doch der Hunterer. Ach so? Ja, und du bist doch der... Na? Kerzel ist mein Name. Der Kerzel. Ich hab's gewusst. Du, wir kennen uns doch von der... Na? Vielleicht von der Malerakademie? Natürlich. Von der Malerakademie. Aber dass du sowas vergessen kannst. Mein Gott, das ist schon so lange her und da waren so viele Leute. Mach dir nichts. Hauptsache ist, ich hab dich wiedererkannt. Sag einmal, wo kommst du denn her um die Zeit? Aber, aus Paris. Der Zug hat 3 Stunden Verspätung gehabt und seit München war nichts mehr zu trinken im Speisewagen. Nichts zu trinken? Ja, gibt's denn sowas? Dem muss rasch abgeholfen werden. Hast kein Gepäck? Das lass ich morgen vom Hotel abholen. Nur das Kofferl hier habe ich. Warum? Weil wir natürlich was trinken gehen. In die Charlie Bar, gleich ums Eck. Ist ein prima Lokal. Ich komme aus Paris. Das ist eine herrliche Stadt. Ach, wunderbar. Und schöne Frauen. Meine Dame, ich nehme sie mit. Herz zu. Das ist der weltberühmte Maler Kerzel. Ja, weltberühmt bin ich nicht. Aber wenn ich noch etwas zu trinken bekommen würde, würde ich vielleicht weltberühmt werden. Natürlich kriegst du was zu trinken. Du, ja. Ich hol da gleich was. Das ist ein netter Mensch. Er wollte noch was zu trinken. Schätzchen, du bist süß, aber schwer. So. Bitte, Herr Tovani. Was heißt, was für Zimmernummer? Das ist doch der Nachbartier. Ja, sagen Sie, wie lange sind Sie im Sacher?
12 Jahre? Hm, der ist kürzer da. Ja, es ist der Nachbar. Was? Huber, der Tagportier. Tagportier wie Nachbartier. Hm. Ja, hallo. Wer ist dort? Frühstückszimmer. Ja, Meisel, servus. Ja, ich bin falsch verbunden. Ich wollte den Tovani. Was heißt, wer das ist? Der Nachbartier. Kennst du nicht? Warum, den kennt keiner. Geh, gib mir die Portierloge. Ja, brauchst nur 13 und leg auf. Ja, servus. Ja, Tovani, servus, Herr Huber. Du, ich habe eine Bitte an dich. Ja, ich bin's, der Huber. Ja, bin froh, dass endlich einer da ist, der dich kennt. Hör zu, ich möchte Folgendes. Mein Wecker ist heute nicht heruntergegangen. Ich möchte noch gern frühstücken. Darf ich das? Ja, komm ein bisschen später. Ja, sehr nett. Ja, Ei darf ich mir auch machen, fein. Dauert aber dann noch 4 Minuten. Ja? Gut ist. Gut, servus. Das ist ein netter Kerl. Was kennt ihn keiner? Also wollen Sie die Zeche jetzt zahlen oder nicht? Ja, womit denn? Ich habe doch kein Geld. Also Zechsprellerei. Da hat er wird doch recht. Aber nein! Mir wurde die Brieftasche hier gestohlen. Von wem? Von wem? Vermutlich von den Damen. Zeigen Sie mir eine Legitimation. Zeigen Sie mir meine Brieftasche, dann zeige ich Ihnen eine Legitimation, weil meine ganzen Papiere sind in der Brieftasche und die ist weg. Tja, also mein lieber Herr, zahlen können Sie nicht, legitimieren können Sie sich nicht. Es tut mir leid, aber Sie müssen mit mir kommen. Ja, Moment, Sie glauben mir nicht, dass mir die Brieftasche hier gestohlen wurde? Aber ich bin sogar sicher, dass Ihnen hier die Brieftasche gestohlen worden ist. Aber das habe ich nicht gesehen. Was ich sehe, ist, dass Sie kein Geld zum Bezahlen und keine Legitimation haben. Also, sind Sie vorsichtig. Ich bin der bekannte Maler Kerzel. Und ich bin der unbekannte Polizist Westermeier und fordere Sie auf, mir zu folgen. You are, sir. Thank you, sir. Bye. Morgen. Grüß Sie, meine Frau, bitte, womit kann ich dienen? Ich habe einige Beschwerden. Oh, das steht mir aufrichtig leid. Ist aber so. Ja? Also zunächst in meinem Zimmer, das heißt im Badezimmer, tropft ein Wasser. Also das kann man überhaupt nicht vorstellen. Unsere Badezimmer werden laufend überwacht. Dieses offensichtlich nicht. Außerdem habe ich... Moment, mein Gefahr. Wenn wir gleich haben, ich rufe gleich einmal an. Hallo, Frau Meier, hier Huber, passen Sie auf, im Zimmer Nummer 2... Wie ist die Nummer? 213. 213, ja. Bitte, da tropft im Badezimmer ein Wasserhahn. Schauen Sie mal nach. Ja, danke schön. So, wird schon nachgeschaut. Danke. Was haben wir denn noch für Beschwerden? Ja, ich... Aber das geht eigentlich den Nachtportier an oder die Telefonistin. Ich habe gebeten, dass man mich um 8 Uhr weckt und das ist nicht geschehen. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Sie können sich vieles nicht vorstellen. Ich war sehr böse heute früh. Na, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Herr Portier. Ja, Frau Meier. Gut, danke Ihnen vielmals. Also, meine Frau, der Wasserhahn im Badezimmer tropft nicht. Sie haben nur vergessen, ihn richtig zuzudrehen. Bitte, dass ein Zettel auf dem steht ausdrücklich, 213 darf nicht geweckt werden. Die Dame hat in der Nacht selbst nochmals angerufen. Ach, natürlich, das habe ich ja ganz vergessen. Ich habe nicht schlafen können und habe um 1 ein Schlafmittel genommen. Dass ich dann den Portier angerufen habe und gebeten habe, mich nicht zu wecken, das habe ich total verschwitzt. Ja, ich bin ja gar keine Rolle, meine Frau. Nicht wahr, den Wasserhahn, den drehen wir fest zu. Ja, natürlich. Ja. Und nichts für ungut, Herr... Huber ist der Name. Huber. Ja. Vielen Dank, Herr Huber. Bitte. Guten Morgen. Christian. Eine reizende Dame. Eine besonders reizende Dame ist das. Vorhin, wie Sie in der Rezeption waren, da... sind Fräulein angekommen, Fräulein Sonja Handke aus Berlin, die Nichte von der gnädigen Frau. So, wie ist die denn? Ein bisschen Käs. Nicht unsympathisch, aber auch nicht... vielleicht ist das der Ton der heutigen Jugend in Berlin. Er bleibt jetzt ständig hier? Hat mich nicht in ihre Pläne eingeweiht. Hat sich nur vorgestellt, und wie ich gesagt habe, ich führe sie zum Büro von der gnädigen Frau. Sie hat gesagt, wozu, ist ja nicht nötig. Bin ja weder gebrechlich noch blind, kann ich auch allein hingehen. Da grinsen Sie, was, das gefällt Ihnen? Nein, aber ihr Berlinerisch. Ich habe nichts gegen Berlin, habe die Berliner sehr gern. Ich war ja mal in Berlin. Selber verlobt? Ja, mit einer Berlinerin. Was Sie alles von mir wissen. Naja, auch sonst habe ich Berlin sehr gern gehabt. Ich war doch, um Gottes Willen. Wie schauen denn Sie aus? Ja, jetzt schon gut. Vor 3 Stunden hätten Sie mich sehen sollen, wie Sie mich auf die Polizei gebracht haben, die Funkstreife. Funkstreife? Zuerst war es nur einer, ein älterer. Ich habe mir gedacht, mit dem wäre ich fertig. Es wäre mir auch gelungen, den aufs Kreuz zu legen. Dann ist aber die Funkstreife gekommen und gegen 4 war ich natürlich machtlos. So, jetzt muss ich aber baden und ins Bett. Geben Sie meinen Schlüssel, bitte.
Ich habe schon nachgeschaut. Der Schlüssel ist nicht da. Das gibt's nicht. Ja, wirklich. Vielleicht hat ihn der Herr Kerzel mitgenommen. Nach Paris? Was mache ich in Paris mit einem Schlüssel von einem Wiener Hotel? Am Ende haben die das Zimmer weitervermietet. Was, mein Zimmer? Ich glaub's auch nicht, das müsste ich ja wissen. Sie können doch nicht mein Zimmer weitervermieten. Wo soll ich denn schlafen? Bei der Polizei? Ja, hallo, ich wollte nur fragen, habt ihr am Ende das Zimmer vom Herrn Kerzel weitervermietet? Na, fressen Sie mich nicht gleich. Ich habe nur gefragt, weil der Schlüssel nicht da ist. Mhm. Danke. Ja, also das Zimmer ist natürlich nicht weiter vermietet. Allerdings, was mit dem Schlüssel geschehen ist. Das interessiert mich nicht, was mit dem Schlüssel geschehen ist. Ich muss auf mein Zimmer. Ja, also, keine Aufregung. Max, geben Sie den Reserveschlüssel her. Sie werden sehr bald in Ihrem Bett sein. Um Gottes Willen. Ich hab vergessen, die Brause abzuschalten, wie ich nach Paris gefahren bin. Ah! So was. Eine Frau und Splitterfaser. Was fällt Ihnen ein? Sie kommen ganz einfach in mein Badezimmer? Entschuldigung, aber das ist mein Badezimmer. Was? Sind Sie vielleicht der Malermeister Stümpfel? Ich bin weder Meister noch Stümpfel. Mein Name ist Kerzel, das ist mein Zimmer und hier steht mein Koffer. Oh, entschuldigen Sie. Gibt's gar nichts zu entschuldigen. Ich bin entzückt, Sie kennenzulernen. Aber doch nicht, wenn ich unter der Brause stehe. Ist mir egal. Mich interessiert nur, wie kommen Sie unter meine Brause? Ja, ich erkläre es Ihnen sofort. Aber darf ich mich zuerst anziehen? Na ja, tun Sie sich noch keinen Zwang an. Aber doch nicht vor Ihnen. Warum denn nicht? Mehr als ich schon gesehen habe, kann ich nicht mehr sehen. Nein, nein. Warten Sie irgendwo im Hotel auf mich. Oder wenn Sie mir nicht trauen? Ich traue Ihnen. Aber ich Ihnen nicht. Wissen Sie was? Gehen Sie einstweilen ins Badezimmer. Badezimmer ist eine gute Idee. Kalte Dusche tut mir sicher gut. Aber nicht hereinkommen. Ich bin kein so luxuriöser Anblick wie Sie. Um 8 Uhr, bitte. Bitte schön. Gehen Sie jetzt zur gnädigen Frau? Na, ein bisschen später. Ich muss das erst in die Halle gehen. Servus, Frau Gerstig. Ich muss sofort mit dir reden. Dringend. Ja, was ist denn? Mir ist was eingefallen. Mir ist was eingefallen. Gestern war nämlich eine Dame hier und die hat kein Zimmer bekommen. Bei uns? Überall hat es keins gekriegt und die war so nett und war so müde. Da habe ich das Zimmer vom Kerzel gegeben. Was? Ja, er war gestern nicht da und heute kommt er frühestens um 11.30 Uhr, ne? Na, da irrst dich, lieber Freund, der ist schon gestern da gewesen. Was? Ja, und nach einem kurzen Aufenthalt auf der Polizei ist er gerade vorhin angekommen. Um Gottes Willen. Ja. Und die Dame? Na, die Dame, die muss nur oben sein. Ja. Warum hast du mir nichts aufgeschrieben? Du musst mir eine Zeile aufschreiben. Ich wollte sie aufschreiben, hat das Telegrafenamt angerufen, habe ich es verschwitzt. Da schau her. Was denn? Herr Huber. Ich habe heute Nacht eine liebe Einquartierung bekommen. Ja, gerade hat mir's der Kollege Tovani erzählt. Sie sagen mir, Frau. Guten Morgen, Herr Kerzel, ich bin untröstlich. Warum sind Sie untröstlich? Es war die beste Idee, dass Sie die gnädige Frau bei mir einquartiert haben. Ah ja, ich habe Angst gehabt, wenn Sie die Dame plötzlich bei Ihnen vorfinden. Das Vorfinden war sehr... Pardon, ich rede schon nichts. Herr Huber, ich gehe jetzt mit der gnädigen Frau auf die Messe und bestellen Sie uns bitte für heute Abend einen Tisch für zwei Personen und dann braucht noch die gnädige Frau ein Zimmer. Also das weiß ich nicht, ob das geht. Es muss gehen. Und wenn nicht, muss die gnädige Frau halt weiterhin in meinem Zimmer wohnen. Na und Sie? Ich auch. Aber Herr Kerzel, das geht doch nicht. Tut mir leid, Messe ist Messe. Aber keine Angst, gnädige Frau, der Huber wird schon machen. Die Leute sind vielfach jahrzehntelang hier. Das gilt vor allem für den Chefportier Huber. Ja, das habe ich bemerkt. Ein bisschen tut er ja, wie wenn das Hotel ihm gehören würde. Ja, das schon, aber er hat mir immer sehr geholfen. Vor allem, wie mein armer Mann so plötzlich gestorben ist. Auf jeden Fall. Ja, herein. Christian, mir fallen mich her befohlen. Herr Huber, ich möchte Sie mit meiner Nichte bekannt machen. Das heißt, ihr habt euch ja schon kennengelernt, nicht? Und wir werden uns noch besser kennenlernen, der Herr Huber und ich. Sonja soll mich nämlich in der nächsten Zeit ein bisschen entlasten, wissen Sie, Herr Huber? Ach so. Ich habe die Hotelfachschule in Bad Reichenhall besucht, damit Sie beruhigt sind. Ich bin nicht beunruhigt, gnädiges Frau. Umso besser. Ich hoffe, wir werden uns gut vertragen. Das hoffe ich auch. Guten Abend, Herr Huber. Ja, guten Abend. Wieso so spät? Spät? Wieso spät? Na, hören Sie, wenn Sie 5 Minuten später kommen, hätten Sie mich im Bett wäre ich im Bett gelegen. Bin ich aber froh, dass ich jetzt gekommen bin. Ich habe nämlich eine Bitte an Sie. Ja, bitte, gehen Sie nur weiter. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass Sie so zeitlich schlafen gehen. Jetzt, wo Ihre Schwester nicht mehr da ist? Ja, was haben denn meine Schlafensgewohnheiten mit meiner Schwester zu tun? Na, die ist doch so lieb. Ja, ich eben auch.
Männer können nicht solid und nicht treu sein. Da habe ich keine Schwierigkeiten. Ich habe ja niemanden, dem ich treu sein sollte. Gehen Sie ganz auf. Bestimmt. Dann wäre es aber höchste Zeit, dass Sie sich jemand anschaffen. Sie sind doch nicht aus Holz, oder? Ich weiß nicht, ich... Aber Sie wollten was von mir, irgendeine Gefälligkeit, oder was? Denken Sie sich, mein Fernsehapparat ist kaputt. Ja, bitte, davon verstehe ich nichts. Nein, nein, Sie sollen ja nicht reparieren. Nur heute ist die Love Story und die hätte ich mir so gerne angeschaut. Darf ich das bei Ihnen? Love Story. Ja, bitte, ich... Nur Sie können ja schlafen. Ich meine, wenn Ihnen die Love Story fad werden sollte. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass Ihnen bei einer so schönen Liebesgeschichte fad werden sollte, wenn ich da bin. Also, darf ich? Na ja, bitte. Also, sehr begeistert klingt das nicht, aber für die Love Story schlug ich alles. Ich hab so einen Durst. Ja, ich hätte Bier. Nein, ach, ich trinke doch keinen Alkohol. Nein? Nein. Ich hol mir einen Apfelsaft, ja? Ich bin gleich wieder da. Love Story. Nein. So, da habe ich den Apfelsaft. Jetzt muss ich Sie nur noch um einen Flaschenöffner bitten. Ja? Bitte. So, bitte. Da haben wir's. Darf ich? Nein, nein, das mach schon ich. Ja, bitte. Wenn Sie es besser können. Diese Verschlüsse gehen nämlich so schwer. Hoppala. Ja, so hätte ich es auch aufmachen können. Das muss ich sofort mit kaltem Wasser. Haben Sie ein Badezimmer? Ja, da drüben, neben dem ehemaligen Zimmer von meiner Schwester. Ja, komm, ich muss sofort das Kleid aus. Ja. Sie machen es mal den Zipfelschluss auf. Mach schon. Ja, so. Geht's? Ja, ist gut. Ich bring's schon gleich. Dankeschön. So, und jetzt drehen Sie sich um, schnell. Wie bitte? Na, schnell drehen Sie sich um. Es ist keine Sekunde zu verlieren. Oder wollen Sie mir ein neues Kleid kaufen? Nein. Ist im Badezimmer ein Bademantel? Hallo, Herr Huber. Bitte, womit kann ich dienen? Ob da ein Bademantel drinnen ist? Ja, meiner. Gut. Na, servus. Das ist ja noch ärger als die Krise, aber... Was ist denn das? Servus, Oswald. Ich freue mich, dass du noch auf bist. Ja, servus. Ja, weißt, mein Mann hat Nachtdienst bei der UNO-Sitte. Und da habe ich mir gedacht, rinnt da nicht irgendwo Wasser? Das klingt wie aus dem Badezimmer. Sie ist ja auch aus dem Badezimmer. Du hast vergessen, den Hahn abzudrehen. Sowas habe ich mir ja immer vorgestellt. In meinen Angstträumen habe ich mir sowas vor... Dass du irgendetwas Entsetzliches anrichtest. So, jetzt wird gleich alles in Ordnung. Hoppala. Guten Abend. Sowas habe ich nicht einmal in meinen Angstträumen geträumt. Ich war nämlich im Badezimmer. Das sieht man. Sie hat sich mit Apfelsaft angeschüttet. Es ist, sie trinkt keinen Alkohol. Trinken Sie auch keinen Alkohol, wenn Sie mit dem Herrn Meier vom zweiten Stock zum Heurigen gehen? Ich gehe mit dem Herrn Meier sehr selten zum Heurigen. So. Aber mit dem Kohlrosa, da gehen Sie öfters. Gehen Sie, der ist doch verheiratet. Das geniert Sie doch nicht. Fräulein Huber. Frau Watzek, bitte, ja? Aber Sie brauchen sich nicht aufzuregen. Es weiß ja ohnehin das ganze Haus, dass Sie mit dem Derlinger ein Gespusi gehabt haben. Also, das ist eine Verleumdung. No, das wird sich ja bei Gericht herausstellen. Die Derlinger hat sie nämlich geklagt. Klagen kann er jede. Und was ihren Herrn Bruder anbelangt... Was meinen Herrn Bruder anbelangt, der hat sie noch nie mit etwas abgegeben, was ihm andere übrig gelassen haben. Also das werden Sie vor Gericht wiederholen. Ich bin ganz harmlos gekommen. Mit nix und dem Bademantel. Er hat gesagt, ich soll mich ausziehen.
Das ist nicht ein Wort wahr. Sie war so schnell auf. Ein feiner Kavalier. Na, ich hol mir jetzt mein Kleid und dann sind sie mich los. Und ich verbitte mir, dass sie mich noch einmal einladen. Sie wirklich nicht eingeladen? Hm, ich weiß nicht. Ich wollte eigentlich die Schlüssel zurückbringen, aber ich glaube, ich werde sie lieber noch behalten. So, bitte, meine Herren. Danke. Auf Wiedersehen. Und ja, bis dann, meine Frau. Meine Frau, wenn ich mir erlauben darf zu sagen, Sie sehen heute blendend aus. Oh, danke, das sagen Sie wohl jedem Gast. Nein, nicht jedem. Na, ich meine jedem Weiblichen. Nur, wenn ich es wirklich ehrlich meine. Na schön. Ich gehe jetzt einkaufen. Sollte Dr. Geiger anrufen, um 12 bin ich wieder da. Ja, bitte. Danke. Danke, Frau. Wiedersehen. Ich freut mich immer besser. Ja. Sie haben es auch deutlich gezeigt. Was? Dass Sie ausnahmsweise mal einen Gast bevorzugen. Nur sieht das das Fräulein Sonde überhaupt nicht. Erst gestern hat sie mit dem Herrn Blecher geschimpft, weil er der Baronin frei ein Kompliment gemacht hat. Sie sagt, Hotelportiers dürfen mit den Gästen nicht so vertraulich sprechen. Das Fräulein Sonja, na, die gefällt mir allerdings immer weniger. Mit dem Blecher schimpft sie, den Jarisch hat sie angefaucht, es geht alles zu langsam im Speisesaal und sogar den alten Frömmel. In der Küche hat sie zurechtgewiesen. Wird keine sehr angenehme Chefin werden. Also zu mir war es immer sehr nett. Ja, Sie sind. Das Gefühl, sie ist allergisch gegen alte Angestellte. Wenn es mir zu blöd wird, gehe ich in Pension. Ja, aber da müssten Sie vorher heiraten. Was Sie für Ideen haben? Wen denn? Oder könnte ich mir viele Frauen vorstellen, die Sie gerne heiraten würden? Möglich. Aber leider wahrscheinlich nicht die, die ich gern möchte. Jetzt trage ich das Geld gleich auf die Bank, dann gehe ich zum Finanzamt und zum Anwalt. Nachmittags treffe ich mich mit dem Notar und mit Dr. Zuleger vom Bankverein. Was du alles an einem Tag machst. Das ist erst der Anfang, Tantchen. So, das sind die unbezahlten Rechnungen, die bezahlten, die hakel ich dir jetzt ab. Sag einmal, wieso hast du dich so plötzlich entschlossen, in Pension zu gehen? Ich gehe, bevor ich gegangen wäre. Es wird hier so ein bisschen ein neuer Wind, sanft nach der Art des Hauses, aber dieses Fräulein Sonja wird uns Alte nach und nach eliminieren. Bitte, sie ist ja sehr nett und höflich dabei. Ja, die Scharfrichter früher haben ja auch Handschuhe angehabt bei der Exekution. Also bitte, ich fühle mich nicht pensionsreif, aber ich habe eine Annonce. Habe ich die Ehre, meine Herren. Guten Tag, Herr Scherzl, bis der Ankündigste. Darf ich Ihnen meine Braut vorstellen? Also Bräute haben Sie... Das Aufgebot haben wir schon bestellt. Wirklich? Ja. Na, da gratuliere ich herzlich. Ich natürlich auch. Ja. Darf ich auch Ihnen gratulieren, Gnädigste? Danke, ich bin sehr glücklich. Stellen Sie sich vor, er trinkt nicht mehr. Das wird der Huber nicht glauben, das habe ich schon zu oft gesagt. Aber ich habe mich auch schon oft verlobt und diesmal halte ich es. Hoffentlich. Ja, komm Schatz, jetzt gehen wir zum Juwelier, die Trauringe kaufen. Übrigens, Herr Kerzl, da ist ein Paket für Sie gekommen. Eine Kiste Whisky. Alkohol? Brauche ich nicht. Ich schenke es dem Blecher zum Abschied. Geben Sie Dank. Siehst du, mein Schatz? Ich halte mein Wort. Außerdem hätte ich dem Blecher sowieso etwas zum Abschied schenken müssen. Na also, unsere liebe Familie, die löst sich so langsam auf. Hm? Man könnte sagen, sie erneuert sich. Weißt du, dass die Junge, das Fräulein Sonja, immer das ganze Geld mit auf ihr Zimmer nimmt? Ja, ich weiß. Macht sie nur, weil ich auch einen Schlüssel zum Safe habe. Jetzt wirst du langsam ein bisschen verfolgungswahnsinnig. Nein, ich nicht. Es war sehr nett, aber jetzt muss ich leider weiterarbeiten. Und heute Abend gehen wir in die Kaiserbar. Was ich versprochen habe, halte ich. Ich freue mich. Wiedersehen. Ein Schlüssel bitte. Sofort bitte. Moment, da ist ein Zettel. Graf und Gräfin Strachwert bedauern, dass sie morgen nicht mit Ihnen Mittag essen können. Danke. Den kenne ich von wohl. Ja, ich nicht. Aber es ist keine angenehme Erinnerung, die ich an ihn habe. Jusch, ich meine, du hast ja heute Geburtstag. Das hätte ich beinahe vergessen. Ich hab's vergessen. Ich hab sogar ein kleines Geschenk für dich. Geh auf! Ja, und zwar ist es halb Geburtstags- und halb Abschiedsgeschenk. So was, Manschettenknöpfe. Das ist schön. Das ist aber ein sehr großzügiges Geschenk. Ja, das ist gut. Das. Also dann. Trag's gesund. Dankeschön. Geburtstag. Muss ich sofort nach Hause. Meine Schwester ist sicher schon da und wartet auf mich. Oswald. Ich wünsche dir alles Liebe. Danke.
Alles Gute zu deinem Geburtstag. Glück, Gesundheit, ein langes Leben. Na, was denn? Ich hab dir ein kleines Geschenk mitgebracht. Ah ja? Danke. Mach's auf, schau's dir gefallen. Mein Schädelknöpfe. Ja, sehr schön. Dankeschön. Ja. Der Alois arbeitet noch, aber morgen am Abend laden wir dich ein, ja? Nein, morgen Abend geht's nicht. Da hab ich... Verabredung? Mehr oder weniger. Ich habe nämlich auf eine Annonce geantwortet. Eine Heiratsannonce? Nein, das ist ganz was Eigenartiges. Da, schau, Dame, nicht aus der Hotelbranche, mit großem Hotel, sucht fachkundigen Herrn, der sie selbstlos berät. Das ist aber merkwürdig. Ja, morgen treffe ich sie in den drei Husaren. Hui, das ist ein vornehmes Lokal. Werden wir heute sehr elegant machen. Ganz gleich die neuen Manschettenköpfe nehmen? Ja, alle vier. Guten Tag, mein Herr. Haben Sie einen Tisch bestellt? Was du bist da, das habe ich gar nicht gewusst. Du bist damals bei uns so schnell weg. Ja, ich habe mich vom ersten Moment da mit dem Fräulein nicht verstanden. Ja, aber was machst du hier? Ja, ich bin hier mit einer Dame verabredet. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Ich weiß auch nicht, wie sie ausschaut. Aber sie hat gesagt, sie wird sich beim Oberkellner nach mir erkundigen. Hat sich eine Dame bei dir erkundigt? Ich weiß nicht, ich bin auch nicht der Oberkellner. Sowas gibt's hier bei uns nicht. Ja, guten Abend, Herr Kommissar, eine Verehrung. Das ist ja die Frau Kammersegnerin, ist auch da gestankt, ne Frau. Da hinten sitzt die Familie Tauben, das sind lauter Gäste von uns. Jetzt weiß ich wenigstens, wo die am Abend hin essen gehen. Und da ist sie auch. Huber? Sie heißen doch Huber? Ja, noch immer. Warum? Ich bin hier mit einem Herrn Huber verabredet, den ich nicht kenne, oder kenne ich ihn? Sie haben das Inserat aufgegeben. Ja, und Sie haben es beantwortet. Ja, da darf ich mich setzen, ne? Ja, natürlich. Ja. Aber dass ich nicht gleich auf Sie gekommen bin, verstehe ich nicht. Sie sind doch der geeignetste Hotelfachmann, der mir helfen könnte. Ja, das Inserat hätten Sie sich ersparen können. Ja. Ach, gute Idee. Essen wir zuerst einmal. Verzeihung, ja, bitte. Darf es ein Aperitif sein? Ja, ganz gerne. Mir einen trockenen Wermut, bitte. Und Sie, Herr Huber? Ja, bitte mir auch. Ja. Bitte, ja. Danke sehr. Dankeschön. Sehr. Bitte bedienen Sie sich, Herr Huber. Ja, na, das schaut ja sehr verlockend aus. Entschuldigen, Frau von Karsten. Ja. Sie haben einen Telefonanruf aus München erwartet. Ja, ist er endlich da? Ja. Herr Franz. Zeigen Sie der gnädigen Frau die Telefonzelle. Sie entschuldigen mich, Herr Huber. Selbstverständlich, die Frau. So, also pass auf. Geben Sie mir mal davon was. Und dann das da hier und dann habe ich genug. A Diskretion, es kostet dasselbe, ob du zwei nimmst oder sechs. Ah ja? Moment einmal, warten Sie mal. Geben Sie mir doch noch von dem da hier, bitte. Und von dem da hier. Und noch sowas, bitte. Da hier. Ja, ich habe meinen Appetit unterschätzt. Ja, das ist in Ordnung. Ja, natürlich. Weil Gauner, die die Polizei sucht, wohnen nicht in so einem Hotel. Gauner wohnen in jedem Hotel. Entschuldigen Sie, Herr Huber, es hat ein bisschen länger gedauert. Bitte, Ihr Vater, das habe ich nicht alles gegessen. Das hat der Ober nur so da hergestellt. So, dann werden Sie aber jetzt schon tüchtigen Hunger haben, was? Na, ich habe eigentlich weniger Hunger, als wie ich neugierig bin. Mit wem ich so lange telefoniert habe? Das werden wir nie erlauben zu fragen, Ihr Frau. Nein, wegen dem Inserat. So, natürlich, das habe ich ja ganz vergessen. Tja, also ich habe nämlich ganz unvermutet ein Hotel geerbt. Eine Tante von mir, die ich kaum gekannt habe, ist gestorben und da bin ich Erbin geworden. Es ist das Grand Hotel in Seekirchen. Kennen Sie das? Nein, gehört habe ich schon davon. Ich war auch noch nicht dort. Würden Sie mit mir hinfahren? Mit Ihnen würde ich überall hinfahren. Wunderschön. Ja, eine herrliche Gegend. Und das Hotel? Das ist ganz erstklassig, da ist gar nichts zu sagen. Das freut mich aber, dass Sie das sagen, Herr Huber. Würden Sie vielleicht hierher übersiedeln? Ich meine, unter bestimmten Bedingungen. Unter bestimmten Bedingungen? Wie meinen Sie das? Darüber müsste man sprechen, aber das hat Zeit. Schenken Sie einen, Herr Huber. Ja, bitte, mir Frau, gerne. Wir wollen diesen Tag genießen wie irgendein anderes Paar. Ja. Mir Frau, ja, bitte,
Darf ich Sie etwas fragen? Ja, aber natürlich, was Sie wollen. Ja, Eva, sind Sie eigentlich schon geschieden? Ja, geschieden bin ich, aber darüber, ich meine, über meine frühere Ehe möchte ich nicht sprechen. Nur über die Zukunft. Auf die Zukunft. Auf die Zukunft. Ich darf nicht zu viel essen, ich bin schon dick genug. An einer schönen Frau kann nie genug dran sein. Sehr lieb, danke. Aber dass du ein Maler mich schön findest? Ich bin fantastischer Realist und was ich sehe, das sehe ich. Darf es vielleicht ein Aperitif sein? Ja, bringen Sie mir einen. Nein, meine zukünftige Frau hat mir den Alkohol verboten. Und der Arzt. Ach, der. Also dann bringen Sie uns zwei Wodka. Wodka? Ja, zwei doppelte. Bitte sehr. Was soll denn das? Nicht genug, dass du mich zum Alkoholtrinken verleitest? Du trinkst dann Wodka? Es ist mir momentan nichts Besseres eingefallen. Besseres gibt's auch nicht. Ich muss dir nämlich etwas sagen. Etwas, wofür ich Mut brauche. Du glaubst, der wahre Mut liegt im Wodka. So, bitte. Zwei Wodka. Bitte. Danke. Bitte sehr. Geschön. Na, dem Prost. Na, ich fürchte, mit dem Mut antrinken wird's nicht viel. Oh, ist scharf. Aber? Ich muss es dir doch sagen. Ich habe aus meiner ersten Ehe Kinder. Kinder? Das klingt so nach Mehrzahlen. Wie viel hast du denn? Fünf. Fünf? Ja. Fünf Kinder? Da musst du nicht du dir Mut antrinken, sondern ich. Naja, sie ist natürlich für mich viel zu jung. Wie alt ist sie denn? Nur so, zu jung heute. Das ist ja Wetter kommt, der Blech. Ja, was sehe ich denn da? Je näher der Mittag, desto schöner die Gäste. Servus, Oswald. Servus, Herr Max. Danke, Herr Blecher. Servus, was hast du da für Hunde? Darf ich erst einmal den da vorstellen? Ich meine den Herrn, ja. Das ist Herr Bartel, auch in Pension. Ah, na, wie geht's dir denn in der Pension? Noch blendend. Ich hätte nie gedacht, dass einem die Nichtarbeit so viel Freude bereiten kann. Ich muss für einen bekannten Tierhändler diese Hunde spazieren führen. Schön sind die. Lauter Rassehunde. Freier von Wolkenthal, Hasso von Rabensteig und der da, das ist der Nero vom Navratil. Von Navratil? Vom Navratil. So heißt nämlich der Tierhändler und das ist sein Hund. Also jetzt muss ich aber gehen. Vor 12 müssen nämlich die Hunde im Geschäft sein. Kinder, lasst euch's gut gehen. Wiederschauen. Sieh, was ich Ihnen erzählen wollte. Da war bei uns im Sacher ein gewisser Direktor Klein aus Bad Hall. Und der hat eine Frau gehabt, die hat er damals schon. 30 Jahre hat er erzählt, bei uns in Reichenberg. Und auf einmal erzählt er bei uns im Sacher. Wahrscheinlich sogar dieselben Geschichten. Ja, zuerst hat es mir natürlich einen Schock gegeben, aber ich habe ja Kinder recht gern. Ja, es kommt natürlich darauf an, wie viele Kinder sie selbst haben. Nein, die Produktion wird natürlich eingestellt. Aber wie auch immer, am Donnerstag heiraten wir. Und da wollte ich Sie bitten, dass Sie mein Trauzeuge sind. Bitte, ist mir natürlich eine große Ehre. Ja, und dann heißt es halt Abschied nehmen vom Junggesellenleben. Vom Sacher und auch von Ihnen, Herr Huber. Ja. Aber damit es Ihnen nicht so schwer fällt, habe ich Ihnen ein kleines Geschenk besorgt. Manschettenknöpfe kann man ja immer brauchen, nicht? Ja, davon kann man nicht genug kriegen. Apropos genug kriegen, ich muss was trinken. Das ist der, lass mich mit ihm allein. Ja, Tantchen. Herein. Guten Tag, Herr Huber. Ich habe gehört, Sie verlassen uns. Ja, ich werde Hoteldirektor. Und Ehemann? Wie kommen Sie denn darauf? Sie sehen so glücklich aus. Hm? Alles Gute. Herr Huber, haben Sie mir das in einem Brief mitteilen müssen, dass Sie uns verlassen? Ich wollte nicht, dass eine Sentimentalität aufkommt. Sie sind so leicht gerührt und ich auch. Dann werden wir uns halt zusammennehmen. Ja. Also, mein lieber Herr Huber, also,
Sehen Sie, genauso habe ich mir das vorgestellt. Ne, Frau, ich bin ja nicht aus der Welt, nicht? Und wenn Sie einmal nach Seekirchen kommen, dann besuchen Sie uns halt. Uns? Also ist was dran an dem Gerücht? Sie heiraten? Mein Gott, ne, Frau, ich habe mich noch nicht getraut zu fragen. Man hofft halt. Dann wünsche ich Ihnen alles, alles Gute. Damit Sie manchmal an mich, an uns denken, habe ich ein kleines Abschiedsgeschenk für Sie. Manschettenknöpfe. Manschettenknöpfe. Jesus, Frau. Na, das ist natürlich ganz etwas anderes. Wieso? Naja, diese Manschettenknöpfe, die trage ich nicht als Kleidungsbehelf, die trage ich als Orden, als Auszeichnung. Die Herrschaften. Guten Tag, lieber Direktor. Darf ich Ihnen meinen Mann vorstellen? Ihren Mann? Ja, wir haben gestern geheiratet in München. Geplant war es schon lange, aber es hat immer wieder Schwierigkeiten wegen meiner Scheidung gegeben. Liebling, das ist Herr Huber. Ich habe dir ja schon viel von ihm erzählt, nicht wahr? Guten Tag, Herr Huber. Guten Tag. Darf ich die Herrschaften weiter bitten? Das Personal wird sich freuen, Sie begrüßen zu können. Ja, wir werden uns leider nur wenig um das Hotel kümmern können. Mein jetziger Mann hat 3 Fabriken in Deutschland. Übrigens, dieser Cut steht Ihnen ganz ausgezeichnet, Herr Huber. Danke für das Kompliment. Ich habe ihn mir für eine Hochzeit machen lassen. Sie heiraten? Nein, ich nicht. Ein guter Bekannter von mir, ein Gast von uns, der heiratet 5 Kinder. Und eine Frau natürlich. Kinder, seid's brav, die Mutti kommt gleich. Herr Huber, Gott sei Dank, dass Sie da sind. Ich hab schon Angst gehabt, Sie kommen zu spät zu meiner Hochzeit. Nein, zu Ihrer Hochzeit bin ich nicht zu spät gekommen. Wieso? Das sind Ihre Kinder? Ja, alle 5. Pardon, Herr Kerslach, das sind ja 6. Nein, ich will nicht. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sie haben sich verzählt. 1, 2, 3, 4, 5. Meiner Seele, 6. Da hat sie mir eines verschwiegen, die Franzi. Auf das eine wäre sie ja wirklich nicht mehr angekommen. Komm, Egon, du kannst jetzt nicht mit den Kindern spielen. Gott sei Dank, ich habe schon geglaubt. Da kommt sie ja, die Mama. Ist sie nicht süß? Ich bin auch sehr glücklich. Trotzdem Nachwuchsrudel. Na gut, der Nachwuchs muss sein. Überall in der Familie und im Hotel. Ich schau mal, was mein Hotelnachwuchs macht. Hallo, Hotel Sacher-Portier. Herr Huber, einen Moment bitte. Ja, das ist zufällig da. Für Sie, Herr Huber. Ah ja, passt Ihnen gut. Danke. Ja. Hallo, das ist Huber. Ah, der Dr. Wilhelm, ein Fernsehdoktor. Herr Doktor, bitte, ich bin nicht mehr hier als Portier. Nein, ich bin jetzt Direktor im Grand Hotel in Seekirchen. Wird mich freuen, Herr Doktor. Und Herr Doktor, was hier anbelangt, da wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an meinen Nachfolger, an den Herrn Chefportier. Moment, Herr Doktor. Max, Sie sind schon so lang mein Mitarbeiter. Kenne ich da mal Ihren Nachnamen. Wie heißen Sie denn? Huber. Nein. Ja, Max Huber. Herr Doktor, was den Namen anbelangt, bleibt alles beim Alten. Auch der neue Chefportier heißt Huber. Na ja, Doktor, das ist halt so, nicht? Das war sehr schön, solange ich da war, aber einmal geht alles zu Ende und dann heißt es eben Adieu. Wie bitte? Ah ja, auf Wiedersehen. Thank you.
alles. Der Herr von 134, der hat die Rechnung bezahlt. Da brauchst du dich nicht mehr darum kümmern. Das ist der Urlauber. Das ist meine große Erleichterung. Ja. Der Mensch war mir immer ein bisschen unheimlich. Ich weiß nicht, warum wir Urlauber immer unheimlich sind. Du, ab morgen bin ich auch ein Urlauber. Moment, bin ich dir dann auch unheimlich. Du bist mir schon seit jeher unheimlich. Wohin geht denn die Urlaubsreise? In die Kuranstalt nach Baden ins Esplanade. Was, Kuranstalt? Hat das der Doktor verordnet? Ja, mit Hilfe meiner Schwester. Die meckert doch schon seit Jahren, dass ich zu dick bin. Ja, du bist auch seit Jahren zu dick. Dankeschön. Dazu brauche ich keine Schwester, keinen Arzt und schon gar nicht ein Hotelportier. Und der zu den Arzt hineingeredet, bis der mir Angst und Bang gemacht hat. Sag mir, wie der Arzt heißt, damit ich ja nicht zu ihm gehe. Nein, das ist ein ausgezeichneter Arzt und der hat im Grunde genommen recht. Ich bin zu dick, nicht? Aber ich wollte es eigentlich ein bisschen weniger radikal wegkriegen. Also ich habe mir sagen lassen, beim Abnehmen, beim Rauchen und bei Frauen gibt's nur eins, radikal weg. Naja, also in dieser Kuranstalt, da soll es gar nicht so radikal sein. Weißt du, man macht so eine Art von Kaltwasserkur und sowas wie eine Abmagerungskur dazwischen. Nicht? Das ist so ein Mittelding zwischen Hungerturm und Treffelbad. Schau nur zu, dass du nicht zu viel abmagerst, dass man dich am Ende gar nicht mehr erkennt. Bei uns in Rechenberg, da war einer, der war so dick wie du und der hat eine radikale Abmagerungskur gemacht. Stell dir vor, der war so abgemagert, dass man ihn an der Grenze verhaftet hat, weil man geglaubt hat, er hat einen falschen Pass. Also ich fahre ja nicht ins Ausland, brauche ich keinen Pass. Ich fahre nur eine Stunde nach Baden. Aber vorher gehe ich noch in den Pariser Keller. Da ist das beste Gesäuchte mit Kraut und Knödel. Da esse ich noch so viel davon, wie mit aller Gewalt in mich hineingeht. Danke. Na, damit werden Sie doch zufrieden sein, Herr Huber, nicht wahr? Ja, für den Anfang schon. Sie müssen nämlich wissen, ich gehe in die Kuranstalt Esplanade. Ja, das weiß ich. Das haben Sie mir in den letzten 8 Tagen x-mal erzählt, oft 3 bis 4 Mal am Tag. Deswegen hat Ihnen der Chef auch eine extra Portion hergerichtet. Das haben wir übrigens letzte Woche auch gemacht. Da war der Herr Hanowitz hier und hat sich auch verabschiedet mit einem gesöchten Kraut und Knödel. Ist der auch in die Kuranstalt? Nein, ins Gefängnis. Ins Gefängnis? Ja, aber nur für 6 Monate. Unschuldig, sagt er. Dafür hat er auch 2 Portionen mit gesöchten Kraut und Knödel gegessen. Zur Vorsorge. Naja, 6 Monate. Ah, da sind Sie ja, Herr Huber. Guten Tag. Mahlzeit. Ja, Herr Klar, wie kommen denn Sie hierher? Ja, ich suche Sie. Jetzt bringen Sie mir auch sowas. Ja, aber nicht zu viel. Ja, sowieso nicht. Bitte nehmen Sie ruhig Platz. Wieso suchen Sie mich hier? Naja, man hat mir im Hotel gesagt, dass Sie hier sind und dass Sie morgen auf Urlaub fahren. Aber das passt mir überhaupt nicht in den Kram. Das verstehe ich nicht. Es handelt sich um ein großes Geschäft, Herr Huber. Ein guter Bekannter von mir möchte etwas kaufen und Sie sollen sozusagen dabei als Vermittler auftreten. Bitte, wenn er die Sache kaufen will, das ist unverkäuflich. Nein, davon ist natürlich keine Rede. Obwohl es sich auch um ein sehr wertvolles altes Gebäude handelt. Sie erinnern sich doch hoffentlich an meine Tante Martha, der das Schloss Einödstal gehört, nicht? Weil ich erinnere mich an beide Damen. Na, die Tante Henny ist ja jetzt in Amerika. Und Ihre Tante Martha, sehen Sie die gelegentlich? Nein, ich habe einen Krach gehabt mit ihr. Sie hat mich seinerzeit rausgeworfen, enterbt, ist böse auf mich, was weiß ich alles. Aber völlig zu Unrecht. Zu Unrecht? Ja, natürlich. Aber das ist ja jetzt ganz egal. Es ist Folgendes. Ein gewisser Baron Korff möchte ein Schloss kaufen. Vor einiger Zeit ist er zufälligerweise an Schloss Einödstal vorbeigefahren. Das Schloss hat ihm so gut gefallen, dass er sich jetzt einbildet, dieses Schloss muss er kaufen. Na, wie das Leben so spielt, habe ich zufälligerweise den Baron kennengelernt, habe ihm gesagt, dass ich der Neffe der Schlossbesitzerin bin und er hat gesagt, dass doch nichts naheliegender wäre, als wenn ich diesen Kauf vermittle, nicht? Also, dann fass doch einfach hin zu Ihrer Tante. Sie wird mich nicht empfangen, die Tante. Warum nicht? Schließlich ihr Fleisch und Blut, ihre Mama war doch auch eine geborene Kämpf. Ja, aber mit meinem Papa waren sie beide böse, die Zwillingsschwestern. Sie sind nämlich Zwillingsschwestern, die Henny und die Martha. Das weiß ich. Ich weiß noch nicht, was ich bei der ganzen Sache soll. So, da ist ihr Geschäft mit Kraut und Knödel. Dankeschön. Wollen Sie noch etwas, Herr Huber? Warten Sie nur ein Scheidel Bier. Ja, aber gern. Also hören Sie zu, Herr Huber, ich will offen mit Ihnen reden. Meine Tante Martha hat mich seinerzeit im Verdacht gehabt, dass ich sie bestohlen hätte. Sie hat mir gedroht, wenn ich mich noch einmal zeige, dann wird sie zur Gendarmerie gehen. Ja, gut. Die werden wir nicht viel anhaben können, denn erstens hat die Sache nie gestimmt und zweitens ist sie verjährt. Ist aber gut, das Geschäft. Herr Huber, Sie können also 1000 Schilling verdienen, wenn Sie zu meiner Tante hinfahren. Ausgeschlossen, Herr Klar. Ich gehe morgen auf Urlaub.
Außerdem, ich bin ja kein Geschäftsvermittler, nicht? Ihr Bekannter soll jemand anderen zu Ihrer Tante hinschicken. Wie komme ich dazu? Ich weiß, dass meine Tante Sie sehr gemocht hat, Herr Huber. Vielleicht mag sie heute auch noch, ne? Man erzählt sich ja scheußliche Dinge über meine Tante Martha. Sie soll ein Menschenfeind geworden sein, eine richtige Hexe. Und da soll ich hin in meinem Urlaub? Ausgeschlossen. Ich denke ja gar nicht dran, Herr Klaas. Ich könnte mein Angebot auf 1500 Schilling erhöhen. Und wenn Sie es auf 5000 Schilling erhöhen? Nein, das ist ganz ausgeschlossen. Deswegen habe ich es ja gesagt. Bitte, ich möchte mit Geschäften dieser Art überhaupt nichts zu tun haben. So, da ist noch ein extra Stückchen vom Chef zum Abschied. Kostet nichts. Der Knädel ist aber ein bisschen klein. Aber wie gesagt, 1000 Kalorien und Kaltwasseranwendungen, damit sich Ihre Nerven beruhigen. Das wird auch nötig sein. Sie werden diese Anstalt als neuer Mensch verlassen. Du warst eigentlich mit dem alten Menschen ganz zufrieden. So, kommen Sie mal herein. Das sind Ihre Leidensgenossen. Lassen Sie sich von den Minen nicht täuschen. Es schmeckt Ihnen allen ausgezeichnet. Ja, das kann ich mir vorstellen. Da ist Ihr Platz. Da haben Sie einen sehr netten Kurgast als Tischgenossen. Ja, jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Aufenthalt, viel Vergnügen und einen guten Heilerfolg. Heilerfolg. Ja. Was für Menü kriegen Sie denn? Bitte? Menü, ja. Sekunde, bitte. Menü Nummer 5. Was denn? Da war ich schon auf lustigem Begräbnis. Ja, was sehe ich denn da? Wie lange Sie mir denn da beschert, den lieben, guten, alten Freund Huber? Nehmen Sie doch Platz. Danke sehr. Wie kommen denn Sie hierher, Herr Becker? Ja, mein Arzt hat mir nur die Wahl gelassen zwischen dieser Anstalt und dem Tod. Gelegentlich tut es mir schon leid, dass ich nicht den Tod vorgezogen habe. Sie machen aber ganz einen vergnügten Eindruck, Herr Becker. Sie werden es auch noch merken, wie man sich den Aufenthalt hier verschönern kann. Na, hoffentlich. Wissen Sie, bei mir war ja meine Schwester schuld. Die hat den Arzt beeinflusst. Ja, bei mir ist nicht die Schwester, sondern meine Tochter. Aber das kommt ja auch selber raus. Da haben wir eigentlich gar nichts davon, dass Sie Witwer sind und ich Junggeselle. So, bitte. Tja, das gibt's vor jedem Essen. Einen großen Teller mit grünem Salat. Ja, wenn er gut angemacht ist. Na, da machen Sie mal keine Hoffnungen. Kein Öl, nur ein bisschen Essig. Probieren Sie mal. Ja. Na, was sagen Sie zu dem Salat? Jetzt kann ich verstehen, warum das Rind wie immer so mürrisch ist. Es interessiert dich also gar nicht, dass mich die Zermanik auf Ehrenbeleidigung geklagt hat. Um Gottes Willen, du bist doch erst das letzte Mal zu 2000 Schilling verurteilt worden. Na, und diesmal wird's mehr. Aber mich stört weder eine Ehrenbeleidigungsklage von der Zermanik noch von der Wewerka. Was hat das mit der Wewerka zu tun? Sie haben sich zusammen einen Anwalt genommen, die beiden Weiber, damit's billiger wird. Was? Hat dich die Wewerka am Ende auch auf Ehrenbeleidigung geklagt? Na, was denn? Also, das kann man sich ausrechnen, dass dich das mindestens 4000 Schilling kosten wird. Mindestens. Schrecklich. Aber da ist ja wohl nichts mehr zu ändern. Nein. Aber ich möchte dich um was bitten. Ja, bitte, was denn? Du hast doch so eine besondere Begabung, den Menschen etwas in aller Ruhe beizubringen. Ich verstehe. Ich gehe sowohl zur Zermanek wie auch zur Wewerka. Untersteh dich. Nein, ich würde dich bitten, dass wenn der Oswald zurückkommt, dass du ihm beibringst, dass ich schon wieder auf Ehrenbeleidigung geklagt bin. Zweimal zur Abwechslung. 45 Haferflockensuppen habe ich in dieser Strafanstalt bekommen. Stellen Sie sich vor, wie viele Haferflockensuppen ich gegessen habe. Ja, ja, gut. Dabei sind Sie immer gut gelaunt. Ich bin ja ein Sunnyboy. Nein, da ist was dahinter. Da haben Sie wahrscheinlich etwas im Ort gekauft und haben es auf Ihrem Zimmer. Das wissen Sie doch ganz genau, dass das nicht möglich wäre. Es gibt doch immer diese überraschenden Zimmerkontrollen. Ja, Zimmerkontrollen, Haferflockensuppen. Na Gott sei Dank, am Freitag ist aus. Herr Huber? Ja, Herr Windisch? Eben ist angerufen worden, Ihre Schwester ist angekommen und wohnt im Stern. Ich weiß doch, da ist was passiert. Ja, offenbar. Sie sagt, sie muss sie unbedingt heute noch sprechen. Ja, also ausnahmsweise gebe ich Ihnen Ausgang für den Stern. Aber selbstverständlich dürfen Sie dort nichts essen. Aber wo werde ich? Wie wird er? Der ganze Erfolg Ihrer Kur wäre in Frage gestellt. Ja, ja. Das wäre doch wirklich schade. Erzählen Sie bitte noch einmal. Ja, noch sehen Sie. Na, von mir aus bringen Sie mir auch erzählt. Ja, ja, ich habe nur zwei Hände und zwei Füße.
Tag. Bitte schön, mein Name ist Huber. Ja, Sie werden schon erwartet. Was? Ja, Herr Huber. Entschuldigen Sie, dass ich mich als Ihre Schwester ausgegeben habe, damit man Sie hierher lässt. Was? Meine Schwester ist gar nicht da? Nein, Ihre Schwester ist nicht da. Es war eine kleine List von mir, aber Sie nehmen mir es nicht übel, gell? Ich zahle dafür das Mittagessen. Sehr freundlich, aber ich darf ja keins essen. Ja, aber irgendetwas Trinkbares darf ich Ihnen anbieten. Ja, bitte, von mir also. Ein Viertel Wein werde ich trinken. Ja, gut. Also. Sagen Sie mal. Ja? Warum haben Sie mich eigentlich hierher gesetzt? Setzen Sie sich mal nieder, Herr Huber, bestellen Sie einen Wein und dann reden wir in der Ruhe, ja? Handelt es sich womöglich wieder um das Schloss? Ja, es handelt sich um das Schloss. Meine Auftraggeber haben mich ermächtigt, Ihr Honorar auf 2000 Schilling zu erhöhen. Kommt über... Sogar auf 3000 Schilling. Und wenn Sie mal 4000 Schilling bieten? Ich biete Ihnen 5000 Schilling. Da trinke ich erst einmal meinen Wein. Hallo, Fräulein, ein Viertel Roten. Ja, ich komm schon. Schließlich habe ich auch nur zwei Hände und zwei Füße. Was für welche? Also schießen Sie los. Herr Huber, die Sache ist die. Mein Auftraggeber hat sich in das Schloss verliebt. Ich verstehe nicht ganz. Es gibt so viele Schlösser in Österreich, ein schöner wie das andere. Ja, schon. Aber ein so reicher Mensch wie mein Auftraggeber, der will eben gerade das haben, was nicht zu haben ist. Ne? Ja. So, da ist das Viertel Wein. Ja, danke. Was möchten Sie denn essen? Sie, wenn ich Ihnen erzähle, was ich essen möchte, dann sind Sie mir morgen früh noch da, aber ich darf ja nicht. Ich bin ja von der Kuranstalt. Von den Verrückten, die das Gas fressen. Ach so, da schaue ich ja. Also haben Sie es endlich rausgefressen, dass Sie hier Stammgast sind. Selbstverständlich. Sehen Sie mein Essen. Ja, Herr Becker, kommt gleich. Das ist Herr Klar, das ist Herr Becker, einer meiner Leidensgenossen. Das heißt, sehr viel hat er nicht gewesen. Sagen Sie mal, Herr Becker. Wie haben Sie das eigentlich gemacht? Das war ganz einfach. Im Garten von der Kuranstalt gibt es eine Hintertür. Und der Hausmeister hat die Schlüssel für diese Hintertür. 6 Schlüssel. Und diese Schlüssel kann man von ihm mieten. Ja, warum haben Sie mir das nicht gesagt? Hätte doch auch so einen Schlüssel gemietet. Tja, leider. Es waren schon alle 6 Schlüssel für diese Hungerperiode vergeben. Da, gucken Sie mal hin. Gottes Willen, der Besitzer von der Kurenstadt, wer der uns hier sieht. Keine Angst, der sieht und hört nichts. Dem gehört doch dieses Wirtshaus auch. Die ist nicht zu sprechen. Vielleicht für mich doch. Ich bin ein alter Bekannter von ihr. Ach, für alte Bekannte ist sie überhaupt nicht zu sprechen. Und trotzdem möchte ich Sie bitten, dass Sie ihr sagen, der Herr Huber, der Chefportier vom Hotel Sacher, lässt Sie bitten, ihn auf einige Minuten zu empfangen. Was, der Huber vom Hotel Sacher? Ja, kennen Sie mich? Ja, natürlich. Ich bin doch die Ina, das Stummmädchen von den Damen. Die Ina? Na, Sie haben sich... Sie haben sich ein bisschen verändert. Ja, ja, sagen Sie ruhig, dass ich sehr alt geworden bin. Wir sind hier für Offenheit. Also dann kommen Sie. Ja, aber bitte der Hund. Er tut Ihnen nichts. Na gut, ich tue ihm auch nichts. Also kommen Sie. Was ist denn los? Warum bellt denn der Harras so? Was ist denn? Wer ist denn da? Herr Huber vom Hotel Sacher. Was denn das reinlassen? Ja, wir gehen jetzt so. Nein. Das ist ja wirklich der Herr Huber. Ja, wenn er immer schon gesagt, Sie sollen nicht so viel essen. Ich bin nicht die Einzige, die mir das gesagt hat, gnädiges Fräulein. Ich komme gerade von einer Hungerkur. So. Na, davon sieht man nichts. Ja. Was führt Sie denn hierher? Ich wollte Sie bitten, ob Sie mich ein paar Minuten anhören könnten. Bitte, ich weiß, ich hätte mich telefonisch anmelden sollen. Ich habe kein Telefon. Ja, bitte, bitte, kommen Sie weiter. Ich darf Sie doch zum Essen einladen. Ja, wirklich, mir ist vorne. Also, Ina, er ist eingeladen. Ja, ist gut. Ja, also bitte, nehmen Sie Platz hier rüber. Bis dann, danke, Frau. Und wer jetzt? Fast 20 Jahre her sein, nicht, dass ich das letzte Mal im Sacher war. Ja, so es wird schon sein. Und bei Ihrer Frau Schwester, da ist es noch länger. Ja, ja, die Henny, die hat 55 in die USA geheiratet. Ja, und sie ist reich verheiratet, nicht? Ja, ja.
scheint ihr sehr gut zu gehen. Neffa, Sie sind mit ihr in brieflicher Verbindung? Selbstverständlich. Wir sind doch Zwillingsschwestern. Wir haben uns immer sehr gern gehabt. Und wenn ich mir die Frage erlauben darf, Sie haben nie daran gedacht, auch zu heiraten? Mein lieber Herr Huber, es hat eine Zeit gegeben, da habe ich überhaupt nur daran gedacht. Aber, naja. Und wissen Sie, dann habe ich auch das Beispiel unserer älteren Schwester vor Augen gehabt. Von Frau Klar. Das war ein feiner Kerl. Ja, und dann hat's den Klar kennengelernt, diesen Verbrecher. Und dann ist unglücklich geworden, bis zu ihrem frühen Ende. Naja, und ihr Sohn, mein Herr Neffe, das ist auch ein Verbrecher geworden. Genau wie sein Vater. Gnädiges Fräulein, sind Sie da nicht ein bisschen zu streng? Nein, ganz im Gegenteil, viel zu wenig. Der hat mich nämlich bestohlen. Ja, aber lassen wir das. Sie sind ja nicht seinetwegen hergekommen, ne? Nein, ich bin aus geschäftlichen Gründen hier. Ach, seit wann hat ein Hotelportier mit Geschäften zu tun? Ja, es handelt sich um dieses Schloss. Was? Wollen Sie mir das vielleicht abkaufen? Na, ich natürlich nicht, aber ich kenne einen Herrn, der sich sehr dafür interessiert. So? Tja, sehen Sie, Herr Huber, dieses Schloss ist seit über 80 Jahren im Besitz unserer Familie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hier mal weggehe. Denn sonst... Sonst? Na, sonst hätte ich schon längst verkauft. Na, es geht mir nicht gut, Herr Huber. Ich habe mich verspekuliert. Ich habe nichts. Gar nichts. Um Gottes Willen. Nur ganz, ganz. Tu uns nicht so. Man sieht's mir doch an, was ich hier für ein Leben führe. Glauben Sie, ich habe nicht gemerkt, wie entsetzt Sie waren über mein Aussehen. Ich war nicht entsetzt. Ich mein, älter werden wir alle. Ja, es kommt darauf an, wie man älter wird. Bitte zum Essen, meine Herrschaft. Danke, kommen Sie, Herr Huber. Bei uns gibt es jeden Tag als Vorspeise eine große Schüssel grünen Salat. Also, vielleicht ist Ihnen das ein bisschen ungewohnt, aber... Das ist mir gar nicht ungewohnt. Nein? Fein. Salat. Also, ich muss sagen, ich hätte mir nicht träumen lassen, dass ich heute noch so einen charmanten Tischherrn haben werde. Bitte, bis jetzt haben Sie mir keine Gelegenheit gegeben, charmant zu sein. Na, wenn Sie von Geschäften reden. Ich muss erklären, warum ich hergekommen bin. Nicht? So, also zuerst die guten Vitamine. Bitte, gnädiges Fräulein, muss ich das essen? Nein, müssen tun's nicht. Aber es ist sehr gesund. Bitte, gnädiges Fräulein. Das hat man mir jetzt wochenlang eingeredet. Im Sanatorium Esplanade in Baden. Bitte, es war sehr schön dort, es war sehr hübsche Unterkunft und gute Behandlung. Und die Kur hat mir auch gut getan, aber Salat kann ich jetzt jahrelang nicht essen. Ach so, da kann ich ja gleich die Suppe bringen, wenn der Herr Huber keinen Salat isst. Ja, ja, bringen Sie es mir. Was gibt's denn heute für eine? Haferflockensuppe. Mit der Haferflockensuppe kann ich noch weniger essen als Salat. Aha, Sie wollen also nichts Gesundes, hm? Bitte, gnädiges Fräulein, es kommt ja nicht aufs Essen an. Ich möchte Sie gern um Ihre Antwort bitten. Wollen Sie das Schloss jetzt verkaufen? Ha, mein Lieber, das ist nicht so einfach. Die Hälfte gehört meiner Schwester Henny. Aber ich könnte natürlich schreiben und Sie fragen. Vielleicht kommt es sogar her. Wäre schön, Sie wieder mal zu sehen. Wie die jetzt wohl ausschaut. Herr Portier, also ich weiß nicht, wie Sie heißen, aber ich weiß, dass ich Sie kenne. Ich bin entzückt, gnädige Frau, dass Sie nach all den Jahren... Oh, um Gottes Willen sprechen Sie nur nicht von den Jahren, die vergangen sind. Nicht, dass Sie nicht schön gewesen wären, aber man hat Sie vergessen. Hoffentlich. Ich habe Sie nicht vergessen, gnädige Frau. Reizend. So, und jetzt weiß ich auch, wie Sie heißen. Ja. Ja, Huber. Sie sind der Herr Huber. Nein, der bin ich nicht. Ich bin der Breuer. Der Huber ist auf Urlaub, bis heute. Morgen ist er dann schon wieder hier. Natürlich, der Huber war doch der mit diesem kleinen Bärtchen, nicht? Und so ein bisschen dicklich. Ja, inzwischen ist er noch dicklicher geworden. Ja, ja, wir haben ein Apartment bestellt. Darling, please. Yes, sweetie, here I am. Mein Mann. Hello, how do you do, sir? Bitte geben Sie ihm den Schlüssel, ja? Sofort. Zimmer 244. Schön hier, ne? Yes.
Ihr Fräulein Schwester wird sich auch freuen, dass Sie da sind. Ja, ja, ganz sicher. Ich habe ihr telegrafiert, dass Sie hierher kommen. Ja, dann wird sie ja sicher bald da sein. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt, gnädige Frau. Dankeschön. Komm mal, Darling. 2 Kilo nur, das verstehe ich nicht. Nach unserer Waage habe ich sogar 3 Kilo abgenommen. Da steht doch die ganze Hungerei überhaupt nicht dafür. Sag ich ja auch, ich werde es auch nie mehr tun. Darauf kannst du dich verlassen, mein Liebe. Aber ich verstehe es trotzdem nicht, dass du nur 3 Kilo abgenommen hast. Ich kenne sogar Leute, die haben dort 2 Kilo zugenommen. Geil. Ja. Ja, Christiane, Frau, das ist aber schön, dass man Sie wieder sieht. Ja, im Moment weiß ich... Ach, der Huber! Nein, tatsächlich der Huber. Aber vervierfacht. Ja, leider. Mir ja. Ich kann ein Kompliment machen, liebe Frau. Sie sind glänzend. Oh, danke. Haben Sie mir etwas zu sagen? Ja, liebe Frau, wir haben die Adresse, um die Sie gebeten haben, von Ihrem früheren Mann, vom Herrn Steinacher. Oh, danke. Den haben Sie auch gekannt, was? Ja, leider. Entschuldigen, liebe Frau, das leider ist mir nur so herausgerutscht. Danke, Herr Huber. Da bin ich. Ihre Frau, Ihre Frau Schwester erwartet Sie schon und ich hätte baldigst und dringend mit Ihnen zu sprechen. Ja, und ich mit Ihnen. Haben Sie das Zimmer für mich? Na, selbstverständlich, wie bestellt. Und Ihre Frau Schwester 244. Ja, geh gleich zu ihr. Wissen Sie, dass ich ein bisschen aufgeregt bin? Wie schaut's denn aus? Na, glänzend. Ja, ja. Und ich? Ja, auch gut. Aha. Also bitte geben Sie mir den Schlüssel. Ja, bitte sehr. Zimmer 114. Danke. Also, bis auf gleich. Bin richtig aufgeregt. Herein. Martha! Da bist du ja endlich. Ja. Endlich. Du, ich bin aber schon sehr glücklich, dass du wieder da bist. Na, ich doch auch. Du bist, sag mal, du hast dich, na, du bist völlig, um Gottes Willen, Martha, sag nur nicht, dass ich völlig unverändert bin. Ich bin sehr verändert. Wie sagt man so schön? Das Leben hat mich verändert. Glaubst mich nicht. Mein Gott, ist das eine Ewigkeit her, dass wir...